So, moin moin, Hummel Hummel, heute ein bisschen früher. Ich hoffe, das geht klar, dann kommen wir auch ein bisschen schneller durch. Und ich habe auch mega Bock, weiter zu spielen, muss ich gestehen. Ich habe richtig Bock auf PCM, genau rechtzeitig hier auch zum neuen PCM, der jetzt bald kommt. Da habe ich auch Bock drauf, morgen kommt der neue Tennis Manager, da habe ich auch Bock drauf. Ich habe richtig Bock auf viele Sachen, moin moin an Heumansen, an Chris Espen und an Laurel 1904. Jawohl. Meisterfeier in Nürnberg gestern, war gestern oder heute ist Montag, hab schon kein Zeitgefühl mehr. Also sehr, sehr geil. Schalke wieder zurück in der Bundesliga, war jetzt ja schon seit letzter Woche klar, aber das direkt mal als Meister ist doch besonders schön. Endlich mal die Schale in der Hand, die Schalke in der Hand. Servus Franklin. Und ja, wir buttern hier gleich mal rein mit Henry Ulig, der ja sein erstes Top-10-Ergebnis jetzt geholt hat in Ungarn. Richtig geil. Ich glaube, wir haben auch auf dem Discord das Video dazu. Eine kleine Analyse gibt es auf dem Channel. Ich kann das mal ganz kurz. Achso, ich kann das nur auf Twitch schreiben, glaube ich. Also leider sieht man das auf YouTube jetzt nicht. Aber da kann man sich hier. Das haben die meisten wahrscheinlich schon gesehen auf dem Discord-Channel. Aber das hat quasi gerade der gute Henry selber gepostet. Sehr, sehr nice, die Top 10, die er sich dort geholt hat. Generell eine sehr, sehr gute Ungarn-Rundfahrt. So, nur ein kurzes Hallo von Sportfan Rob. Was ist los? Was gibt es Wichtigeres als den Abonnentenstream? Vor allem, wo man ja gerade sagen muss, lieber Sportfan. Hier, ne? Gesamtführung momentan in Österreich. Bergwert 75 jetzt auch noch geholt. Hügel 75, Zähigkeit 72. Ich würde mal sagen, unsere Abonnenten, die ja nur gegen Bora Hansgrohe jetzt noch am Start sind, gegen Buchmann, gegen Aliotti und ich glaube, Lennart Kemner war auch noch mit dabei. Der enttäuschte Aufstiegsfeier heute, aber regnet hier dauerhaft. Ja, hier scheint den ganzen Tag die Sonne in München und zwischendrin gibt es immer mal Hagel, was man halt so macht. Du machst gleich selber Aktivsport. Na gut, momentan mache ich auch total viel Sport, deswegen bin ich auch so schön schlank geworden. Meine Brüste kleiner geworden, brauche keinen Sport-BH mehr. Alles sehr gut, habe eben auch wieder Sport gemacht, also es sei dir gegönnt, lieber Rob. Aber wie gesagt, alles aus der Konserve ja auf dem Channel dann nochmal nachzuvollziehen, ob du die Österreich-Rundfahrt gewonnen hast oder eben nicht. Mit Team Legion habe ich den Giro d'Italia jetzt schon angefangen. Ich glaube, die ersten 6 Folgen sind schon im Kasten. Da kam ja heute die Folge ohne Ton, morgen kommt nochmal eine Folge ohne Ton. Das ist jetzt nicht ganz so geil, aber... Was? Amurant geht pleite, weil meine Prime-Abos jetzt immer zu dir gehen. Ah, okay. Das möchte ich natürlich auch nicht. Aber Dankeschön natürlich, Kaninguru. Dankeschön. Ich weiß nicht, wie viele Prime-Abos dort bei dem Kollegen sind, aber ich weiß nicht, wer es mehr braucht. Sehe ich aus, als hätte ich es nötig. So, noch keine Löcher in den Shirts. Alles noch gut. Aber auf jeden Fall Dankeschön, Kaninguru. Ich freue mich da immer sehr drüber, wenn auch gesubbt wird. Genau, sehe ich dann später, wer die Österreich-Rundfahrt gewonnen hat. Wir machen trotzdem wahrscheinlich bis 22 Uhr. Ich bin fit, ich habe gut gegessen, ich habe viel getrunken, ich habe Sport gemacht. Ich war mit Nero draußen, als die Sonne noch schien. Der hat dann keinen Bock mehr gehabt, weil es ihm zu warm war. Von daher bin ich absolut tiefenentspannt. Ich freue mich die Woche auf Streaming. Morgen machen wir ein bisschen Football Manager vormittags. Nachmittags machen wir Tennis Manager 22, der dann schon da sein sollte. Mittwoch ein bisschen City Skylines und Donnerstag spielen wir Detroit Become Human. Weiß nicht, ob wir es fertig bekommen, wird eher schwierig, aber glaube ich eher nicht. Kommt drauf an, wie viele Charaktere wir auf dem Weg verlieren. Dann wird das Spiel natürlich immer ein bisschen kürzer. So, ich mache es bei mir mal ganz kurz ein bisschen leiser, sonst höre ich die Musik so laut.
reicht ja, wenn ihr die viel zu laut hört. Aber ich glaube, die Musik ist okay so vom Pegel her. Ansonsten meldet euch natürlich einfach nochmal. Ich gehe mal rüber. Jetzt hat man mich lange genug groß gesehen. So schön ist der Anblick auch wiederum nicht. Servus an Silv. Ich hau mal wieder die Subscriber und Follower mit rein. Ich mach die mal hier so hin. Oder soll ich die hier unten hin machen? Dann sieht man aber das Profil nicht mehr so gut. Also man sieht mich ja trotzdem noch. Ist ja alles durchsichtig. Ja, doch. So, ich freue mich schon auf Detroit Become Human. Ja, ich mich auch. Ich habe jetzt mir so eine kleine Auszeit mal genommen, als ich aus Frankfurt zurückkam, weil einfach das Wetter so schön war und ich momentan echt aktiv bin und meine Freizeit, die ich momentan dann habe, eben auch gerne mit Radlfahren, Joggen und so weiter, richtig unsympathisch, verbringe. Und Nero hat jetzt ja auch die Fäden gezogen. Das bedeutet, man kann auch mit ihm wieder deutlich mehr machen und er hat auch deutlich mehr Spaß am allem. Und Spaß haben wir vor allem, wenn Benny natürlich auch wieder mit dabei ist. Servus an Sibbe. So, Sportmann wollte eigentlich nur einen kleinen Tipp geben. Falls du am Anfang mit Henry nach vorne kommen willst, durchschlängel dich mit Skill durch das Feld, dann sollte es keine Busschwupp geben. Genau, das haben wir jetzt auch schon, glaube ich, ein paar Mal gemacht. Aber das Durchschlängeln auf jeden Fall. Ausreißergruppe sollten wir wahrscheinlich jetzt gleich auf den Bergetappen nicht machen. Wenn wir uns das mal anschauen, es geht hoch auf die Edelweißspitze. Normalerweise mit 3S geschrieben, die Edelweißspitze. Sieht auf jeden Fall nach einem steilen Berg aus und dann geht es natürlich noch den Dobratsch. Das ist ein Geräusch, das hört man nur in Österreich. Wenn Sachen runterfallen, macht es einfach Dobratsch. Habt ihr es gehört? Wenn man, wir sind in Bayern, aber trotzdem Dobratsch. Wenn ich die Lippen dazu bewege, ist reiner Zufall. Das Geräusch kommt wirklich vom Taschentuch. Achtung, Dobratsch. Ach ja, bin ich heute wieder lustig. Total Scherzkeks. Juti, wollen wir gleich mal loslegen. Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Aber wie gesagt, man kann sich es aus der Konserve anschauen. Und egal wann, irgendwann verpasst immer irgendwie, irgendwo, irgendwer was. Ja, könnte man so stehen lassen. Sonst würde ich nämlich sagen, let's go. Dann machen wir einen kleinen Überblick. Wieso hat das Taschentuch Vasis Stimme? Das war ich nicht. Es war Infantino. Der natürlich wieder griffbereit ist. Aber ich... Wir schlafen auch zusammen. Anna schläft inzwischen im Wohnzimmer. Infantino schläft bei mir im Bett. Wir müssten den irgendwo integrieren, den Infantino. Super Infantino. Ja. Sehr seriös alles. Also wer seriösen Giro d'Italia Talk haben möchte, der ist hier völlig richtig. Und ich werde kommende Woche, würde ich gerne einen Giro d'Italia Stream machen. Also wir suchen uns mal eine geile Bergetappe raus und danach starten wir dann in unser Replay des Giro d'Italias im Livestream, würde ich sagen. Kann ich jetzt noch nicht genau sagen, wann, wie, wo, weil ich auf jeden Fall Sonntag und Montag unterwegs bin. Sonntag noch in Frankfurt, Montagabend dann hier in München. Aber nächste Woche, wie gesagt, ich schaue mal an, welche Etappe cool ist. Dann machen wir ein Watch-Along und im Anschluss hauen wir den Giro d'Italia gemeinsam durch, soweit wir kommen. Und dann schauen wir mal, wie realistisch das Spiel ist und wie nah es an der Realität ist. Ob Simon Yates dann wirklich 10 Minuten verliert, ob Miguel Angel Lopez wieder keinen Bock hat auf Radfahren. Man weiß es einfach nicht. So, hast du Giannin... Oh Gott, schon, dass sein Name ein Palindrom ist. Gianni Nike. Ich weiß es nicht. Er hat den Dobratsch auf dem Kopf. Der gute Dobratsch. Ja, nächste Woche wird geil. Generell wird's geil. Die neuen Radsportmanager bzw. Tour de France kommt ja auch. Ich weiß, das ist ein Spiel, was nicht von so vielen geliebt wird. Aber ich habe jetzt sogar den 21er mir nochmal auf den PC gezogen und schon mal ein bisschen geübt, damit ich diesmal nicht wieder von vorne anfange. Werde jetzt auch, ich habe es zwar schon mehrfach versprochen, aber ich habe es schon wieder vergessen, den Fußballnarr, den Kasper, mal anschreiben, wie denn seine Pläne so sind. Ob er Bock hat, vielleicht ja auch hier mal im Stream auf meinem Channel zu streamen. Ob er Videos macht auf meinem Channel, ob er auf seinem eigenen Channel was macht. Einfach nur... weil die Serie ja letztes Jahr so extrem geil war. Habe ich auch super gerne geschaut. Allein das Intro war es schon wert, beim Fußball nah immer vorbeizuschauen. So, Servus Italia. Schön, dass du mit dabei bist. Ich würde sagen, wir legen mal los, oder? Wir haben ja keine Zeit zu verlieren.
Die Edelweißspitze, wer weiß, wie lange die noch da ist, wenn wir jetzt noch länger warten. So, versuch mal Lorenzo de la Paradona Sanchez. Okay. Zegnas Anodarab Al-Ed Oznerol. Der Oznerol, ich sag dir. Der Oznerol, das ist einer. Aber Oznerol klingt echt kriminell. Ey, ich habe so die Oznerol, sag ich dir. Mir steht's bis hier. Ich habe richtig die Oznerol. So, also Team Nero hat Bock. Da stehen gleich mal vier Fahrer vorne. Wir sind natürlich wieder ein Träger des Wassers, auch Wasserträger genannt. Servus, Tom. So, bin jetzt auch dabei. Wie geht's? Wie steht's? Was habe ich verpasst? Noch nix. Wir sind ja eigentlich viel zu früh drauf gewesen. Da fehlt mindestens ein Miegel. Ein Legmi. Nee, ein Leugim. So, gut, dass das kommt, sonst wüsste ich das natürlich nicht. Hat aber wirklich lange gedauert, bis ich das gerafft habe, dass ich den Fahrer selber steuern kann. So, 180 Kilometer, purer Spaß. Gerade für Sprinter ist das die reinste Freude. Da geht Lotto Kernhaus gleich mal los. Wir versuchen mal vorne zu bleiben mit Henry. Jetzt muss ich mich erst wieder umgewöhnen, dass ich die Kamera nicht mehr überall steuern kann. So, Witze über Palindrome. Ja, die darf man natürlich nicht verpassen. Ich sag das Anna nachher mal. So, da sehen wir Robert Sportonowski im roten Führungstrikot. Vorne Finetto. Finetto-Nuss. Matzefummel natürlich auch mit dabei. Wetter, als würden wir den Ring nach Mordor bringen. Ich weiß gar nicht, ob das Wetter in Mordor immer so schlecht ist. Kann auch sein, dass es da mal gut ist. Jetzt ist aber auch mal gut. So, Servus. Servus zurück. Gehe ich endlich mal in die Gruppe heute. Mal schauen, ob das die Therapiegruppe ist oder die Ausreißergruppe. Da sehen wir Florian Lipowitz, der hier noch nicht bei uns im anderen Safe ist er ja bei Bike Aid. Wir haben den starken Stark mit dabei und natürlich Huga. Da kommt aus Augsburg, aus der Hugastadt. Nice. So, Tempo wird hinten gemacht. Team Tropicale hat natürlich auch Bock, Tempo zu machen. Wir fahren für unseren Kapitän Robert Sportunowski. Da kommt jetzt nochmal die nächste Attacke und wir fahren mal nach vorne. Geil, Emanuel Stark in der Gruppe. Und dann machen wir mal wieder unsere Arbeit im Flachstück. Klingt irgendwie auch kriminell. Jetzt wäre man ein schlechter Aufreißer. So, Stark, Duckert, Lipowitz, Hugger und hinten hat Linda de Mol hat aufgegeben. Eieieiei. Wusste gar nicht, dass sie noch im Radsport aktiv ist. So, 20 Zuschauer, so kann es doch gleich mal losgehen. Hör extra früher mit der Arbeit auf und dann fängst du noch früher an. Warte mal. Das klingt wie meine Arbeit bei Hugendubel. Früher mit der Arbeit aufhören und. Achso, hör extra früher mit der Arbeit auf und dann fängst du noch früher an. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte hier, es geht hier um die Führungsarbeit. Deswegen hat der Satz für mich keinen Sinn gegeben. Aber jetzt habe ich es verstanden. Es geht um das echte Leben. Das verstehe ich schon gar nicht mehr. Was ist ein echtes Leben? Ich bin jetzt seit 2,5 Monaten zu Hause. Ich weiß nicht mehr, was ein echtes Leben ist. Genau, war 18:30 angekündigt. Wie gesagt, ich habe es tatsächlich jetzt selbst verstanden. Kannst du mich lupen? Natürlich. So. Wo sind wir denn? Sprinter. Wen wollten wir noch lupen? Oh, Thomasen kennen wir schon. Ich glaube, Sportonowski haben wir schon. Ah, Team Nero ist ganz hier vorne. Da haben wir Ninja. Den lupen wir mal. Toni Abseiler ist natürlich noch mit am Stissel. Wir wollen Rucklat auf jeden Fall wissen. Der ist heute top drauf. Wollte mal von Anfang an dabei sein. Ja, gar kein Problem. Wenn man den Anfang verpasst hat, dann verpasst man schlechte Witze. Ich erzähle einen Schwank aus meinem Leben. Da kann man froh sein, wenn man das verpasst. Ist wirklich nicht schlimm. So, Connexion. Ich habe heute einfach Bock, muss ich gestehen. So. Eieiei, was ist da los?
Higita Wandal attackieren mal richtig krass, nachdem hinten ein Sturz die halbe Bora-Mannschaft zerfetzt wurde, die ja hier im Spiel komplett auf die Tour de France scheißt. So, hat Max Power schon mal was gerissen? Nope, I don't think so. Genau, nächste Etappe müssen die Gummibärchen für Ramon Bratschmeier fahren. Ja, auf jeden Fall auf dem Dobratsch. Der Dobratschmeier. Sehr schön. Achtung. Dobratsch. Oh, war ein bisschen verzögert. Es ist die Zeitverzögerung. So, Henry macht hier weiterhin das, was er halt macht. Ramsau auf dem Dachstein. Da fahren wir jetzt gleich hin. Berg der dritten Kategorie. Bin sehr, sehr gespannt, wie das vorne ausgeht. Das Wichtige ist schon mal, wir haben vorne eine Kamera. Da können wir zum einen natürlich hier das Hauptfeld uns anschauen aus der Perspektive. Da ist Henry jetzt immer noch vorne und macht seine Arbeit. Wir sind, glaube ich, schon über den 100%. Sollten wir zumindest sein. Jawohl, 37 Kilometer. Wir machen das mal so lange, wie wir können. Für unsere Teamkollegen werden wir eh nicht viel beitragen können am Berg mit einem 58er Wert. Die Kamera ist sicher nicht mehr dabei, wenn es wichtig wird. Doch, ich denke schon. So, Sedek hat angegriffen in E2. Ah, okay. Was macht Sedek da vorne? Sedek, der südafrikanische Meister, hängt hier irgendwie 50 Sekunden hinter der Gruppe. Habe ich den vorhin übersehen? Oder hängt der da schon länger rum? Einfach voll der Gangster. So, hier macht es weiterhin Henry. Wir drehen ein bisschen schneller. Wir wollen die Bergankunft sehen. Wir wollen wissen, ob Robert Sportunowski das Ding holt, ob Van Rugglat da vielleicht noch zurückschlagen kann oder ob die Bora-Jungs was vorhaben. Oh nein, Bouvier hat ein Loch im Zahn. Marge Bouvier. Eine Kennedy. Aber nur die wenigsten Kennedy, gell? So, Zeitwertung. Mauro Finetti ist der Bestplatzierte vorne in der Gruppe. Jo, Henry fährt einfach die komplette Etappe von vorne. Mal schauen, wann dann mal einer vorbeifahren möchte. Wann da mal einer vorbeifahren möchte. So, öfters im Pro Cyclist Modus. Ich habe in meinem Spiel in der Österreich Tour von Aert die komplette Bora Elite, Vingegaard und viele mehr. Eieieiei. Natürlich schon alles ein bisschen übertrieben. Okay. Wie lange fahren wir jetzt schon vorne? 100 Kilometer. Jetzt wird bestimmt gleich gemeckert, was ich denn da vorne so treibe. Aber wie gesagt, der Schlussanstieg, 9 Minuten jetzt der Vorsprung. Wir schauen mal ganz kurz nach vorne zur Gruppe. Eine Minute, 3 Minuten Rückstand. Also da muss jetzt schon irgendeiner müsste mal was machen. Da müsste man mal was machen. Sollen wir uns jetzt verausgaben? Es ist ja eigentlich wurscht. Wir drehen mal ein bisschen das Tempo hoch und arbeiten dann wirklich für unser Team, nicht nur so zwinker-zwinker-mäßig. So, Servus Hübi. So, mal schauen. Machen wir es mal ein bisschen schneller. Verausgaben uns. Vorsprung, alter Vater, 12 Minuten. Das hat man aber häufiger hier auf der Etappe, oder? Dass da gar keiner so richtig mitfährt. Das sieht jetzt nicht ganz so gut aus. Ich glaube nicht, dass wir 12 Minuten gut machen auf die Gruppe. Jetzt versuchen wir hier nochmal ein bisschen was. Sedek hängt da immer noch irgendwie irgendwo dazwischen. Wenn ich jetzt hier die Führungsarbeit beende, dann fährt, glaube ich. Ah, okay. Ja, ist vielleicht ganz gut. Dann machen die anderen mal ein bisschen mehr Tempo. Könnte ein bisschen zu spät gewesen sein. Ich dachte, die fahren halt irgendwann vorbei, wenn sie schneller fahren wollen. Haben sie ja vorher auch gemacht. So, 10:46, holy moly. Das, wie gesagt, werden wir nicht mehr aufholen. Das kann sein, dass die Führung dann an die Ausreißergruppe geht. 18 Kilometer Schlussanstieg. Starten jetzt. 7 Fahrer vorne. Zu denen können wir nochmal kurz hinschalten. Duckert, wir haben die Werte natürlich nicht. Das sind keine überragenden Fahrer. Aber die werden jetzt sicherlich auch keine 10 Minuten hier vorne verlieren. So, Henry kann eigentlich machen, was er will da hinten jetzt. Also so lange in der Gruppe bleiben, wie es möglich ist. Hängt sich nochmal. Wen können wir denn mal beschützen?
Wir hängen uns nochmal hier an den vorne fahrenden. Das wird uns jetzt killen, aber das macht nichts. Ja, Vasi macht zu lange Tempo fürs Feld. Das eigene Team fährt nicht dran vorbei. Okay. Ja, 10 Minuten sind schnell weg. Mal gespannt. Ich glaube auch, dass das jetzt ein enges Höschen wird. Nur hier müsste dann natürlich auch weiterhin jemand fahren. Das eigene Team fährt also nicht vorbei. Ja, das macht natürlich auch Sinn. Aber ich hätte trotzdem gedacht, dass vielleicht ein anderes Team auch noch ein paar Ambitionen hat. So, wen haben wir hier vorne alles dabei? So, da haben wir den Schöckli Goat mit Matzefummel am Hinterrad. Wichtig ist natürlich Sportonowski im roten Trikot, der da ganz gut mitfährt. Henry ist da unten ja auch noch sehr ordentlich mit dabei. Jetzt geht's dann zugrunde. Vorsprung auf 9 Minuten gefallen, 14 Kilometer sind es noch. Wir sind aber gerade auch erst unten reingefahren und das Ding ist mördersteil. Richtig brutal steil. Da haben wir Toni Abseiler. Da ist auch Ninja vorne mit dabei, der allerdings heute eher Helfer ist, genauso wie Johannes Teer. Immer tot. Und da haben wir Hodor von Ruglat, den eigentlichen Favoriten. So, noch dürfen wir hier vorne mitschauen, aber gleich wird Henry zurückfallen. Deswegen schauen wir uns das Hauptfeld wieder von vorne an. An der Seite Cesare Heili. Johannes Teer, der hier einen echt guten Job macht. Jetzt ist er raus. Vandal. Immer noch 9 Minuten der Vorsprung. Also so schnell wird das nicht kleiner. Paradona Sanchez. Am Hinterrad ist schon Ruglat, oder? Ja. Also der Top-Favorit für den Tag hängt schon hinten dran. Jetzt wird es sekündlich weniger. 8:30. Ninja kommt nach vorne, macht für Team Nero, den ich später auch nochmal dazu hole. Der war heute ganz lieb und brav. Dann darf er nachher nochmal in den Stream reinlunzen. Aliotti außen. So, die Gruppe ist schnell kleiner geworden. So, mal schauen, ob der weiter nach vorne kommt. Dann könnten wir uns nämlich das von hinten anschauen, wer da alles rausfällt. Da fällt leider TomTom raus. Ansonsten Holzi greift an, da schauen wir doch mal drauf. Da kommt die Attacke von Finn Holzi, der also hier 12 Kilometer vor dem Gipfel, schon mal, nee, das ist noch Ninja, 11,5 Cent. So, Erik singt sich da wieder wund, so die Attacke ist weg. So, Servus an Kalle. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. So, 10 Kilometer Marke erreicht. Jetzt sind es nur noch 6,5 Minuten. Also das wird sehr, sehr, sehr eng für die Ausreißergruppe. So, Mike Hawk macht das Tempo. Da haben wir leider noch keine Daten, aber den können wir mal lupen. Plus 2 Tagesform heute. Den haben wir hier vorne noch, Mike Oxlang. Ich nenne jetzt einfach immer alle Mike. Ich weiß gar nicht, ob beide jetzt Mike heißen. Das werden wir noch rausfinden, Mike Tyson. So, Ruglat haben wir, glaube ich, ja schon geloopt. So, für Tropicale wird es jetzt langsam ein bisschen eng. Wir gehen mal ganz kurz auf die Top 10. Das ist vielleicht ganz interessant. Wo ist denn Sportonowski eigentlich? Der müsste doch hier vorne auf jeden Fall noch mit drin sein. So viele Namen, da erkennt man kaum noch was. So, das Moped muss einmal kurz nach vorne fahren. Duckert, Hugger und Lipowitz werden jetzt schon eingeholt. Team Nero weiterhin mit Hawk, der das Tempo macht. Drucker ist noch mit am Start. Team Nero sehr, sehr stark in der Breite. Das macht so einen Spaß, das zu kommentieren. Jetzt so eine Bergankunft. Echt nice. Viermal Team Nero. Und jetzt kommt die Attacke von Hodor von Ruglat, der, wie gesagt, der Favorit heute auf den Sieg ist. Allerdings fährt Abseiler die Lücke selber zu. Attackiert jetzt selber dran vorbei. Interessante Taktik bei Team Nero. Ich glaube, die hat Nero selber gemacht. My clock is lang. Ja, sagen wir Clock. Ich habe Clock gesagt. Ich habe eine sehr lange Uhr. So, Toni Abseiler setzt sich jetzt hier im wahrsten Sinne des Wortes ab. Dahinter kommt Helga Rakete mit Ruglat. Lennart Kemner fährt die Lücke zu.
Aber ansonsten von Bora keiner mehr zu sehen. Sportonowski ist auch noch mit dabei, allerdings ziemlich platt. 4 Minuten immer noch der Vorsprung und es sind auch nur noch 3 Kilometer bis oben hin, 3,8. Da ist Guerin auf dem Weg ins Führungstrikot. Mal schauen, was da noch so geht für ihn. Ja, weiterfahren, Moped. Weiterfahren. Dankeschön. So, weiter Lennart Kemner, der hier die Nachführarbeit macht. 77 am Berg. So, Toni Abseiler zieht das von vorne durch. Mal schauen, kommt er noch ganz vorne hin. Immer noch 4 Minuten der Vorsprung. Henry hat schon längst Feierabend. In Villa Rieber wird schon gefeiert, während in Villa Bajo noch geschrubbt wird. So, Finetto ist am Hinterrad. Dahinter haben wir noch welche aus der Ausreißergruppe. Jetzt hat Finn Holzsee die Nachführarbeit übernommen. Daneben Jai Hindley. Und jetzt kommt nochmal die Attacke, ich glaube, von Rudolf von Ruglert, der zu Toni Abseiler vorkommt. Also eigentlich eine geile Taktik von Team Nero. Aber der Vorsprung oder der Rückstand wird nicht wirklich geringer. Nee, das ist ja auf Sportonowski gerechnet. Müssen wir schon ein bisschen anders denken. So, 1,9 Kilometer. Toni Abseiler ist durch. Ruglert kann da hinten noch ein bisschen besser. Jetzt bleibt das Moped generell stehen. Wir lassen die mal vorbeifahren. So, Ruglert fährt an Finetto vorbei. Dahinter immer noch Ramon Batschmeier mit dabei. Und jetzt müssten hier gleich die Ersten ums Eck kommen. Da sehen wir nochmal von hinten das Ganze. Wir haben Emanuel Buchmann in Problemen. Helga Rakete mit Problemen. Sergio Higita mit Problemen. Jai Hindley, Finetto, Van Ruglert und irgendwo hier oben, da ist Toni Abseiler. Also Holzi und Batschmeier sind für Haribo noch dabei. Lochenzahn durch Helga Rakete vertreten. Nur Team Skoda ist ein wenig zu sehen. Guerin ist da. Holt sich den Sieg. Die Zeit läuft. Da kommt Moped. Da kommt Abseiler. Das wird auf jeden Fall die Führung werden für den Franzosen. Und Rudolf Van Ruglert hat, glaube ich, gerade noch einen Platten gehabt oben. So, weiß nicht, wieso mir der Gag erst im Zusammenhang mit Mike Oxlang einfällt, aber wenn dein Taschentuch so laute Geräusche macht, solltest du dir echt mal ein neues Taschentuch benutzen. Sorry, dass der Gag 20 Minuten... Ah, okay, ja, ja, doch, doch, der ist aber toll. So, Entschuldigung. Ruglert ist auch der typische Kletterer, von der Körperform so 2,10 Meter, ja, absolut. So, Sportonowski ist drin, Rückstände sind schon vorhanden, Ray Helga Rakete, Ramon Batschmeier auf der 8, Finn Holzi, bester Bergfahrer des Teams Gummibärchen auf der 5. Und jetzt bin ich mal auf die Gesamtwertung gespannt. Es gibt ja noch eine Bergankunft. Von daher wird der Franzose wahrscheinlich nicht im roten Führungstrikot bleiben zum Ende. Aber Toni Abseiler ganz, ganz stark. So, das liegt hier aber immer rum. Ich benutze das, seit ich YouTube mache. Seit 2014. So, wo ist Henry? Da ist er. 130. Sehr ordentlich. Nichts im Vergleich zum Shuggly Goat. So, da sehen wir nochmal die Attacke und wir haben gelernt, Führungsarbeit schön und gut, aber wir haben damit das eigene Team quasi um die Führung gebracht, beziehungsweise das Team Nero um die Führung gebracht. Weiß nicht, was Robert Sportonowski heute gemacht hat. Aber das war sicherlich nicht seine beste Leistung. Jetzt Team Nero in der Verfolgerposition, dann die Gummibären, dann Lennart Kemner. Der wird sich auch freuen. Erst kommt Nero, dann die Gummibären, dann Lennart Kemner. Weißt du, Lennart Kemner sowieso schlechteste Fahrer überhaupt. Die deutschen Medien, was die momentan schreiben, ist echt furchtbar. Genau, das gute alte Familientaschentuch. Aber bei uns, wir müssen sparen. Das ist einfach nicht mal aus Stoff. Gerade in der Schnupfenzeit ist es immer schwierig, das unter der Familie wieder zu verteilen. So, also Alexis Guerin gerinnt einfach mal auf Platz 1. Toni Abseiler dahinter und Hodor von Ruglert auf der 3. Dann Finn Holzi. Möchte noch jemand wissen, wie viel sie geworden ist? Können auch nochmal hier so einzeln draufschauen. So eine Bergankunft ist ja schon geil.
Johann Drucker viel gearbeitet auf der 17, Kevin Dorfschäfer auf der 27 und Sebastian Thomas nur auf der 30. Bisschen enttäuschend. Und der Schweinebeermann hat aufgegeben. War aber vorher, glaube ich, schon, oder? Auf einer anderen Etappe beim letzten Mal. Ah, okay. Irgendwelche Breaking News. So, das interessiert uns nicht. Team Nero, Zweiter und Dritter, ganz, ganz stark in der Gesamtwertung. Und Luke Green ist leider auch schon raus. Und von Team Skoda, wie gesagt, hat man nicht viel gesehen. Matthäus Schneck auf der 22. Da war nicht viel drin. So, der amerikanische Meister. Ja, stimmt. Aber der hat einfach sein, hat der Franklin, glaube ich, das letzte Mal gesagt, der hat einfach sein Trikot gesehen und hat sich gedacht, boah, was ein hässliches Scheiß-Trikot. So, mein Bruder erneut verletzt. Ja, passiert. So, Wette fürs nächste Rennen schließt kurz nach Rennstart. Ich switche mal kurz rüber, damit ich es auch sehe. Welches Team holt das beste Tagesergebnis? Team Tropicale. Da wird schon ordentlich auf Team Nero gesetzt. Dann gehen wir doch gleich weiter. Sollte von der Zeit eigentlich auch ganz gut passen. Und wie gesagt, im Juli haben wir nicht viele Rennen. Haben wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Das sollte eigentlich ganz easy going sein. Aber ab August geht es richtig ab. Oder Gianni. Der Dobratsch Gianni. Was habe ich sonst hier noch so rumliegen? Ach, guck mal. Wegnehme und lege die hier auf den Schreibtisch. Dann liegt das immer monatelang hier. Hab noch die gute Tütensuppe. Die Original-Tütensuppe ungeöffnet. Logischerweise. Die bringt mir einfach Glück. So, diesmal machen wir nicht 6 Millionen. Da waren wir wieder kurz auf der Busspur. Wir können uns mal durchschlängeln. So ein bisschen zumindest. Ist jetzt noch nicht ganz so wichtig, aber dann sind wir auf jeden Fall schon mal in einer guten Position vorne. Und warten mal auf die Ausreißergruppe. So, Sif und Hübi gehen all in. Was heißt all in? Irgendwie 2000. Immer noch über 15.000. Nicht schlecht. So, die Gruppe vorne steht. Der Stockmann ist dabei. Ein beliebtes Bilderbuch. Der Kerschbaumer. Ja, das ist auch so ein Beruf. Was macht denn der beruflich? Der ist ein Kerschbaumer. Weißt du, und dann denken sich die beiden immer, ah, der ist ein Kerschbaumer. Und als zugezogener Hesse denkst du dir immer, hä? Und dann heißt das einfach, es ist ein anderes Wort für Bäcker oder so. Spinnen einfach die Bayern. So, sonst fährt erstmal keiner vorne mit rein. Auch von Team Skoda leider nicht. Sehr schade. Da wäre es ja eigentlich sinnvoll gewesen. Und die Gruppe steht schon. Ich habe, glaube ich, vorhin auch Team Lotto gesagt. Zu diesem wunderbaren Team. Das Team Vorarlberg natürlich. So, 85 Wert müssen wir nicht fahren. So können wir es mal gemütlich angehen lassen und wir machen wieder so lange wie möglich, aber nicht so lange, dass wieder die Ausreißergruppe durchkommt. Dieses Mal sollte das andere Team aber ja an uns vorbeifahren. Lag auch daran, dass wir das Führungstrikot hatten, war ein bisschen doof. Aber wird auf jeden Fall wieder spannend im Schlussanstieg. So, Vorsprung 3,5 Minuten, alles noch im Rahmen, alles noch in der japanischen Nudelsuppe. So, leider ist Müller gestürzt, Matty the Eagle und auch Achenberg hat es auf die Fresse gelegt. Die sehen wir da hinten, die müssten aber eigentlich wieder rankommen. Nächster Ausreißersieg, auf geht's. So, da sind auch alle wieder da, auch Turek kennt man noch. Geiles Spiel auf dem Nintendo 64 gewesen. Hieß zwar ein bisschen anders. Ich glaube, ich hatte sogar mein Nintendo 64 mit so Stickern beklebt. Wie so ein richtig cooler Junge. Ist das Turak? Turek? Ich weiß es gerade nicht mehr. Turek klingt ein bisschen wie bei der Bulli-Parade. So, ich glaube, ich sollte es jetzt mal lassen. Damit die anderen mal arbeiten können, weil 6 Minuten klingt mir schon wieder relativ viel. Aber der Vorsprung wird jetzt auch nicht kleiner, seitdem ich da rausgenommen habe. Sportunowski heute mit der minus 2 wird eh nicht gut für Team Tropicale. Kannst du bitte Batschmeier und Holzi lupen, na klar.
Machen wir glatt. Wir nehmen auch mal den guten Böck. Der hat die 73 am Berg. Holzi die 74 am Berg. Haben wir, glaube ich, beim letzten Mal schon gesehen. Da haben wir wieder Ninja. Da schauen wir nochmal rein. Tagesform erfahren wir nicht. Roglat möchte ich auf jeden Fall wissen. So, Thomasen immer noch in dem Sprinter-Trikot. So, wir brauchen noch Ramon Batschmeier. Da haben wir Dorfschäfer. Da hauen wir auch nochmal eine Lupe rein. Wo fährt er denn, der Batschmeier? Noch nicht so weit vorne anscheinend. Gummibären hüpfen. Oh, okay, ich bin einfach nur blöd. Da ist er doch. Sieht bislang alles sehr locker aus. Schmusepuckel, da kennen wir es schon. Thomasen kennen wir es auch schon. Da haben wir Schneck, Matthäus Schneck, auch ein guter Bergfahrer anscheinend. Achenberg gerade gestürzt. Der hat heute die Plus-2-Tagesform. Vielleicht geht bei ihm ja auch was. Beschützt bitte das Schöckli Goat. Hat er eine gute Tagesform? Ja, Plus-3. Machen wir glatt. Der Schöckel, alter Schwede, der Schöckli Goat. Aber auch eine Figur wie eine bulgarische Gewichtheberin. Ist auch Sexismus, oder? Ich nehme den zurück. Darf man heutzutage nicht mehr sagen. Aber man darf ja sowieso nur wenig sagen. So, fuck am See. So viel zum Thema, man darf ja nichts mehr sagen, aber fuck am See. Wenn YouTube jetzt kommt und sagt, du wirst gesperrt, weil du fuck gesagt hast, dann sage ich einfach nur, ey, da oben steht's doch. Da, fuck am See. Ich wette, viele Männer haben Frauen da schon rumbekommen. Fuck am See klingt ist einfach das geilste Festival überhaupt. So, der Shuggly Goat, der holt sich das. Wer hat denn die Rückennummer 69? Ah, gibt's leider nicht. Natürlich gibt's die nicht. Deswegen haben die auf 8 Fahrer auch reduziert bei den großen Rundfahrten. Der Shuggly Goat holt sich das Ding. So, Johannes Theer können wir nochmal ein bisschen lupen. Und dann sind es auch nur noch 25 Kilometer. Wir schauen mal vor zur Ausreißergruppe. Da haben wir sogar wieder eine Kamera mit dabei. In Österreich ist die Versorgung einfach besser mit den Kameras. Genau, 69 hat immer Benny als Rückennummer. So, let's go. 15 Kilometer Schlussanstieg stehen an. Wir schauen uns das hinten mal an. Jetzt übernimmt Bora. Buchmann fährt relativ früh nach vorne. Aliotti. Aber natürlich Buchmann auch schon 2,53 hinten. Da kommt Fabro und jetzt übernimmt wieder Team Vorarlberg. Also sehr, sehr merkwürdig. Warum Buchmann da jetzt an die Spitze gefahren ist, wollen wir nicht wissen. So, Mike Hawk kommt wieder und macht Tempo für Team Nero. 14 Kilometer sind es, 7 Minuten für die Ausreißergruppe, wo wir mal ganz kurz den Blick drauf werfen. Rückstand, glaube ich, dieses Mal groß genug. Das sollte auf jeden Fall reichen. Und das Führungstrikot muss hier natürlich rausgefahren werden. Da haben wir gerade gesehen, das rote Trikot. Können wir da mal ganz kurz irgendwie draufschauen? Guerin. Ah, ich kann ihn nicht mehr lupen, leider. Führende im Bergtrikot und Führender in der Gesamtwertung. Ja, hätte bei Benny stoppen sollen. Naja. Schon mal Auslandssemester in Österreich gemacht oder oben auf dem Dobratsch. Vielleicht ist es da ja richtig schön. So, Henry Ulig immer noch an der Seite vom Schöckli Goat, der allerdings relativ weit hinten fährt. Wir können mal ganz kurz die Kameraperspektive nach hinten werfen. Da sehen wir Yemane, den Eritrea bei Team Bikeaid. Miss Marple haben wir dabei. Also das ist schon mal ganz nett. Drei Fahrer sind jetzt vorne ausgerissen, die sich wahrscheinlich den Etappensieg holen, aber hier fällt auf jeden Fall die Entscheidung um den Gesamtsieg. Ninja ist jetzt durch, Bora übernimmt wieder. Immer tot. Jetzt gibt es hier dieses kleine Flachstück mit sogar einer minimalen Abfahrt, sah zumindest so aus. Gruppe immer noch sehr, sehr groß. 54 Fahrer, wenn ich das hier unten richtig sehe, mit dem Führenden immer noch drin. Da muss auf jeden Fall bald eine Attacke kommen. Henry ist da jetzt rausgefallen. So, der Kerschbaumer greift vorne wieder an. 10 Kilometer noch.
So, immer tot, jetzt auch nicht der begnadete Bergfahrer, aber er macht wertvolle Arbeit. Wertvolle Arbeit. Bitte auf Top 10 umschalten, das ist mal ein guter Hinweis. So, mal schauen. Roder von Ruckler hat relativ weit hinten. Ich weiß nicht, was er da macht. Bisschen auf der Busspur am Start, während sein eigenes Team vorne Tempo gemacht hat. So, vorne Jakob Gesner greift an. Das ist uns erstmal wurscht. Wie sieht es hier noch aus? Der Schöckely Goat mit der Plus 3 noch ganz ordentlich mit dabei. So, aber Van Rogelaar fährt viel zu weit hinten. Finn Holzi auch nicht optimal positioniert. Aber Toni Abseiler ist schon wieder ganz, ganz stark. Der Mann im orangenen Trikot. So, was macht das rote Trikot? Wir schauen mal nach hinten. Ist da eine Kamera noch hinter der Gruppe hier? Nee, leider nicht. Da sehen wir hier hinten Vacek und so weiter. Aber das rote Trikot noch mittendrin. Statt nur dabei. 6,5 Kilometer noch. Quasi hat den Doppelsieg von Nero verhindert. Tut mir leid. Team Nero on fire und wir waren in der Nähe von Fag am See. Ja, das mit Nero waren wir gestern. Wollten ja eigentlich an den See fahren, an den Eibsee. Haben es dann aber aus Gründen nicht geschafft und sind dann einfach an die Isar gefahren. Beziehungsweise mit dem Radl an der Isar entlang gefahren. So, jetzt kommt die Attacke von Toni Abseiler. Der sprengt die Bora Hansgrohe Nachführarbeit. Toni Abseiler brutal gut drauf. Der will sich hier den Sieg holen. Das rote Trikot Guerin bleibt erstmal sitzen. Toni Abseiler macht das echt stark. Sind jetzt für ihn noch 3,9 Kilometer. Das Motorrad ist halt nur wieder leicht zurückgeblieben. So, Higita fährt hinterher, versucht die Lücke zu schließen. Ich hoffe mal, dass er das nicht schafft. Das rote Trikot sehen wir da hinten. So, wäre gut mal zu sehen, wo Toni Abseiler ganz genau ist. Der greift jetzt nochmal an in dieses Steilstück rein. Vorsprung, na, 10, 15 Sekunden. Higita für Lennart Kemner. Higita 12. mit 3 Minuten Rückstand. Kemner 2,15 Rückstand. Ramon Batschmeier kann da auch noch mitfahren. Finn Holzi hat jetzt seine Probleme, genauso wie Ruklat. Und ich glaube, Connexion oder nee, Guerin ist da noch mit dabei. So, Toni Abseiler ist eingeholt leider. Jakob Gesner holt sich den Etappensieg. Die letzten Meter stehen an. Schauen wir mal. Da kommt Engelhardt. Vorsprung relativ groß. Alle sind durch. Kerschbaumer kommt noch. Lennart Kemner schleicht über die Linie. Wir haben daneben Abseiler und auch Pekala noch. Also Toni Abseiler wieder der Beste. Best of The Not-Ausreißer-Gruppe, dann kommt Talton. Talton. Kennt der, hat doch immer diesen Tanz gemacht. Kennst du? Kennst du Talton von Fresh Prince? So, Ramon Batschmeier. Finn Holzi, ich weiß nicht, was gerade drüben abgeht. Aber ich glaube, Anna tötet Nero und wird ihn gleich hier reinwerfen. Nero, komm. Ich habe gerade richtig Stress drüben. So, das kann der Sieg für Team Nero sein, weil Guerin auch erst hier kommt. Das wird der Sieg für Team Nero werden. Der Gesamtsieg bei der Österreich-Rundfahrt. Was hast du mit der Anna gemacht, Kleine? Wieder zur Weißglut gebracht. Ja. So, du hast auf jeden Fall die Rundfahrt gewonnen, Kleine. Bisschen Grund zum Feiern. Ist ein Grund zum Feiern, ne? Jedenfalls. Schau mal, da bist du wieder selber. Freust du dich? Who let the dogs out? Es ist gerade ein Hund draußen vorbeigelaufen. Deswegen schaut er so zum Fenster raus. Ja, alles gut, mein Kleiner. Alles gut. Arr, arr. Was war da los? Ja. Dass Hunde keinen Insta-Kanal brauchen. Ja, habe ich auch mal gehört.
Halte ich aber für völlig falsch. Ja. Du kannst den ganzen Tag zum Fenster rausschauen. Ja, wie gesagt, draußen ist ein Hund vorbeigelaufen. Deswegen hat er so reagiert. Schau mal, Nero, dein eigenes Team hat gewonnen. Alles gut. Der Hund kommt hier nicht rein. Der kommt hier nicht rein. Alles gut. Alles ist gut, ne? Was ist denn los? Das war ganz außer Puste. Alles gut, Kleiner. Alles ist gut. Der kommt hier nicht hoch. Das ist dein Haus. Das ist deine Wohnung. Das hast du jetzt schon wieder gesehen? Wir machen ja echt hier einen Nero-Stream draus. So, jetzt haben wir die Wertungen verpasst. Die können wir uns aber gleich nochmal anschauen. Ich moderiere jetzt einfach mit Nero auf dem Schoß, der sich eh nicht mehr für mich interessiert. So, Nero, alles wieder gut? Hast du deinen Standpunkt klar gemacht, ne? Ja, die wissen jetzt, wer der Chef ist. Also, Toni Abseiler holt den Sieg. Nero, Toni Abseiler hat den Sieg geholt für dein Team. Du musst jubeln. Ja. Tierquälerei. Also, moderiert es so weg. Toni Abseiler holt sich den Sieg. Mach das Mikrofon mal wieder so rüber. Ja, jetzt brauchst du auch nicht. Ja, ist gut. Ist gut, Nero. Du fällst runter, wenn du dich anders hinsetzt. Also, Lennart Kemner auf der 3, Finn Holzi auf der 4, Rudolf von Rugglert auf der 5, Ramon Batschmeier auf der 6. Und die Ausreißergruppe war dann doch gar nicht mehr so weit weg. Jakob Gessner kommt sogar noch auf die 7 insgesamt. Helga Rakete auf der 8. Und Bora hat es ein bisschen verkackt. Also, Lennart Kemner mit 1,35 Rückstand. Ist schon ordentlich. Jo, Nero, magst du weiterspielen? Oder magst du wieder runter? Hm? Lass dich mal runter. So. Jetzt haben wir alle mal Nero knurren gehört. Das macht er aber wirklich nur, wenn draußen ein Hund vorbeiläuft, um zu zeigen, hier, das ist mein Territorium. Wird er bestimmt gleich wieder machen. So, seit wann hat Gianni Farben und knurrt? Man weiß es einfach nicht. So, jetzt schauen wir nochmal auf die Gesamtwertung. Tja, ich kann zaubern. Ich kann aus Gianni einfach einen wunderschönen Hund machen. Aber er ist auch ein wunderschöner Hund. Gennaro, schau mal hier. Hey, schau mal hier. Nero, hört ja auf zu knurren. Ist doch alles gut. Aber das sind diese kleinen Dackel von nebenan, die hasst er einfach wie die Pest. Da knurrt er dann auch immer noch nach. So, wie lange geht der Stream, wenn er schon vor 19 Uhr anfängt? Also wir haben um kurz nach 6 angefangen. Also wir sind jetzt schon eine Stunde drauf. Wir haben schon richtig viele Erfolge gefeiert, beziehungsweise jetzt 2 Bergetappen gespielt. Also noch nichts ganz, ganz Großes verpasst. Aber immerhin der Gesamtsieg von Toni Abseiler, Finn Holzi auf der 4, von Rugglert auf der 5, Batschmeier auf der 6, Helga Rakete auf der 8 und Nero macht sich's bequem auf der Couch, auf dem Sessel. Man sieht das jetzt schlecht, weil da die Subscriber sind, aber jetzt schläft er da so. Ist doch auch ganz nett. Okay, jetzt leckt er sich die Eier, ist auch ganz nett. Der schmatzt immer so dabei. Naja, macht ja nichts, ne? Passiert dem Besten. So, Sprintwertung geht an Sebastian Thomassen, der Norweger von Team Gummibärchen. Die Bergwertung holt sich Alex Siegerer ganz, ganz knapp vor Toni Abseiler. Und die unter 25-Wertung geht natürlich ordentlich an unsere Fahrer. Das beste Team war das Team Nero. Auf Platz 3 Team Gummibärchen, dann Loch im Zahn und dann
Team Tropicale und Team Skoda auf der 7. Warum gab es keinen Zeitvorteil bei der Paris-Nizza-Rundfahrt? Das ist ja immer so, wenn es relativ flach ist, dann hat das Spiel da so Probleme, die Abstände zu messen. Deswegen gab es, glaube ich, keinen Abstand. Das ärgert mich auch immer wieder, gerade wenn man so einen Hügel hat, kurz vorm Ziel, so 10 Kilometer vom Ziel, da eine Attacke drüber setzt und dann richtig ins Ziel reinbrettert und sich denkt, jawohl, das war mindestens eine halbe Minute, die ich mal rausgefahren habe. Das Spiel rafft das einfach nicht. Das rafft es einfach nicht und es ist ein bisschen schade, dass es das nicht versteht. So knurrt auch mein Hund, wenn ein böser Vogel sich vor dem Fenster hinsetzt. Ja, wie gesagt, Nero eigentlich nur bei anderen Hunden und gerade hier in der Wohnung. Also was heißt gerade hier in der Wohnung? Draußen knurrt der Hunde gar nicht an. Draußen will er einfach immer nur spielen und ist total freundlich. Aber hier in der Wohnung, wenn da Hunde in seinem Territorium draußen vorbeilaufen, geht gar nicht. Da wird er richtig böse, wie man es gerade gemerkt hat. So, die Einschätzung unserer Arbeit war außergewöhnlich. So kann es doch gleich mal weitergehen. Oder, Nero? Der Blick, ach komm. Laber deinen Mist weiter. Ja, ich finde auch, also ich kann generell, ohne jetzt zu spoilern, Paris-Nizza war sehr, sehr geil und ich glaube, noch geiler ist die Vuelta a Catalunya, die dann in der übernächsten Folge beginnt. Das hat nochmal mehr Spaß gemacht. Und ich versuche halt auch, wir haben jetzt ja ein ganz gutes Team und wenn wir 2, 3, 4 gute Fahrer dabei haben, dann versuche ich auf einer Etappe eben auch verschiedene Optionen zu spielen, dass man zum Beispiel mit dem drittstärksten Fahrer am letzten Berg nochmal oder am vorletzten Hügel schon mal eine Attacke reinsetzt. Und das funktioniert tatsächlich manchmal, dass das Hauptfeld dann eben nicht reagiert und dann hat man mehrere Optionen. Ich glaube, das macht beim Zuschauen auch einfach nochmal mehr Spaß, wenn man eben nicht immer den Zug fährt und für den Besten fährt, sondern einfach mal Überraschungsmove mit rein. Und dann passiert eben auch sowas wie heute bei Paris-Nizza, dass man da, ohne jetzt ganz groß zu spoilern, mal zu dritt alleine durchfährt. Nero wird's zu bunt, aber er bleibt jetzt trotzdem hier. Ja, bei den flachen Etappen braucht man so 2 bis 3 Minuten oder so, um einen Abstand gemessen zu bekommen. Checkt vielleicht mal die UCI-Punktestände. Ja, das können wir gleich machen. Habt ihr für den Levelaufstieg auch einen Fähigkeitspunkt bekommen? Ja, haben wir. Den habe ich aber leider, glaube ich, ein bisschen sinnlos verschenkt beim letzten Mal. Weil ich den für die Kalenderplanung quasi genommen habe und da haben wir ja, glaube ich, eh schon 46.000 Punkte, die wir per Editor zur Verfügung hatten. Kurzes Fenster aufmachen, sonst gehe ich hier kaputt. Oh nein, fällt wieder ein Hund draußen. Nero muss sich gleich mit ihm unterhalten, aber ich brauche ein bisschen Luft hier drin, sonst sterbe ich. Echt schwül jetzt, wo es gerade noch geschüttet hat. Da wird es richtig übel. So, achso, ich könnte auch einfach mal die Leertaste drücken und wir schauen uns mal an, was sich denn jetzt so Mitte Juli da noch so ergeben hat für die anderen Teams. Tour de France Etappe 15, da schauen wir gleich mal drauf, wenn die Tour de France rum ist. So, schauen wir mal, wie es teammäßig aussieht. Also im Einzel World Tour können wir, glaube ich, weglassen, aber kontinental ist Dries de Bont vorne für Alpecin Phoenix. Wer ist da der beste Abonnent? Mal schauen. Da haben wir in den Top 18 zumindest erstmal keinen. Dann haben wir hier eben Toni Abseiler auf der 26. Ach, guck mal hier, Florian Harrer haben wir übersehen. Auf der 23. Wahrscheinlich habe ich oben auch 5-mal Team Skoda übersehen, aber ist auch egal. Nein, natürlich nicht. Sebastian Thomassen auf der 27. Also es geht hier eher so, es verteilt sich auf verschiedene Schultern. Dann Team Tropicale mit TomTom auf der 36. Genau, Team Nero auf der 46 mit Rudolf von Rugglat. Gehen wir mal lieber in die Teamwertung rein, da ist es vielleicht interessanter. Continental Team Tropicale auf der 8. Team Lochenzahn auf der 9, dann Team Nero auf der 11, Team Gummibärchen auf der 16 nur und Team Skoda auf der 17, die sind jetzt auf den letzten Platz zurückgefallen. Und im Superprestige, da sind wir wahrscheinlich nicht Richtung Top 20 unterwegs.
So, Team Tropikale auf der 29, Loch im Zahn auf der 30, Team Nero auf der 31, 33, Team Gummibärchen und Team Skoda auf der 35. Also. Schon wieder ein Hund da, Nero. Nero. Ja, das ist die Freude, wenn man das Fenster aufmacht und draußen wieder ein Hund vorbeiläuft. Ja, Nero, alles ist gut. Alles gut, sonst kommst du wieder ins Fernsehen, wenn du so weitermachst. So, ach stimmt, wir wollten ja nochmal die Ergebnisse gleich anschauen der anderen Teams. Du bleibst jetzt erstmal hier, Nero. Schaut er mich ganz verständnislos an. Kann ich aber auch verstehen. So, die Wette für Team Nero war auf jeden Fall eine gute Wette. So viel kann man schon mal sagen. So, was ist bisher passiert? Servus Abdel. Die Österreich-Rundfahrt ist bislang passiert, die sich Team Nero in Form von Toni Abseiler gesichert hat. Gummibärchen hinter China Glory, das enttäuscht. Ja, mal schauen. Jetzt kommen ja noch einige Rennen. Und ich glaube, die Fahrer sind so viel stärker geworden, dass es jetzt Rundfahrtsiege hageln wird. Also bislang wirklich nur Österreich-Rundfahrt. Nero hat ein bisschen geknurrt, gebellt und gemacht. Jetzt hat er sich aber hingelegt und entspannt sich ein klein wenig und atmet mir den wenigen Sauerstoff weg, den ich hier sowieso in dieser Kammer habe. So, ach guck mal, die Tour Alsace ist. Grüße gehen raus an Lena. Die Tour Alsace, noch allseits bekannt. Da hat sich Benny damals, glaube ich, auch sehr gefreut. Ich weiß gar nicht, Jojo war auch jetzt schon länger nicht dabei. Wo ist Jojo? Was macht Jojo? Wir vermissen dich, Jojo. Genau, Bingo. Auch ein nices Team. Ich bin auch noch im Überlegen, welches Team könnte man jetzt mal so in die Runde werfen. Einfach nur mal so zum Brainstorming. Nach Bike Aid hatten wir Legion of Los Angeles. Mit denen würde ich eigentlich ganz gerne die fünfte und eine sechste Saison noch machen. Momentan habe ich da echt sehr, sehr großes, sehr große Lust drauf, um den Satz noch zu vollenden. Aber welches Team könnte man denn als nächstes nehmen, was so ein interessantes Konzept einfach auch hat? Ich meine, wir haben jetzt ja sehr darauf geachtet, auf generell amerikanische Fahrer. Nasoblasen. Ja. Ein japanisches Team wäre tatsächlich geil. Ich habe tatsächlich mal überlegt, ob ich den, ich glaube, Carlsen Verlag anschreibe, die mal einen. Es gibt einen japanischen Radsport-Manga und habe überlegt, ob man da vielleicht mal so eine Kooperation macht, aber habe ich dann irgendwie auch gelassen. Das kam mir ein bisschen affig vor. ProTouch oder Kubeka? Ja, Kubeka wäre natürlich nice. So, was Silvermeier von Team Nero im nächsten Monat fährt. Wir schauen ab August genau sowieso durch. Sind wir ja gleich angekommen, dann könnt ihr wieder eure Fahrer nennen. Genau, P&S hatte ich sowieso immer mal auf dem Zettel. Wäre halt auch ganz interessant, mal ein rein deutsches Team zu nehmen. Muss gestehen, dass ich mich ein bisschen in den afrikanischen Radsport verliebt habe und jetzt gerade mit Binyam Girmay geht es natürlich auch ordentlich steil. So, lebt Nick Ozin eigentlich noch? Der hat seit gefühlt 3 Monaten kein Rennen mehr gefahren. Da schauen wir doch mal. Nick Ozin ist doch bei uns im Team. Der macht immer nur Ozin. Mördergag. So, was macht denn Nick Ozin? Da ist er. Wir kennen ihn zumindest noch nicht von den Werten her. Fährt jetzt das Arctic Race of Norway ab dem 11.8. im August. Also immerhin da ist er mal 4 Tage im Sattel. Bislang hat er nur 10 Renntage gehabt, also da war noch nicht viel drin. Bei der Tour of Antalya aber immerhin starker 7. Das war auf jeden Fall ein gutes Rennen, aber auch so mit das Letzte, was man von ihm gesehen hat. Nur mit asiatischen Fahrern wäre eine Herausforderung. Ja, ich muss gestehen, so ein deutsches Team reizt mich persönlich auch gar nicht so sehr. Also asiatische Fahrer wäre nochmal nice. Weiß nicht genau, welches Team sich dafür so anbieten würde. Ja, Evo Pro hatte ich bei mir auch auf dem Zettel. Die haben auch ein geiles Trikot. Die waren auch in meinen Top 5 mit Legion of Los Angeles für die diesjährige oder diesmalige Karriere. Ampler Devo Team wäre auch eine Möglichkeit. Ja, auf jeden Fall schon mal ganz interessant. Also wie gesagt, Afrika, Asien, rein deutsch. Es ist okay, aber ich weiß es nicht. Die Geschichte ist halt irgendwie relativ schnell auserzählt.
Und wenn man natürlich sagt, okay, wir machen Afrika, hatten wir ja schon mit Bike Aid, wobei wir das nie so richtig nur auf Afrika bezogen haben, leider. Oder eben für den asiatischen Markt wäre auch super interessant. So, also, ihr könnt mir eure Fahrer und euer Team nennen und dann schaut der gute Weihnachtsmann, was denn im August so für ihn ansteht. So, da ist der in RIP. Da oben ist er, der Fun Bambus. Auch Arctic Race of Norway steht an. Für das Team Tropicale am Stissel. Oder Assad University. Das klingt aber irgendwie nach einem syrischen Team, muss ich gestehen. Raphael Remy Nero. Da schauen wir mal. Wenn ich zu oft Nero sage, irgendwann hört er nicht mehr auf seinen Namen. So, Raphael Remy fährt bei der Tour de Lermit ab dem 9.8. und bei der Dänemark-Rundfahrt. Auch sehr nice. So, der Hübi Horst ebenfalls bei Nero. Oh, gar kein Rennen. Was ist da los? Kein Bock oder? Ein Teamchef verkracht. Ah, okay. Der Hübi Horst hat schon 46 Renntage in den Beinen. Da gibt es vielleicht mal eine kleine Pause. So, Dankeschön, Franklin. Schön, dass du mit dabei warst. Vielleicht schaffst du es ja nochmal bis 22 Uhr dazu zu kommen. So, die Gummibärchen. Kevin Dorfschäfer fährt ebenfalls die Tour de la. Also richtig schöne Bergankünfte gibt es bei der Tour de la. Geile Rundfahrt. So, ja, jetzt kommen wir aber überhaupt nicht mehr hinterher. So, Max Power Haribo. So, macht mal kurz Pause, sonst schaffe ich das nicht. So, Max Power, der hat einen richtig vollen Rennkalender. Arctic Race of Norway, Dänemark Rundfahrt und die Deutschlandtour mit am Start. So, Silvermeier bei Team Nero. Wo ist der Schweizer? No, das sind ja zwei Schweizer. So, die europäischen Meisterschaften, auch Europameisterschaften genannt. Und die Dänemark Rundfahrt. Also, Silvermeier vertritt die Schweiz. Das ist doch auch schon mal cool. So, bin da mal weg. Schönes Vorsimulieren bis zum Rennen. Das Team kenne ich nicht. Kommt aus dem Iran. Ah, okay. Bisschen besser. Immerhin, aber auch nicht viel besser. So, Italia bei den Gummibärchen. Also, da bin ich ja schon. Eigentlich sollte der relativ leicht zu finden sein. Der Name, ein Kletterer, der beim Arctic Race of Norway mit dabei sein wird. Dann Kaninguru für Team Nero. So, habe ich das richtig gelesen gerade? Kaninguru für Team Nero. Bin ich blind? Stimmt das Team? Bin blind, oder? Ich sehe da keinen Kaninguru. Lol, Tropicale, okay. So, Kaninguru Schmidt ist das, oder? Oder gibt es da nicht noch einen anderen Kaninguru? So, also Kaninguru Schmidt auf jeden Fall auch mit dabei. Bei der Dänemark-Rundfahrt, ja, macht ja Sinn. Henrik Larsen-Solweg von Team Skoda. Ach, guck mal, Team Skoda meldet sich auch mal. So, wahrscheinlich bei der Norwegen-Rundfahrt und bei der Tour de Limousin, auch interessant. Skoda wieder mal mit einem Ausreißer. So, wie viele Renntage hat jetzt schon Thomassen? Warte, das schauen wir gleich mal nach. Wo war Thomassen nochmal? Bei Gummibären, oder? Der hat jetzt schon 36 Renntage, aber immer noch nicht so viele wie die 46, die wir eben schon mal gesehen haben. So, oben habe ich jetzt keinen mehr vergessen. Tropicale brauchen wir noch Colin Zimmermann. So, ich glaube, die Musik ist auch schon wieder weg. Starten wir nochmal neu durch mit der Musik. 14 Renntage für Colin Zimmermann und er macht die Saskatour und die Dänemark-Rundfahrt. Auch interessant, die Saskatour. Kenne ich nicht. So, hab doch gesagt, nach den Niederlagen bei den mongolischen Meisterschaften ist Karriere in Sicht ja absolut einfach verschwunden. Man kennt momentan den Aufenthalt.
Man weiß nicht, wo er ist. Ganz einfach. Man weiß einfach nicht, wo er ist. Viel, viel einfacher als das Wort jetzt auszusprechen. Der Turtle ist auf jeden Fall cool. Immer ein sehr, sehr nices Profil. Ja, da können wir ja mal sammeln, was für asiatische Teams vielleicht ganz interessant wären. So, dann schauen wir nochmal nach Chris Espenhornig bei Tropicale. Der ist ebenfalls bei den Europameisterschaften im Zeitfahren mit dabei und eben bei der Saska Tour in Tschechien. Und wir schauen nochmal bei Laurel rein. Der ist bei den Europameisterschaften mit am Start. So, Zimmermann, 2,18 Meter, 108 Kilo. Jan Göttlich lässt grüßen. So, oh, schade, Silf. Aber schön, dass du trotzdem mit dabei warst. Wir versuchen, dir die Daumen zu drücken bei den Europameisterschaften. Was anderes bleibt uns ja nicht übrig. Wird schon alles gut werden. Dann schauen wir nochmal ganz kurz auf die Ergebnisse, die jetzt rausgefahren wurden. Chronologisch. Österreich-Rundfahrt, okay, das kennen wir schon. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt drauf schauen. Da gab es anscheinend sonst kein Rennen im Juli für die meisten Teams außer der Österreich-Rundfahrt. Okay, wir können es auch einfach so lassen. Ja, das war eher übersichtlich. Auch für Team Skoda war es sehr übersichtlich bei der Österreich-Rundfahrt, wie man gerade gesehen hat. Und auch für das Team Tropicale gab es nicht so viel zu holen. Dritte Etappe mit Matthias Simon dort. Der Sieg oder halt ein russisches Team. Mich hat quasi wieder ignoriert. Mensch, da ist ja System dahinter. Der Shuggly Goat. Bei der Saska Tour, bei der Tour de l'Ain und bei den Europameisterschaften im Zeitfahren. Und was macht der Ninja? Der Ninja bei der Tour de l'Ain und bei der Deutschland Tour mit dabei. Habe ich das denn? Ach, okay. Ja, nach Batschmeier, ja. Stimmt. Einfach so mitten reingebatscht. So, ich habe schon mal gesagt, dass ich den Teamchef der Gummibärchen für meine Renneinteilung hasse. Aber wenn das nicht so wäre, dann wäre es auch kein Abonnententeam. Ich finde, ein Abonnententeam ohne Hass auf den eigenen Teamchef ist einfach dann nicht existent. So, also die Saska-Tour, da sind wir nicht am Start. Schade. Hätten wir noch machen können. Die Tour de l'Ain sind wir leider auch nicht mit dabei, aber beim Arctic Race of Norway und bei der Dänemark-Rundfahrt, da werden wir am Start sein. Hätte eigentlich lieber die Tour de l'Ain drin, von den Profilen her geiler, aber für unseren Fahrertyp natürlich nicht gut genug für Henry. Ja genau, also russisches Team wäre schon echt nice. Team Gazprom versuchen wir einfach wieder neu zu starten, ganz sympathisch. Gazprom Germania. Achso, wir müssen noch unsere Vertragspunkte neu vergeben, oder? Wir wollen ja zu Team Nero wechseln. Mal schauen, ob die uns haben wollen. Teamchef ist nur noch zu 79% zufrieden mit uns. So, da müssen wir unseren Vertrag nochmal aktualisieren. Team Nero. Achso, wir haben gar keinen Punkt mehr bekommen. Achso, weil jetzt schon August ist. Können wir jetzt hier schon verhandeln? Dürfen wir verhandeln? Je höher das Interesse, desto größer ist Ihre Chance, am Ende des Sommers, August bis September, ein konkretes Angebot zu erhalten. Okay, wir müssen jetzt einfach abwarten, oder? Wir haben kein Angebot. Von Tropicale haben wir aber auch noch nichts vorliegen, also müssen wir einfach warten. Ich habe schon lange kein Pro Cyclist mehr gespielt. Durchschnitt 69, das freut uns doch. Zumindest das freut uns. So, die Tour de l'Ain würde ich mir gerne einfach so anschauen. Ich habe ja schon mal gesagt, ich wünsche mir den Spectator-Modus. Den wünsche ich mir aber überall. Beim Biathlon habe ich mir auch den Spectator-Modus gewünscht für den Multiplayer. So, die Saska-Tour geht in die zweite Etappe. Da schauen wir uns dann gleich die finalen Ergebnisse an. Jetzt hat Nero sich ausgekrantelt und liegt einfach nur und schläft auf dem Boden. Er könnte so schön da an diesem Sessel schlafen, sich zusammenrollen, aber nein, hat er natürlich wieder keinen Bock. Kommt schon, Leute, ich habe mega Bock. Weiter geht's. Ich will Renn-Action haben.
Dieses Durchsimulieren nervt auch echt. Kann ich immer nur wieder sagen, wer das erfunden hat, dass das nicht im Hintergrund irgendwie schneller durchlaufen kann. Weiß ich nicht. Ineos weniger Geld, auch nicht schlecht. Ja, ist ja auch realistisch. Also hat Ineos ja generell auch gesagt, dass es eine Budgetkürzung gibt. Deswegen ist ja auch in der Schwebe, ob nicht einige Spitzenfahrer weggehen, wie Carapaz und so weiter. Richie Porte wird die Karriere beenden. Carapaz steht wohl zur Disposition und man hat jetzt mit Thymen Arendsman ja schon einen jungen Fahrer geholt, der wahrscheinlich aber ein bisschen weniger bekommt als einige der momentanen Spitzenfahrer. Deswegen, da ist das Spiel doch sehr realistisch mit am Start. So, Team DSM will höher hinaus, das ist auch schon mal sehr gut. Budget von Bahrain Victorious gekürzt, das kann ich mir nicht vorstellen. Und Bora Hansgrohe bekommt ein interessantes Budget. Was auch immer das bedeutet. Tom Dumoulin verlängert. Stanek Stuba verlängert. Und wir würden jetzt gerne auch mal wieder mitspielen. Arctic Race of Norway kommt in 2 Tagen. So lange haben wir jetzt noch Zeit. Und dann geht es erstmal wieder in die Ergebnisse rein. Schauen wir uns das etappenweise an. So viele Rennen waren es jetzt ja nicht, die in Frage kamen für die anderen Teams. Aber diese Bergankünfte, die haben schon richtig Laune gemacht. Und das über so eine Tour de France, 3 Wochen, das wäre schon extrem geil. Und dann auch mit einem Henry Ulig, der vielleicht ein bisschen, ja, einsatzfähiger ist. Und jetzt hoffe ich vor allem, dass ein bisschen durchgewechselt wird, dass einige, die bislang noch nicht so zum Zug kamen. Genau, also habe ich irgendwo bei Twitter oder so gelesen, dass Ineos das Budget reduziert und dadurch sicherlich auch in der Breite einige von den Klassementsfahrer zum Beispiel weggehen werden. Sie haben ja viele junge Fahrer, vielleicht drehen sie ja auch mal ein bisschen um. Ineos immer dafür bekannt, gute Rundfahrer zu haben und jetzt aber im Frühjahr auch extrem stark gewesen. Was AI Lofoten, Artificial Intelligence, Lofoten. So, mit am Start Gudmundur Gudmundsson, Rip van Bambus, Biniam Trivelato endlich mal wieder mit dabei. Ihr habt mir schon Sorgen gemacht. Marcel Matzefummel natürlich, Nick Osin mit dabei und Holm Hansen. Jetzt geht's erst nochmal in den Ergebnisticker rein. Die Tour de l'Ain, aber vorher war doch die Tour auf Saska. Da haben wir es. Also, es ging los mit einem Teamzeitfahren, wo Team Tropicale sich gleich mal auf den 2. Platz geschossen hat. Team Skoda auch ganz ordentlich mit dabei. Das war es aber auch. Also Team Skoda und Team Tropicale sind hier mit am Start. 2. Etappe, 178 Kilometer. Ronald McDonald auf der 2 hinter Marco Haller. Paulo Sprinter, Akono Kreuzer auch noch in den Top 6 mit dabei. Also ganz, ganz starkes Sprintteam von Team Skoda. Respekt. So, Entschuldigung, kurz mal was nachgeschaut. Da war allerdings jetzt nichts von den anderen Teams zu sehen. Die 3. Etappe geht dann an Akono Kreuzer, der sich vor Paulo Sprinter durchsetzt. Also Doppelsieg für Team Skoda. Der Nigerianer mit dem Sieg. 4. Etappe. Holt sich dann Jonas Koch vor Marco Haller und Simba van der Merwe. Da Colin Zimmermann noch vorne und dann aber relativ große Abstände nach hinten. Das wird also nicht der Gesamtsieg leider werden. Da hatte ich jetzt schon gehofft, dass Akono Kreuzer das durchziehen kann. Wir kennen seine Werte leider noch nicht, aber sieht mir auf jeden Fall nach einem guten Sprinter aus. Colin Zimmermann insgesamt auf der 4. Starke Leistung. Dafür, dass er ja eigentlich auch Zeitfahrer ist, hat er das richtig gut gemacht. 4. Platz für Colin. Nicer Dicer. Punktewertung geht an Marco Haller. Bergwertung an Felix Gall. Robert Sportunowski auf der 2 in der Bergwertung. Matthäus Schneck auf der 3. Unter 25 Wertung. Also da holt sich Colin das weiße Trikot. Und das beste Team war Bora. Team Skoda auf der 3 und Tropicale auf der 6. Und dann gehen wir zur spannenden Tour de l'Ain. 1. Etappe eher was für die Sprinter, da werden wahrscheinlich nicht viele dabei gewesen sein, deswegen holt sich auch Gonzalo Serrano Schinken dort den Sieg. Da war auch wenig zu sehen von den Abonnenten.
wäre es alles mit dabei. Die Gummibärenbande, Team Nero und Team Tropicale. Also Platz 61 für Finn Holzi, Mike Hawk auf der 36 und Lars Rino da vorne mit am Start. Zweite Etappe dann natürlich schon deutlich bergiger, hügeliger. Da holt sich Kevin Dorfschäfer den Sieg. Ja, nice. Also endlich in Form Kevin Dorfschäfer. Seine Werte kennen wir noch nicht, aber das löst doch bestimmt Jubelarien aus. Dann haben wir Johann Drucker auf der 6, Ramon Batschmeier auf der 11 und TomTom auf der 12. Dritte Etappe, da fällt die Entscheidung in der Gesamtwertung. Da holt sich Matteo Badilatti den Sieg vor Damiano Caruso, den es tatsächlich immer noch gibt. 34 Jahre. Schade, dass er den Giro nicht fährt dieses Jahr. Deswegen habe ich das gerade so formuliert. Wäre schön, wenn er mit am Start wäre. So, Mike Hawk auf der 3, Schmusepuckel auf der 4, der Schöckli Goat auf der 7. Also richtig gutes Ergebnis. Doch, da ist er doch. Dann schauen wir mal, Johann Drucker auf der 11, Toni Abseiler auch wieder mit dabei auf der 13 und Kevin Dorfschäfer leider nur auf der 17 in der Gesamtwertung. Dann der dritte Platz für Kevin Dorfschäfer, Damiano Caruso holt sich das Ding. Johann Drucker auf der 5, der Schöckli Goat auf der 7 und der Schmusepuckel immerhin noch auf dem 10. Platz. Also das läuft, die Punkte fließen langsam rein. Ich denke mal, dass es kontinental immer mehr nach oben geht. Für ganz vorne wird es nicht reichen, aber ich glaube, ein Jahr Continental Pro, das sollte uns auch noch ganz gut tun. So, dann gehen wir rein ins Arctic Race of Norway. Ich habe wieder Bock auf ein bisschen Renn-Action. Nicht nur Ergebnisse vorlesen, sondern selber auch in 3D mal was sehen. Habe ich gehört, soll ganz nett sein. Deswegen war ich auch nie Freund früher beim Fußball von der Radiokonferenz. Mein Papa hat immer gesagt, Radiokonferenz ist viel besser, als das auf Premiere oder auf Sky zu schauen. Da kommen einfach viel mehr Emotionen rüber, aber weiß nicht, konnte dem noch nie was abgewinnen, einfach nur irgendwie radiomäßig was zu haben. Ja, jetzt kommt Kevin Dorfschäfer langsam richtig in Form. Und jetzt schauen wir mal in Norwegen, da erinnere ich mich noch an breite Straßen und sehr kurvige Profile, die für die Ausreißergruppe eigentlich ganz gut gemacht waren. So, wir sollen auch gleich mal in die Ausreißergruppe gehen, das ist doch ganz interessant. Wir schlängeln uns mal durch und attackieren einfach gleich mal zusammen mit Jemsetter und schauen dann mal, wer denn mit dabei ist. Jonas Vingegaard ist mit dabei, Egan Bernal. Für Team Nero ist Van Rugglat, Hans Dandolo mit dabei. Grunefeld, Jakob Kiplimo, Robin Dresbach, der Finny, das ja, ehemalige Geburtstagskind. Und Henry Uhligen ist auch mit dabei. Sehr, sehr nice. Dann schauen wir mal weiter. Matze Fummel, Gudmundsen, Hansen, Osin Trevelato und Van Bambus, haben wir vorhin schon gesagt. Für Team Lochemzahn. Ah ne, Team Skoda haben wir ja auch noch. Da haben wir Sedek mit dabei. Da sehen wir jetzt leider sein Trikot nicht. Also Sedek, Flüksche, Frenke, Hippo, Larsen Solvik, Molus Manus und Paul Pixel. Team Lochemzahn mit Eddie von Schleck, mit Bö, mit Kaninguru, mit Matty the Eagle, Radelson, Richie Rage und Carsten Seifert und Team Gummibärchen mit Kapitän Christian Gebhardt. Den haben wir auch noch nicht so häufig gesehen. Coraggio, Italia, die Oslis Lok, Max Power, Andy Schmidt und Virtanen hatten wir auch noch so gut wie gar nicht mit am Start. Jetzt noch mal schauen, ob das reicht mit dem Vorsprung, den wir uns hier gerade rausfahren. Wir drehen das Ding mal. Das Hauptfeld da jetzt richtig brutal hinterher fährt. Paul Pixel versucht noch mit in die Gruppe zu kommen. Versuchen den Vorsprung auch wirklich mal rauszufahren, wenn die Lücke da ist. Hinten hat Mikkel ja jetzt nochmal versucht zu attackieren, aber kommt nicht so richtig weg, bringt aber das komplette Hauptfeld mit. 27 Sekunden der Vorsprung, 33 Sekunden. Jetzt, wenn die hinten ein bisschen stillhalten, könnte es vielleicht was werden. Also zusammen mit Paul Pixel. Schauen wir mal, ein paar Kilometer haben wir schon mal gesammelt. Jetzt wird der Vorsprung größer. Jemsetter sagt, fahrt halt mal vorbei. Ich habe schon daran gesprochen. Diese Kurven beim Arctic Race of Norway sind immer kriminell. Das hat mich schon immer kirre gemacht, dass hier keine Straße auch mal 5 Meter lang gerade sein kann. So, wir nehmen mal ein bisschen raus, lassen die anderen ein bisschen arbeiten. Vorsprung bei 58 Sekunden. Sieht eigentlich erstmal ganz gut aus. Jo, das läuft. Ausreißergruppe für Henry Uhlig. Berge der zweiten Kategorie kommen gleich.
Dreh noch mal ein bisschen runter. Und wie gesagt, Ausreißergruppen haben hier Hochkonjunktur, eben weil das Ganze so kurvig ist. Da nehmen die Fahrer immer mal wieder ein bisschen Tempo raus. Kennt man ja auch gerade bei der Vuelta a Catalunya, da passiert das auch häufig auf bestimmten Etappen. So, jetzt dürfen wir nicht verpassen, wenn dann gleich die Sprintwertung und die Bergwertung kommen. So, Vorsprung jetzt schon auf 6,5 Minuten. Das geht schon sehr, sehr schnell. Und viel vor allem, 7,32. Okay, jetzt wird hinten ein bisschen Tempo gemacht. So, wir holen uns mal ein Wasser. So, servus Holzi. Komme gerade aus der Schule. Eieieiei. Was gab es in der Schule noch alles so lang zu machen? Schon ein bisschen was verpasst. Aber jetzt nichts, was man sich nicht nochmal anschauen könnte. Also Österreich-Rundfahrt, zwei Bergankünfte mit spannenden Rennausgängen. Ansonsten machen wir sowieso gleich nochmal die Ergebnisübersichten dann, wenn wir noch ein paar Rennen mehr gefahren haben. So, Henry geht mal los. Das sollte eigentlich easy klappen gegen Paul Pixel und so weiter. Super, super Energie gespart. Mir ist sowieso die Bergwertung wichtiger. Auch nice. Den letzten Meter noch verkackt. So, servus an Kevin. Und servus an Jojo. Wir haben eben schon die Vermisstenmeldung rausgegeben für dich, Jojo. So, endlich auch daheim, pünktlich zum Deutschlandspiel. Ach stimmt, Eishockey. So, und Dankeschön fürs Folgen, Marvin. Schön, dass du da bist, Marvin23. Auch ein Pro-Cycling-Manager-Fan anscheinend. So, die Bergpunkte, die wollen wir uns unbedingt holen. Die Sprintwertung war jetzt nicht ganz so wichtig. Wann kommt die Attacke der Kollegen? Jetzt kommt sie. Versuchen wir mal ans Hinterrad zu gehen von Paul, aber das wird eher schwierig. Vielleicht mit der 99 jetzt nochmal dran vorbei. Wird immerhin der zweite Platz. Da müssen wir uns später nochmal ein klein wenig gesund stoßen. So genau, Holzi auf jeden Fall mit einer guten Performance. So viel sei schon mal verraten in der Österreich-Rundfahrt. Sehr, sehr stark am Berg. So, Ninja ist leider raus. Noch einen schönen Abend wünschen wir dir auch. Also ich zumindest, ich weiß nicht, die anderen bestimmt auch. So, genau. Und Kevin Dorfschäfer, eine Etappe bei der Tour de l'Air gewonnen, gesamt Dritter geworden. Genau, Jojo hat Franklin kurz bei seinem Auslandssemester besucht, deswegen heute etwas später. Ging die Mail nicht an dich raus? Nee, ich war nicht im Verteiler. Ich vermisse aber solche Sätze auch nicht mehr. Wie kannst du mich da in CC setzen? Das sind so typische Berufssätze, wo ich echt Ausschlag bekomme. Warum hast du mich da nicht in CC gesetzt? Ja, kannst du das bitte machen beim nächsten Mal? Michael, bitte? Puh, oh, das wird hier richtig heiß gerade in der Kiste. Stream im Sommer ist immer Next Level. Gerade extra frisch geduscht für den Stream und dann sowas. Ja, in CC setzen, ja, keine Ahnung, ist auf jeden Fall so The Office. So, willst sicher das Deutschlandspiel sehen, kann ich verstehen. Kevin wirbt jetzt die Leute ab. Wie viel kriegst du dafür, Kevin? Dafür die Leute abzuwerben für Eishockey? Ein neues, schönes Trikot für die Wand. Genau, ich setze sie nicht in CC, ich setze sie auf 0. Auch beruflich. Ich bin Auftragskiller. Wie schiebe ich die Tastatur mit meinen schwitzigen Händen hier auch immer weiter weg? So, komm schon, Henry, hol dir Bergtrikot und vergiss einfach Artikel. So, let's go. Paul Pixel, Jemsetter und Henry Ulig betteln sich jetzt um die nächsten Punkte. So, servus an Gorilla, Silberrücken. Richie Rage hier auch mit am Start bei der Rundfahrt. Also da kommst du genau rechtzeitig mit dazu. Wir fahren mal Richtung Spitze. Ein Kilometer noch. Gehen mal wieder bei Paul Pixel hinten mit dran. Das scheint ein bisschen steiler zu sein. Jetzt versuchen wir da nochmal rumzukommen mit Beschleunigung 8000.
Komm schon, Henry. Ach komm, wieder nur Zweiter. Schade. Also hat ihm wieder nicht gereicht, um sich hier die Punkte zu holen. Müssen wir jetzt mal warten auf die Wertung, bis das Hauptfeld hinten durch ist. Also 4 Punkte Rückstand auf Paul Pixel. Weiß nicht, ob wir den nächsten Berg der zweiten Kategorie noch erleben. Der ist relativ dicht vom Ziel bei Kilometer 161. Sind also da noch 19 Kilometer. So, hab montags immer so lange Schule und danach eigentlich noch Training. Alter Schwede, aber auch ein straffer Zeitplan. So, heute beim Zahnarzt. Ich sitze noch im Wartezimmer und höre am Empfang nur ein paar junge Mitarbeiterinnen über eine Kollegin lästern, weil die wohl eine falsche Maske trägt. Als ich aus dem Wartezimmer gebeten werde, laufe ich an denen vorbei und deren Blick war legendär. Lass das jetzt mal so stehen. Hat jetzt aber schon eine Hose an, oder? War das sexuelle Belästigung oder ging es um eine Maske? Warte, vielleicht muss ich mir nochmal durchlesen. Wenn ich mir sowas im Stream durchlese, funktioniert mein Hirn immer nur so halb. Also nicht, dass es sonst besser funktionieren würde. Die attackieren da jetzt gerade nochmal. Sind die sich einig dann da vorne oder ziehen die jetzt durch? Ich glaube nämlich schon und das wird eh nichts werden. Bevor wir uns da jetzt aufreiben in der Nachführarbeit. So, weh, jetzt kommt ein Sound Alert. Im Vorbeigehen noch zwinkern. Zwinkern kommt immer gut. So, mal schauen. Also die holen sich jetzt wahrscheinlich die Sprintpunkte und die Bergpunkte auf jeden Fall, wenn das Hauptfeld jetzt nicht endlich mal kommt. Wir reihen uns mal ein, konzentrieren uns auf uns selber. Inzwischen sind wir ja ein ganz ordentlicher Sprinter und wir können natürlich auch noch mal ein bisschen loopen. Haben wir jetzt nicht gemacht, weil wir ja vorne mit dabei waren. Konkurrenz hier ist richtig stark und man sieht schon gleich, die Abonnententeams fahren nicht mehr so weit vorne. Das spricht immer dafür, dass die Konkurrenz hier einfach deutlich stärker ist. Der Satz klang auch zum Start besser. So, jetzt erwische ich immer Kaninguru. So, Christian Gebhardt ist ja hier auch mit dabei. Max Power haben wir mit am Start. Jetzt sind es noch 22 Kilometer. Henry hängt hier vorne mit drin. 3 Kilometer noch. Die Bergpunkte werden die sich, glaube ich, noch sichern. Schade. Also kein Bergtrikot für Henry. Versuch's mal mit aktiver Führungsarbeit. Nee. Die Gruppe kommt eh nicht durch, egal was wir da machen. Da haben wir eigentlich keine Chance. Versuchen jetzt hier mal so gut wie möglich rüberzukommen. Und hoffen mal, dass da vorne... Ja, okay, aber wir können leider uns die Bergpunkte nicht sichern. Da jetzt noch eine Attacke rauszusetzen, wäre auch sinnlos gewesen. So, Tempo wird deutlich höher. Versuchen da keine Lücke reißen zu lassen. Sprinten da mal ein bisschen mit. So, sind da vorne jetzt dran, hinter uns eine kleine Lücke gerissen, aber wirklich nur minimal. Okay, jetzt verlieren wir gerade so ein bisschen den Touch, aber das wird alles wieder zusammenlaufen. So, bin auch kein Cycling Manager-Fan, aber Radsport-Fan und früher selber gemacht. Sehr, sehr nice. Genau, unser Roboter auf Discord heißt ja auch Marvin, wegen dem Roboter aus Per Anhalter durch die Galaxis. Deswegen hat Nightwheel das gerade auch so schön formuliert. Wir freuen uns natürlich, dass du da bist. So, vorne eine kleine Gruppe weggegangen von 9 Fahrern und keiner reagiert hier hinten so richtig. Bisschen merkwürdig. Da gehen die nächsten weg. Irgendwie fährt hier hinten gar keiner mehr. Welche Gruppe ist da vorne weggegangen? Ich würde gerne mal schauen. Da haben wir Egan Bernal. Okay. Sehr strange, dass ich da so eine Gruppe jetzt absetzen darf. Aber eigentlich würde ich die anderen hier lieber fahren lassen. So, mal schauen. Findet sich jetzt hier noch jemand, der ein bisschen Nachführarbeit macht?
Zumindest die zweite Gruppe sollte da wieder aufgefahren werden. So, habe eben noch Chor gehabt, dafür kriege ich ernsthaft Noten, weil wir einen Differenzierungskurs wählen mussten und ich habe Musik genommen. Eieiei, Chor ist aber auch schon sehr, sehr tough. So, wir halten mal die Position. Energiegel wird genommen. Schlängeln uns mal ein bisschen durch. Kommt hier jetzt nochmal irgendwas aus dieser Gruppe raus? Weil ansonsten wird das jetzt keine sensationelle Platzierung werden. Die ballern da vorne richtig rein. Und jetzt wird es auch langsam schwierig mit dem Sprinten. So, letzter Kilometer. Sehr, sehr schnelles Finale. Wahnsinn. So, mal schauen, was da noch geht für Henry. Wird keine Top-Platzierung, aber wir verlieren zumindest mal keine Zeit und sind hier bei den Spitzenfahrern mit dabei. Christian Gebhardt ist da vorne, aber ganz, ganz weit vorne. Das wird ein Herzschlagfinale. Wer ist sonst noch mit dabei? Gerben Theissen noch mit dabei. Mal schauen, Vingegaard. Wer holt sich den Sieg? Boah, Christian Gebhardt ganz, ganz knapp geschlagen und trotzdem nur Fünfter. Herzschlagfinale. Genau, auserkoren. Aber stark. Christian Gebhardt auf der 5. Wir haben Matty the Eagle auf der 19 und Carsten Seifert auf der 20. Bin das einzig männliche Mitglied im Chor, dann ist alles schon wieder gut. So ist das. So habe ich das bei American Pie gelernt. So macht man das. Da lernt man die Liebe seines Lebens kennen. Zumindest im ersten Teil. Ich glaube, die sind aber sogar noch länger zusammen. So, da sehen wir nochmal Christian Gebhardt. Knapp im Sprint geschlagen. Sorry, habe ich irgendwas... ist das Spiel online? Nee, das Spiel ist nicht online. Das nennt sich quasi Abonnententeam. Die Leute konnten quasi einen Fahrer selber kreieren und ich spiele jetzt quasi mit dieser Datenbank aus den Fahrern. Und dann entsteht eben sowas wie Christian Gebhardt seit 5, 6, 7 Jahren stetiger Zuschauer, der dann hier seinen Fahrer mit eingebracht hat und jetzt ist er quasi beim Team Gummibärchen mit dabei und wir moderieren das einfach so ein bisschen durch und es macht auch total Spaß, sich da gegenseitig im Team anzufeuern. So, Gesamtwertung, alles noch eng zusammen, Henry Ulig sogar auf der 8 mit ein paar Bonussekunden, die er sich da geholt hat. Bergwertung, der zweite Platz. Vielleicht geht ja noch mal was in den kommenden Tagen Richtung Ausreißergruppe. Bist du dann der Hahn im Korb? Sehr, sehr nice. So, Mike Theissen holt sich den Sprint. Auf jeden Fall ist der Chef zufrieden. 5 Punkte für 145 Kilometer in der Ausreißergruppe. Hat ja auch gesoffen, der Chef. Gönnjamin Glückspilz. Christian Gebhardt, der dafür gesorgt hat, dass es auf dem Server endlich aktiver wird. So schaut's aus. So, die Gummibärenbande. Ach guck mal, das ist ja ein sehr schönes, flaches Profil. Weiß nicht, ob wir da unbedingt in die Gruppe gehen müssen. Da würde ich gerne mal in den Schlusssprint mit reinhalten mit Henry. So, wenn man das über Steam spielt, wie ich es tue, ist es quasi online. Ja, und es gibt natürlich auch einen Online-Modus. Man kann das auch gegeneinander mit anderen spielen. So, sorry, musste noch kurz das Tennis-Elbow-Match fertig spielen. Ja, nice. Hätte ich auch eigentlich Bock drauf. Wir können ja morgen mal so ein bisschen Vergleich machen. Also einfach mal, wir schauen uns den Tennis-Manager an, den neuen, den 22er, und gehen danach mal in den Tennis-Elbow-Manager rein, der einfach von der 3D-Grafik, von der Spiel-Engine viel, viel realistischer und geiler ist. Zumindest beim 21er. Was ich aber jetzt so vom 22er gesehen habe, scheinen die gerade daran sehr gearbeitet zu haben. So, Paul Pixel geht gleich wieder mit. Ach guck mal, selbst Henry Ulligan geht mal mit. Also Henry Ulig and the real Henry Ulligan. Wäre natürlich nice, beide mal in der Gruppe zu haben. Tennis Elbow Manager, einfach so ein geiles Spiel. Wenn das mal weitergemacht worden wäre, weit noch weiterentwickelt, auch Tennis Elbow 4 wäre, also Manager 4 wäre ja nice gewesen. Aber so richtig wurde der Management-Part halt auch nicht mitentwickelt. So, machen die hinten nach für Arbeit. Da ist Luis Leon Sanchez.
Ausreißergruppe sieht schon mal ganz gut aus. Also, der wahre Henry Hooligan. Henry Ulig mit dabei, Paul Pixel wieder mit dabei. Und Danny hat gerade geschrieben, Achter bei der Mont Ventoux Challenge ist er geworden. Gerade in die YouTube-Kommentare reingeballert. Ich weiß nicht, wie viele Folgen er zurückhängt. Aber auf jeden Fall Grüße an dich, Danny. Wie weit ist denn Anstoß jetzt eigentlich? Ja, zieht sich halt. Ich habe ja irgendwie ordentlich investiert über Kickstarter in das Spiel und werde auch eine frühe Version bekommen. Ich habe es jetzt gar nicht mehr genau verfolgt. Die haben ja das Studio nochmal gewechselt, weil das nicht so richtig gut funktioniert hat. Aber müsste ich mir nochmal anschauen, wie weit Anstoß jetzt ist. Auf jeden Fall, We Are Football hat mir nicht mehr so zugesagt, habe da auch nochmal reingeschaut. Aber dann machen wir morgen nämlich lieber mit dem Football Manager weiter und mit Montpellier. Da habe ich mehr Bock drauf. Genau, könnte man auch mal einen Stream machen. Wie gesagt, Tennis Elbow Manager, total geil. Und gerade zum Zuschauen gemeinsam mitfiebern bei irgendwelchen Ballwechseln mit Tommy Haas, das können wir echt nochmal machen. Tommy Haas sollte... Ach, scheiße. Weiß nicht, ob Tommy Haas überhaupt noch existiert, mein Speicherstand. Also ich könnte auch mal ein bisschen runtergehen vom Tempo her. So, heute gibt es nur ein paar Sprintwertungen. Da können wir ja trotzdem mal kurz reinhalten. Boah, sogar noch bergauf. Stand aber nicht in meinem Vertrag. So, Paul Pixel kommt da noch vorbei. Nee, kommt da nicht. Also Sprintpunkte gehen an Henry Ulig, der sich jetzt schon 8 gesichert hat. Der absolute Wahnsinn. Also Tennis Elbow Manager habe ich mich immer total dran festgesuchtet. Jetzt nicht wegen dem Management-Part, der ist halt so, ja, ganz nice. Aber es macht so viel Spaß, dazu zu schauen, weil man echt das Gefühl hat, man schaut ein relativ realistisches Match. Jetzt bis auf das Netzspiel vielleicht. Das Netzspiel war auch da noch ein bisschen suboptimal. Aber trotzdem sehr, sehr nice alles gewesen. So, dann gehen wir hier ein bisschen schneller durch. So spannend, prickelnd ist das Profil ja nicht. 6 Minuten wieder der Vorsprung. Wir haben Paul Pixel aus Team Skoda, glaube ich, oder? Sieht zumindest so Skoda-ich aus. Stocke kommt da ein bisschen ins Stocken. Und dann der wahre Henry Ulig gegen den Fake-Henry, den ich ja steuere. So, gibt es viele Tennisfans eigentlich bei uns in der Community, die jetzt außer Radsport, Fußball auch gerne Tennis schauen? Bin ja ein großer Tennis-Fan, aber momentan fehlt mir halt so ein bisschen derjenige, dem ich die Daumen drücke. So wie früher Tommy Haas war halt absolutes Idol für mich. Sabine Lisicki habe ich auch immer brutal mitgefiebert, wo ich mich heute frage, warum eigentlich. Aber mit Sascha Zverev kann ich mich aus gewissen Gründen nicht mehr so richtig identifizieren. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Gerade einmal die Lücke wieder zufahren. Toll, attackieren die gleich wieder weg. Okay, dann machen wir halt mal ein bisschen Führungsarbeit mit. Dann kommen die Attacken wahrscheinlich auch nicht so regelmäßig. So, Djokovic macht es gerade echt kaputt. Genau, Ulig ja auch stark in Ungarn gewesen. Da haben wir am Anfang kurz drüber gesprochen. Einmal in die Top 10 gesprintet. Sehr, sehr nice. Das beste Karriereergebnis bislang auf dem hohen Niveau. Und wenn man sieht, gegen Fabio Jakobsen und Co., das ist natürlich schon auch mal ein Fingerzeig. Auch für zukünftige Verträge und so weiter. Da kann man schon echt stolz drauf sein. So, French Toast oder French Fries lösen in mir Hype-Gefühle aus. So, French Open Hype. Ja, auf jeden Fall bin ich auch sehr, sehr gehypt. Carlos Alcaraz, Djokovic, Zverev, Tsitsipas. Muss man ja alle irgendwie so ein bisschen auf dem Zettel haben. Natürlich auch Rafael Nadal, wobei ich glaube, die French Open sind das physischste Turnier. Deswegen glaube ich, dass wenn Nadal da nicht fit reingeht, dann wird es auch nichts werden. Aber es ist Nadal. Also man weiß nie, was der nicht doch wieder aus dem Hut zaubert. So stark, wie der am Anfang der Saison die Australian Open geholt hat und ungeschlagen war. Warum soll der nicht auf einmal doch wieder alles dominieren? Zverev glaube ich nicht dran, dass er die French Open gewinnt. Bin ich ganz ehrlich. So, habe immer David Brinusil die Daumen gedrückt, weil der aus der Nähe von mir kam. Ja, David Brinusil kenne ich auch noch.
auch immer so einer, der im Davis Cup mit am Start war. Versuchen wir hier gerade mal ein bisschen Energie zu sparen, weil die Punkte bringen uns eh nichts. 32 Kilometer noch. So, setzen gleich die nächste Attacke rein. Ziehen einfach gnadenlos durch. David Prinosil, auch geiler Spieler gewesen. Jetzt nie in der absoluten Weltspitze angekommen, aber immer mal wichtig, glaube ich, auch im Doppel, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. So, Tennis ist nicht so meins. Hin und wieder gucke ich mal. Eishockey ist jetzt auch nicht so meins. Ja, bei Eishockey bin ich auch nicht so mit dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Motor, Radsport, Motorsport und Wintersport, ja. Da bin ich beim Radsport auf jeden Fall dabei. Motorsport eigentlich nur Formel 1 ab und zu. Und Wintersport auch sehr geringfügig, muss ich ganz ehrlich sagen. Giro am Sonntag, jo, habe ich gesehen. Hab's aus der Konserve mir angeschaut. Hab mein Handy ausgemacht, als wir noch unten an der Isar waren, um auch ja nichts mitzubekommen. Ich wusste also auch gar nicht, wie Schalke gespielt hat zum Beispiel. Einfach nur, weil ich nach Hause kommen wollte und auf GCN kann man sich immer die den Livestream nochmal komplett anschauen. Und dann habe ich mir die letzten, ja, ich habe immer so ein bisschen vorgespult. So zum Start eingestiegen und dann so die letzte Dreiviertelstunde habe ich mir komplett angeschaut. Und bin sehr zufrieden damit. Also von den Top 5 habe ich auch 5 Fahrer bei mir im Tippspiel. Da bin ich ganz glücklich. Mikkel Landa noch auf der Bank, aber das schaut ganz gut aus. Und vor allem bin ich sehr froh, dass Jai Hindley der stärkste Bora-Fahrer ist. Da hatte ich ein bisschen Sorgen, dass Wilco Keldermann vielleicht nicht doch der Kapitän wird. Genau, war ein guter Doppelspieler. Bestes Ranking war mal circa Platz 25, genau. Ja, so habe ich es auch noch in Erinnerung gehabt. So, mal schauen, was machen die hier? 15 Kilometer sind es noch. Hauptfeld 44 Sekunden dahinter. Die werden jetzt, denke ich mal, ohnehin hier ordentlich reinballern. Was machen die hier vorne? Da kommt nochmal die Attacke. Da hängen wir uns nochmal an Henry Uhligen dran. Versuchen wir uns die Lücke nochmal schließen. Genau, Bora insgesamt sehr, sehr stark. So, komm schon, Henry, fahr mal. Fahr für dich selber. Okay, das wird nix. Da lässt er dann jetzt auch gut sein. Wir lassen auch mal gut sein, um unsere gute Platzierung in der Gesamtwertung auch nicht zu verlieren. 11 Kilometer sind es noch. Hängen uns hier mal mit rein. Schauen, ob wir das noch schaffen, ins Ziel zu kommen. So, jetzt muss ich einmal kurz schauen. So. Guter Doppelspieler, genau. Krasse Etappe, Tesfazion, auch nice, wie er in der Ausreißergruppe war. Lange. Mit Diego Rosa war es ja, glaube ich, der da so lange vorne weg ist. Hindley war jetzt sicherlich nicht der Stärkste, aber er hat halt Glück gehabt, dass ihn Almeida immer wieder rangefahren hat. So, leider ist das Wasser jetzt auch noch leer. 6 Kilometer. Gelber Balken sieht aber noch ganz okay aus. Sind wir ein bisschen eingeklemmt. Macht nichts. Machen wir Stromlinienform und durchschlängeln. Energiegel. So, mal gucken, wie weit wir damit jetzt noch kommen. Wir schauen uns mal kurz das Finale an. Ja, ist relativ kurvig. Wird uns wahrscheinlich trotzdem nicht gut genug gehen, um da im Sprint jetzt ganz vorne reinzuhalten. So, 2 Kilometer noch. Nehmen die hier Tempo raus. Nicht so wirklich. Jetzt hier nochmal Schwung mitnehmen. Der rote Balken wird schon angekratzt bei Henry. Und dann wird das wahrscheinlich nichts mit der Superplatzierung, aber ein gutes Ergebnis für Henry Uhlig. Der Sieg geht an Bonifacio vor Phil Bauhaus. Und die anderen Abonnenten jetzt nicht so stark dieses Mal. Carsten Seifert sprintet noch in die Top 10. Henry geht da auf den letzten Metern die Körner weg. Guter 16. Platz für Henry Uhlig. Aber in der Gesamtwertung hat sich da auch erstmal nicht so viel verändert. So, Bora sehr stark. Genau, habe ich das gerade gehört, dass Henry bei der Ungarn-Rundfahrt eine Etappe gewonnen hat. Nee, eine Etappe hat er nicht gewonnen. Er ist in die Top 10 einmal reingefahren. Habe ich gesagt, dass er was gewonnen hat? Nee, also Top 10. Auf einer Etappe, was auch nicht wirklich geplant war, dass er da vorne in den Sprint richtig mit reinhält, sondern eher als Anfahrer ja eigentlich gedacht. So, servus Pascal.
Stream ist an, Essen im Ofen. Besser so als andersrum. Stream ist im Ofen, Essen ist an. Weiß nicht, wäre auch gut. Aber wie gesagt, klingt auf jeden Fall richtiger so. Also Marco Brenner wird ja immer genannt, der momentan bei DSM unter Vertrag ist, als einer, der das sicherlich mal machen kann, aber der braucht sicherlich auch noch die von dir genannten mindestens 5 Jahre, vielleicht ein bisschen weniger. Hängt jetzt aber sehr davon ab, wie er sich jetzt eben auch entwickelt. Aber da muss man eben auch vorsichtig sein, weil in Deutschland immer der nächste Boris Becker, der nächste Jan Ullrich, der nächste, die nächste Magdalena Neuner oder was auch immer, da ist man ja relativ schnell mit dabei. Ach guck mal, Gesamtwertung sogar 7. Platz jetzt für Henry Ulig. Sehr stark, Paul Pixel auf der 3. So, ich schaue F1, MotoGP, Wintersport, auch alle Sportarten. Ja, Skispringen ist somit das Einzige, was ich schaue. Ich bin ja kein großer Biathlon-Fan. Muss ich zugeben. Und jetzt gehen bei Benny die Alarmglocken an. Wie? Kein großer Biathlon-Fan? How dare you? So, der Immo Buchmann Hype Train, den gab es ja auch mal. Ja, ich muss gestehen, ich war ja auch ein bisschen mit dabei, weil ich Emu auch, ich mag ja immer so ein bisschen schüchterne, zurückhaltende Charaktere. Und deswegen habe ich ihm die Daumen gedrückt, ganz klar. Aber Emo Buchmann, man sieht es jetzt ja schon, wie die Medien sich auf Lennart Kemner einschießen. Kemner ist einfach der deutlich attraktivere Fahrer, jetzt nicht von der Optik her. Emo Buchmann ja durchaus ein hübscher Kerl. Aber dieses in Ausreißergruppen gehen, aus den Gruppen raus, was gewinnen und einfach auch viel, viel offensiver, attraktiver fahren, da kommt man natürlich eher ins Rampenlicht. Aber man kommt in den deutschen Medien, wie man in den letzten Tagen gemerkt hat, auch relativ schnell ins negative Rampenlicht, wenn dann geschrieben wird, dass Kemner enttäuschend war beim letzten Anstieg. Wo ich mir denke, war für mich jetzt nicht so überraschend, dass er die 3-4 Minuten da verloren hat. Für mich sowieso überraschend, dass er überhaupt auf GC geht, weil dafür fehlen ihm eigentlich die Qualitäten. Zumindest noch, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Henry Ulig stabil mit der minus 3. Was sollen wir heute machen? Ausreißen. Ja, nice. Gut, dass wir so weit hinten stehen. Also nicht Stromlinienform, sondern durchschlängeln. Also mit der minus 3 wird es bestimmt gut. Da blinkt auch die rote Rakete. So, warte, ich muss mal ganz kurz Pause machen, sonst komme ich nicht mehr nach mit dem, was geschrieben wird. Florian Storck, ganz genau. Den sollte man nicht vergessen. Letztes Jahr extrem gut in die Saison reingestartet und ich glaube bei der Emirates Tour dann schwer gestürzt und musste da quasi erstmal wieder aufgebaut werden. Florian Storck, sicherlich gut. Vasi-Canceln finde ich nicht so gut. Pogacar und Evenepoel existieren, wird das schwer für Brenner, ja klar. Aber man weiß auch nie. Man hat auch immer gesagt, ja, wenn endlich mal Nadal, Djokovic, Federer weg sind, dann gewinnt der Zverev 10 Grand Slams und jetzt ist Alcázar da. Also man weiß es nie. Und bei Pogacar, ach cool, ja, Bergwertung, nice. Wichtig und nice, weil wir jetzt virtuell im Bergtrikot sind. Man weiß nie, was passiert, ohne jetzt groß über Doping reden zu wollen, aber man weiß nie, ob eine Karriere nicht irgendwann ganz, ganz spontan im Radsport vorbei sein kann für Tadej Pogacar zum Beispiel, ohne ihm jetzt Doping zu unterstellen, aber man weiß nie, was in 5 Jahren ist und dann redet keiner mehr über Tadej Pogacar. Also es war, Nairo Quintana war auch mal das große neue Ding, wo jeder gesagt hat, der wird dominieren und dann kam eigentlich nur noch relativ wenig die nächsten Jahre. So, Kemner soll bleiben, wie er ist. Wenn er Bock hat, soll er machen. Wenn nicht, dann nicht. Genau, ich mag Lennart Kemner total. Ich mag seine Fahrweise total. Man sollte nur nicht zu viel Druck auf ihn ausüben, weil man weiß ja auch, dass er durchaus eher ein sensibleres Kerlchen ist. Und deswegen finde ich es geil, wie er dieses Jahr fährt, dass er so gut zurückgekommen ist. Aber deswegen die deutschen Medien da jetzt irgendwie so zu tun, als wäre es total enttäuschend, dass der nicht in Rosa gefahren ist. Sehe ich überhaupt nicht. De Giro ist jetzt schon ein Gewinn für Lennart Kemner, absolut. So, Steinhauser wäre ein Kandidat, wird noch geschrieben. Müsste sich aber noch im Zeitfahren verbessern, absolut. Die Kolumbianer, Ecuadorianer in den nächsten Jahren die GTs dominieren. Ja, weiß ich nicht genau. Ich finde es ja schon so geil, dass die Eritreer jetzt auch so stark sind. Das ist generell, wenn man sieht, wie breit der Radsport ausgeübt wird, das macht so einen Spaß.
Ausreißergruppe beim Giro, dann 10 Fahrer, 10 verschiedene Nationen, das macht es ja irgendwie auch aus. So, genau, Lipowitz, Steinhauser, auch noch gute Namen. Man sieht es bei Bernal oder Froome. Ja, genau, da sieht man, wie schnell es tatsächlich rum sein kann. Jetzt wollen wir unser Bergtrikot hier natürlich nicht gleich wieder verschenken. Fahren mal nach vorne. Konkurrenz wahrscheinlich echt gut. Wann kommen die ersten Attacken? Da kommt Hans Dandolo, der mir die Punkte klauen will. So, wie weit ist es noch? Ist noch ein Stück bis oben hin. Das könnten wir aber schaffen, wenn wir es jetzt selber durchziehen, da noch an einigen vorbeizufahren. Komm schon, Henry. Och, nee, schaffen wir nicht. Sind aber trotzdem noch vorne in der Bergwertung. Und wieder in der Gruppe. So, Kemner ist für mich auch eher ein Ausreißer, der auf Etappensiege geht, als hier im PCM und in deutschen Medien ein Rundfahrer. Ja, genau. Also ich sehe in ihm momentan nicht den Rundfahrer, wobei er ja alles hat. Ich weiß noch, wie er hier im Pro Cycling Manager als das größte Zeitfahrtalent galt. Da hat er nach 3-4 Jahren einen Zeitfahrwert von 82-83 gehabt. Also er bringt ja alles mit, aber man muss halt um 3 Wochen am Stück vorne zu fahren auch mental sehr stark sein. Der gewinnt eine Etappe zum Ätna, die sollen alle mal stolz sein. Ganz genau, das sehe ich nämlich auch so. Die Etappe zum Ätna, der Giro ist schon ein Gewinn für Lennart Kemner, für Bora. Und wenn er jetzt ein bisschen Rückstand sammelt, kann er sich in der Gesamtwertung auch wieder verbessern. Wenn er am Ende in die Top 10 kommt, schön, aber ich verstehe den Sinn nicht so richtig dahinter. Soll er doch lieber eine halbe Stunde Rückstand holen und 2-3 Etappen und vielleicht Bergtrikot. Das wäre doch viel, viel sinnvoller. Kittel war in der U23 auch mal Zeitfahrer. Okay, das wusste ich nicht. Ja, auch im Sprint Henry Ullig natürlich. Gar keine Frage. Auch noch super jung. Und zeigt, was er kann. So, wir sprinten einfach schon mal los. Wollen die Punkte überhaupt? Nicht so richtig. Doch, jetzt sprinten sie mal mit. Diesmal gehe ich mal ein bisschen später wieder raus. So, Henry auf der 10 in der Gesamtpunktewertung und natürlich mit uns dabei Hans Dandolo hinten im Feld wird auch nachgefahren und das Finale ist heute deutlich schwerer. Da geht es den Storhaja Summit nach oben, 3,4 Kilometer und im Schnitt 10,6%. Das hat es richtig in sich. Genau, Max Kanter, Marco Mattis war mal Weltmeister der U19 und hat jetzt kein Team. Ja, da haben wir, glaube ich, auch schon mal vor einem Jahr oder so im Stream drüber gesprochen, dass von Marco Mattis gar nichts mehr zu sehen ist. Kanter und Meyerhofer waren in Ungarn auch richtig gut. Emil Herzog, auch ein Megatalent. Da muss ich gerade passen, Emil Herzog. Da bin ich wieder nicht gut genug informiert. Genau, es gibt viele deutsche Talente bei den Kontinentalteams. Also der deutsche Radsport ist schon gut aufgestellt in der Breite. In der Spitze fehlt es halt leider so ein ganz kleines bisschen. Wobei wir jetzt ja auch, man sieht es ja beim Giro, durchaus ein paar sehr, sehr starke Fahrer. Ich finde Immo Buchmann sehr, sehr stark beim Giro. Freut mich sehr, dass er da auch fast mit der Spitzengruppe mithalten konnte. Warum fährt hier keiner mehr? Warum fährt jetzt gar keiner mehr? Hm. 55er Wert killt uns jetzt ja auch nicht. Jetzt fahren sie wieder. Trotzdem merkwürdig. Und irgendwie auch unnötig. So, Sprintwertung interessiert mich jetzt mal nicht. Wir hängen uns mal an Dandolo dran. Ja toll, der Einzige, der nicht mitsprintet. Ist doch nicht dein fucking Ernst. Da reitet mich mein Papa in die Scheiße. Ist doch nicht wahr. Jetzt müssen wir kämpfen, um da vorne wieder hinzukommen. Jetzt fahre mich wenigstens wieder hin. Führ mich zum Schotter. Nero schnarcht im Hintergrund sehr, sehr laut. Ja, das war sehr suboptimal. So, da kommen die nächsten Attacken. Relativ früh allerdings in den Berg rein.
Puh, weiß nicht, ob wir da hätten mitgehen sollen. Ist jetzt einfach mal gelassen. Die ziehen es aber gnadenlos durch. Ja, da holen wir leider keine Bergpunkte, glaube ich. Da sind wir einfach nicht gut genug. Versuchen wir nochmal zumindest irgendwie ein bisschen was abzugreifen. Und jetzt ist dort Benjamin King punktgleich mit uns in der Bergwertung. Also da, das war suboptimal, aber blöd halt auch, dass Hans Dandolo da unten in den Berg rein hat abreißen lassen müssen. Keiner fährt mehr nach. Genau, Ben Zwiehoff. Ja, Bora hat wirklich alle Optionen. So, dann ist schon auf World Tour Niveau. Warte mal, habe mich letztens beim Unterhalten über Emil Herzog, fand ich überhaupt nicht nett. Richtig starke Rennen bislang gezeigt dieses Jahr. Seit wann verfolgst du Radsport? Jetzt an mich gerichtet. Also ich verfolge Radsport seit so bewusst 1996, glaube ich. So richtig bewusst. Und das war die Tour de France mit Jan Ullrich, wo er Zweiter geworden ist hinter Bjarne Riis. Da richtig bewusst und 1997 dann natürlich zum Toursieg, wobei ich da auch nicht alles mitbekommen habe. Also wenn dann Sommer war und schönes Wetter, da ist man ins Freibad gegangen und hat sich nicht Ulle angeschaut. Aber trotzdem, das war so meine Radsport-Karriere, die da begonnen hat, zumindest passiv. Und dann immer mit meinem Papa, immer wenn Tour de France war, später gefrühstückt, wenn die Etappe losging um 10 Uhr, dann Mittagessen oder so ein kleiner Snack zwischendrin und Abendessen dann natürlich immer erst, wenn die Etappe rum war. Da wurde alles um Jan Ullrich geplant. So, ich nehme jetzt hier mal raus, damit wir noch ein bisschen Energie sparen und holen mir vor allem nochmal schnell ein Wasser, bevor das Hauptfeld ranfliegt. Seit 2000 dabei. 2000 war dann schon Lance Armstrong. 98 war Pantani, 99 ging dann die Armstrong-Ära los, glaube ich. Buchmann war auch erschöpft, er hat auch Kemner und Hindley als Helfer unterstützt und dafür war seine Leistung echt stark, absolut. Also ich hätte Buchmann, hätte, ja, ich weiß es nicht, wenn er nicht so viel hätte arbeiten müssen, hätte er vielleicht nochmal ein bisschen besser abschneiden können, aber es macht im Endeffekt auch nichts aus, weil es geht ja darum, einen Fahrer im Klassement vorne zu haben und mit Jay Hindley wird Bora jetzt seinen Fahrer haben und ganz ehrlich, wenn ich Bora Teamchef wäre, das ist doch genial. Du kannst so geile Taktiken machen als Bora-Teamchef. Das wird super. Du kannst einen Keldermann in die Gruppe schicken, du kannst einen Kemner vorne reinschicken. Einen Buchmann hast du noch an der Seite von Jay Hindley, egal was ist. Und hast noch andere Fahrer mit dabei, die wie Ben Zwiehoff und so, die auch richtig gut am Start sind. Lance. Fun Fact über Jan Ullrich, er hat sich hin und wieder mal ein ganzes Glas Nutella in die Mikrowelle gestellt und die flüssige Plörre dann getrunken, ja. Ja, das ist leider so. Es gab mal bei den Freitagnacht-News gab es mal einen Gag, da stand dann irgendwie drin, dass die Leute im Winter, über den Winter zunehmen. Und da hat dann der Nachrichtensprecher gesagt, als Jan Ullrich das gehört hat, ist ihm vor lauter Schreck sein Stück Pizza in die Cola gefallen. Und so ist es halt auch. Jan Ullrich, sicherlich eines der größten Talente, was der Radsport jemals hervorgebracht hat. Mental nicht immer auf der Höhe und man sieht das jetzt ja auch. Aber so ein geiler Radsportler gewesen. Ich mache immer diese etwas steilere These, wenn wirklich jeder Fahrer ungedopt gefahren wäre, dann wäre Jan Ullrich, glaube ich, mehrfacher Tour de France-Sieger. Ist aber so eine Schwachsinnsthese halt. Beweisen kann man nichts. Von daher schön, dass man mal drüber geredet hat. So, wir kommen mal ganz kurz aufs Renngeschehen. Guru und Radelsson sind hier vorne für Team Nero mit dabei. Rip van Bambus haben wir hier vorne. Skoda mit Larsen Solveig und Manus. Da können wir auch nochmal ein bisschen reinloopen. Carsten Seifert loopen wir auch nochmal. Matty the Eagle wird geloopt. Wen haben wir sonst noch hier vorne? Phil Bauhaus will ich nicht loopen. Radelsson hatten wir auch noch nicht so häufig mit dabei. Heute mit einer guten Tagesform. Und Kaninguru. Ich schau mal, ich verfolge seit der Vuelta 2013 Radsport. Ja, da hat es bei mir so ein bisschen nachgelassen mit Radsport tatsächlich.
Bin erst seit Jaron Thomas Toursieg so voll dabei, davor nur wenig, aber kenne den guten Flumi noch. Genau, das war ja ein Jahr danach bei Ineos, ja sowieso immer ein fließender Übergang. Die haben sich immer gegenseitig abgelöst mit dem Toursieg. So nach dem Motto, ja, wenn unser Topfahrer nicht mehr kann, wenn Bradley Wiggins durch ist, dann haben wir halt Chris Froome. Ach, Chris Froome kann nicht mehr, dann kommt halt Jaron Thomas. Macht ja alles gar nichts. So, wen können wir denn nochmal beschützen? Wir gehen mal zu den Rip van Bambus und versuchen, ihm zu helfen. Der scheint der Kapitän für heute zu sein. So, ich schaue Radsport, da wo Armstrong über die Wiese gefahren ist, genau, wo Beloki so schwer gestürzt ist. Daran kann ich mich noch sehr genau erinnern. Ich glaube, ich habe sogar noch Pantani fahren sehen. Damals war ich 5 oder so. Ulle mit Herz, auf jeden Fall. Ulle tut mir immer, es tut mir wirklich in der Seele weh, wenn ich Jan Ulrich sehe, wie er heute zum Teil drauf ist. Deswegen hoffe ich, dass der Mann einfach mindestens 90 Jahre alt wird, glücklich wird. Sehr unwahrscheinlich, aber Ulle, wenn du es zusiehst, wenn du Probleme hast, komm bei uns vorbei. Ganz ehrlich, Ulle darf bei uns im Bett schlafen, in der Mitte. Ich liebe dich, Ulle. Wirklich, 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 wirklich. So, 5 Kilometer sind es noch. Wir schauen uns das Ganze mal von vorne an. Ja, oder auch nicht. Schön wäre es gewesen, aber das Moped ist halt leider wieder falsch rum. So, vorne macht DSM-Tempo. Henry Ulig immer noch an der Seite von Rip van Bambus. So, Ulle hat einfach mal einen Respekt verdient, wie er sich nach den ganzen schlechten Schlagzeilen wieder zivilisiert hat und jetzt ab und an bei Insta was postet. Sehr vernünftig, sehr schön. Ich freue mich, wie gesagt, immer, wenn es ihm gut geht. Ich glaube, wäre jeder ungedopt gewesen, hätte irgendjemand, der heute komplett unbekannt ist, dominiert. Kann natürlich auch sein, wahrscheinlich mein Nachbar. Als ich bewusst Radsport verfolgt habe. Achso, ich war 2013 6 Jahre alt. Okay, krass. ich glaube, seit 2001 oder 2002 schaue ich Radsport, also auch in die Armstrong-Ära rein. Jaron Thomas kann nicht mehr, dann, genau, dann kommt halt, also ruckelt es gerade hoch, dann kommt halt, hier kommt Carapaz. Reihe beliebig fortsetzbar, auch seit 2000 schon. War ein riesiger Jan-Ulrich-Fan, aber stieg nach 2012 aus und seit 2 Jahren verfolgst du es wieder. So, jetzt schauen wir mal kurz drauf, Radelsson ist hier vorne. Henry ist auch irgendwo noch mit drin, deswegen dürfen wir das uns hier noch anschauen. Jetzt kommt die Attacke von Donovan. Radelsson sehr, sehr stark. So, uiuiui, Matty the Eagle mit der plus 5 Tagesform. Gleich werden wir hier bestimmt rausgeworfen, weil hier eine Lücke reißt. So, Radelsson fährt das nochmal an für Matty the Eagle mit der plus 5. Da haben wir Jonas Vingegaard am Hinterrad. So, macht Matty the Eagle. Ist Eddie the Eagle nicht gleich. So, ich wusste es, dass wir im entscheidenden Moment wieder rausgeworfen werden. Jetzt müssen wir schauen, wer kommt hier zuerst? Welchen Kopf sehen wir zuerst? Henry Ulig hinten leider abgehängt. Kein Moped vorne dran. Matty the Eagle sehen wir. Trivelato auch noch gut mit dabei. Da sehen wir, Matty the Eagle scheint vorne zu liegen. Ich kann die Kamera leider nicht drehen. Egan Bernal allerdings auf links, der holt sich hier den Sieg, glaube ich. Bernal knapp vorne vor Matthias Eagle. Jonas Vingegaard. Vorher kommt aber noch Mauri van Zevenant. Rigoberto Uran, Quinn Simmons, Binyam Trivelato auf der 8 hinter Anton Schamik. Schamik, sagt man hier immer, wenn einer sich darum schämt in Bayern. So, und Rip van Bambus auf der 12. Stark. So, und Happy Hippo noch auf der 19. Sehr, sehr schön. So, ich kann noch mal ein bisschen weiterlesen, während hier die Fahrer reintrudeln. So, also riesen Jan-Ulrich-Fan gewesen, Chris Espen. Leute, mal ein Worst-Case-Szenario. Liegt in einem Bett rechts von euch. Okay, das lese ich links von euch. Wem dreht ihr den Rücken zu? Okay, das lese ich nicht vor. Das möchte ich nicht. Oh, Levi Leipheimer war auch geil. Das ist auch mein Frisurenvorbild für die Zukunft. Da bin ich mir ziemlich sicher. Generell diese amerikanische Fraktion. Tyler Hamilton fand ich auch immer total geil. So 1993 mit Miguel Indurain. Ja, da habe ich sogar noch nicht geschaut. Ach, guck mal, Henry ist auch im Ziel 155. Da. Ich glaube, in der Gesamtwertung haben wir jetzt ein bisschen was an Boden verloren.
Genau, Kwiatkowski und Martinez holen sich die nächsten Tour de France. Nein, Kwiatkowski glaube ich nicht, denn Martinez kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Der ist sehr stark. Der kann auch kämpfen wie ein Ochse, so wie Henry Ulrich hier gerade kämpft. Um mal auf diese Radsport Origins einzugehen, meine erste bewusste Erinnerung ist, wie Ulle am Peresurt falsch abbiegt. Puh, wann war das denn nochmal? So, wir schauen mal ganz kurz auf die Gesamtwertung. Egan Bernal geht in Führung, 2 Sekunden vor Mauri van Sevenand und Matty the Eagle auf der dritten Position mit 4 Sekunden. Und Biniam Trivelato auf dem 10. Platz. Ich lasse gerade mal Nero raus. Bergwertung haben wir. Sehr schön. Ach, bin mir gerade selber über den Fuß gefahren. So, ach, habe richtige Schwitzebobbes, wie man im Hesseland sagt. Wenn man hier so sitzt. So, also Bergwertung für Henry Ulig, die versuchen wir zu verteidigen. Dann schauen wir mal so in die Ergebnisse rein. So, was ist eigentlich auf Etappe 1 und 2 passiert? Nicht viel. Ich glaube, es waren einfach nur Sprintankünfte. Können wir aber gerade nochmal schauen. Gerben Theissen, erste Etappe gewonnen. Christian Gebhardt dort auf der 5. Da gab es, glaube ich, auch ein paar Zeitabstände oder war das auf der Etappe danach? Ja, hier gab es zumindest keine. Dann die zweite Etappe, Carsten Seifert auf der 7 und Henry Ulrich auf der 16. Auch hier gab es keine Zeitabstände. Dritte Etappe auf jeden Fall mit Zeitabständen, aber jetzt auch nicht so schlimm, wie ich es eigentlich gedacht hätte. Und das ist dann die Ausgangslage vor der letzten Etappe. Die vierte Etappe, die wird auch interessant werden. 167,5 Kilometer nochmal hügelig. Ausreißversuch, Wertungstrikot getragen, gibt nochmal ordentlich Punkte für unseren guten Henry. So, nochmal schauen. Ja, genau. Charmig. So, und Port natürlich. Genau, Richie Port. Auch ein geiler Fahrer, der auch viel, viel mehr hätte erreichen können in seiner Karriere, wenn er nicht dauernd gestürzt wäre. Gummibärchen-Teamchef, immer eine fragwürdige Entscheidung. Total, aber sonst wäre es, wie gesagt, auch kein Abonnententeam. Eieieiei, Berge der ersten Kategorie hier hinten raus. Das ist doch völlig unnötig. Da müssen wir auf jeden Fall in die Ausreißergruppe gehen, um den Berg der ersten und zweiten Kategorie vielleicht abzugreifen. So, das war wirklich ein Schock, wie er in der Hecke verschwand in der Abfahrt. Den Peresur drunter. Ah, ist das das, wo er in den Bach da reingeflogen ist, oder? Wo sie noch eine Telekom-Werbung draus gedreht haben. Ja, stimmt, wo er dann so hochgekrabbelt kam und das Rad hochgereicht hat. Ah, stimmt, das war der Peresurt. Peresurt, einer der schönsten Aufstiege überhaupt in der Tour de France. Ich liebe den Col de Peresurt. Stimmt. Als er sich da versteuert hat. Ja, genau, damit gab es eine Werbung. Also wenn wir von demselben Ding reden, dann muss ich ganz kurz die Anekdote, bevor Henry Ulrich gleich ausreißt. Es gab irgendwie so eine Telekom-Werbung, da ist Ulle in der Abfahrt und brettert darunter und dann ruft ihn aber dauernd seine Putzfrau an. Und Ulle, netter Kerl, der er ist, die Putzfrau, ich weiß nicht mehr genau, was die Putzfrau gemacht hat, aber auf jeden Fall wollte sie von Ulle irgendwas wissen und Ulle geht natürlich ans Handy und in der Abfahrt und Scheiße, hat er sich natürlich versteuert. Ich kenne den Kontext nicht mehr ganz genau, aber einfach genial und lustig, dass man daraus ein Werbespot kreiert, wo die Putzfrau einfach anruft und Ulle eigentlich ja nur gestürzt ist, weil er mit ihr kurz telefonieren wollte oder musste. Servus Carlsson. So, Michael Rogers war doch der Sprinter, oder? Der war auch kein schlechter. Mir fallen echt so viele Namen von früher ein. Ich glaube, Michael Rogers war eher Zeitfahrer. Der ja auch für das Nachfolgeteam Telekom dann noch am Start war. Auch ein richtig geiler Typ. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob er nicht auch irgendwie in Doping-Gedöns verstrickt war. Aber wer aus der Zeit eigentlich nicht. So, Henry versucht auszureißen. Dahinter entsteht schon mal eine große Lücke. Das sieht gut aus. Können wir schon mal ein bisschen Tempo rausnehmen, damit die Kollegen rankommen. Birgodeau mit dabei und leider King, der noch mitkommt. Der ist punktgleich mit uns in der Bergwertung. Ich weiß nicht, ob die jemand findet, diese Telekom-Werbung mit Jan Ullrich. Aber Werbung mit Jan Ullrich sowieso legendär. Was war das nochmal? Trikot Express, glaube ich. Wo sie dann gefragt haben, Ulle, wenn du dein Leben noch einmal leben könntest, würdest du alles nochmal ganz genauso machen? Und Ulle sagt einfach ganz trocken, nein.
ich würde meine Trikots sofort bei Trikot Express bestellen. Wo du einfach denkst, ja, genau. Genau, das war's. Irgendwie sind wir, glaube ich, hier gerade abgehängt worden von denen da vorne. Ich glaube, ich habe gerade zu lange in den Chat geschaut. Wen haben wir denn hier dabei? Den ugandischen Meister Jakob Kiplimo mit einem sehr, sehr nicen Trikot. Das sieht schon geil aus. Sehr nice. Also Jakob Kiplimo im Führungstrikot, aber ich glaube, wir werden gleich eingeholt, wenn es so weitergeht. Ja, das war's dann. Also da habe ich kurz gepennt und die haben, glaube ich, nochmal attackiert vorne. Aber dann lassen wir es jetzt mal. Kommen wir da nochmal raus? Probieren wir es. Weil wir haben ja sonst nichts zu verlieren heute. Was sollen wir jetzt im Hauptfeld mitfahren? Einmal zu Belgia, auch geiler Fahrer gewesen. Generell diese coole Euskaltel-Generation mit Iban Mayo und so weiter. So, komm, Henry, ein letzter Versuch. Bergab kommen wir da vorne vielleicht nochmal hin. Ist der gelbe Balken natürlich auch schon ziemlich weg. Okay, wir müssen es lassen. Wir müssen es definitiv lassen, sonst wird Henry gleich tot sein. So, gleich mal auf Null setzen. So, das war's. Mit dem Bergtrikot leider für Henry Ulig. Da versucht jetzt nochmal der Flüchsche versucht wegzugehen. Damals waren gefühlt alle gedopt. Habe das als Kind recht gut mitbekommen und auch recht gut verstanden. Die Dopingskandale von Landis und Rasmussen habe ich auch noch im Kopf. Ja, das war auch echt. Also Floyd Landis ist zwar legendär, aber es ist halt auch legendär dämlich gewesen. Kann man nicht anders sagen. Also, ich weiß nicht, wie hoch sein Testosteronwert war oder was das für ein Wert war oder Hämatokritwert. Ich habe diese ganzen Werte so ein bisschen durcheinander geworfen in meinem Kopf. Aber das war ja, glaube ich, er hätte 15 Liter Wodka trinken müssen, um ungefähr diesen Pegel zu haben. Und hat er gesagt, ja, er hat halt am Abend davor gesoffen. Und wir alle wissen, wenn wir gesoffen haben, dann sind wir am nächsten Tag zu sportlichen Höchstleistungen imstande. Bei Rasmussen erinnere ich mich immer an das Zeitfahren. Ich glaube, er ist 7-mal gestürzt. Zwischendrin ist noch ein Flugzeug auf ihm gelandet. Ein Hypogreif hat ihn leider kurzfristig vom Rad geholt. Und ich meine sogar, dass jemand auf ihn geschossen hätte. Anders kann ich mir das Zeitfahren von Rasmussen einfach nicht erklären. So, leider jetzt. Ach, guck mal, Benjamin King, hä? Ist der selber nicht vorne? Ich dachte, der wäre vorne mit dabei oder hat vielleicht keine Punkte geholt. Kann ich mir nicht vorstellen. Es ist nur noch ein Fahrer vorne. Ach, nur noch Flüchsche ist vorne. Ja, easy. Dann haben wir vielleicht ja doch noch Möglichkeiten, am Berg der ersten Kategorie was zu machen. Ach, shit, dann hätten wir uns eben Punkte holen können. Ich dachte, es wären mehrere Fahrer vorne weg. Dann hätten wir uns ja locker Punkte holen können. Machen wir jetzt gleich mal am Berg der zweiten Kategorie. Ah, da sind immer noch die Fahrer dazwischen. Da ist Adria, Maurice, Van Melsen. Es gibt aber für die ersten fünf gibt's was zu holen. Dann versuchen wir dann nochmal vorne zumindest den fünften Platz zu belegen. Ich glaube, hier hinten wird eh nicht gesprintet. Ah, gab einen Doppelsturz. Habe ich nicht so richtig gesehen. So, wir versuchen mal für das Hauptfeld hier einfach vorne drüber zu fahren. Aber Ineos macht da gerade ein bisschen Spielchen. So, da holen wir uns zwei Punkte, aber Flüchsche ist uns natürlich schon im Genick. Kenne ich vom Tippspiel her. Immer der Danny, der im Genick sitzt. Nein, Quatsch. Danny ist so super pflegeleicht und sympathisch. Da gibt's nichts. So, Contador gegen Schleck am Tourmalet. Ja, das war brutal. Das war brutal. Also die sind da ja im Sprint hoch. Contador gegen Schleck war einfach. Das war zu viel. Ich glaube, da saßen selbst die größten. Ja, die größten, die immer behauptet haben, der Radsport ist sauber, da ist gar keiner gedopt und saßen da und gesagt, ui, vielleicht doch nicht. Das war ja Wahnsinn, wie die da hochgebrettert sind. So, mach's gut, Holzi, schön, dass du mit dabei warst. Genau, Landis fährt 15 Minuten raus, verrückt. Das war, ich weiß nicht, es waren wirklich 15 Minuten, das ist ja Wahnsinn. Weiß nicht, welche, wie gesagt, Iban Mayo fand ich auch immer genial. So diese baskischen Kletterziegen, Echebarria, Iban Mayo.
Weiß gar nicht, wer mir da noch so einfällt von damals. Muss auch gestehen, ich war immer durchaus ein großer Fan von Richard Virenque, unabhängig jetzt davon, was der so mal gemacht hat. Und ich erinnere mich immer noch an den Satz, wo er immer behauptet hat, ich bin unschuldig, ich habe nie gedopt, ich werde nie dopen und so weiter. Und wo dann sein Teambetreuer gesagt hat, wenn ich ihm alles gegeben hätte, was er wollte, dann wäre der jetzt schon tot, hat er gesagt. Also so viel dazu. So, gleich kommen die nächsten Berge. Berg der zweiten Kategorie. Weiß nicht, ob das Tempo da nicht zu hoch sein wird für uns. Aber da können wir ja wirklich alle Energie reinbrettern, um möglichst viele Punkte zu holen. So, alter Schwede, hier wird aber ordentlich gestürzt. So, vorne sind noch ein paar Fahrer mit dabei. So, Henry wird es natürlich schwer haben. 1,3 Kilometer. DSM macht da vorne Tempo. Ja, da werden wir keine Punkte mehr holen. Da können wir froh sein, wenn wir gerade so mit rüberkommen. Oder wenn die da vorne halt keine Punkte mehr holen. Das wäre auch schön. Genau, Andreas Glöden mochte ich auch immer sehr gerne. So, Flücksche holt der Punkte. Ich glaube ja. Schade, 6 Punkte Vorsprung jetzt für Flücksche. Aber vielleicht wird jetzt hier nochmal Tempo rausgenommen. Flücksche gegen Henry Ulig. Das Duell. Servus an Dan. Guten Abend, weil du gerade von Virenque gesprochen hast. Ich war zum Beispiel ein Riesenfan von Thomas Vöckler. Ja, klar. Thomas Vöckler damals. Das war Wahnsinn. Der ist ja dann auch in den Zaubertrank gefallen, als er im gelben Trikot war. Hat auf einmal Leistungen gebracht. Die waren schon Irrsinn. So, vorne Tempo bleibt hoch. Barloworld, ja stimmt, Barloworld, auch so ein Team. Das sind so Worte, die hat man komplett aus seinem Kopf gestrichen. Und wenn man sie dann wieder liest, dann hat man tatsächlich ein paar Erinnerungen dran. So, kleiner Gegenhang. Hier sehen wir das Finale, sehr, sehr schweres Profil. Jetzt kommt gleich der nächste Berg der ersten Kategorie. So. So, vor kurzem die 2002er, 2003er DB gespielt. Ja, da hätte ich auch Bock drauf. Die Nostalgie mit den ganzen alten Namen. So, Wasser gibt es keins mehr. So, und jetzt werden wir wieder durchgereicht. Außer eben die Kollegen lassen ein bisschen Luft. Sieht allerdings eher nicht so aus. Der Anstieg hat es schon in sich. Alter Schwede. Da müssen wir jetzt auch mal ein bisschen aus dem Sattel gehen. Und hoffen, dass das Tempo gleich wieder ein bisschen geringer wird. So, ein Rip von Bambus beschwert sich. Bergpunkte, wie gesagt, gibt es keine für uns. Egan Bernal jetzt in der Bergwertung vorne. Also es wäre ohnehin wahrscheinlich ziemlich unnütz für uns gewesen, da alles zu geben. Wir schauen mal, Richie Rage sehen wir hier. Also Gorillas Fahrer, der das sehr, sehr stark macht. Vielleicht heute was vorhat. Wo ist Henry? Wir scrollen dann generell mal zurück, um zu schauen. Matty the Eagle haben wir hier. Christian Gebhardt können wir auch noch mal ein bisschen reinlutzen. Lupe natürlich. Klang irgendwie sehr, sehr falsch. So, Carsten Seifert. Da haben wir noch Eddie von Schleck. Und wir sind immer noch in der Spitzengruppe. Nur 50 Fahrer sind hier überhaupt dabei. Die letzte Überquerung wird allerdings für uns zu brutal werden. Da können wir so weit vorne reinfahren, wie wir lustig sind. Vor allem ist auch sehr langgezogen das Feld. So, Kelme. Ja, Kelme, Euskaltel, das waren einfach so Teams, die man immer gemocht hat, weil die für ordentlich Action gesorgt haben. Und dann, wenn es in die baskischen Berge ging, dann immer die Fans standen da mit der baskischen Fahne und haben richtig, richtig Bambule gemacht. Das war immer sehr nice. Und Mapei. Mapei, eigentlich das geilste Trikot, was es jemals gab. Das stimmt. So, hello, heute schon was passiert bei mir. Ich glaube ja, du warst irgendwo in den Top 10 mit Trivelato. Aber vielleicht geht ja heute auch was, weil Trivelato mit der Plus 4 Tagesform sieht eigentlich alles ziemlich nice aus. So, wir versuchen. Okay. Tempo ist niedrig, Tempo ist raus. Bastjo, Henry lässt mal ein bisschen Luft.
kann man nicht mitgehen. Für uns heißt es jetzt gut über den Hügel kommen. Energiegel nehmen. Okay, hier fahren echt wenige. Können die jetzt alle nicht mehr oder was ist da los? Da sehen wir Christian Gebhardt. Wir haben Carsten Seifert und Richie Rage. So, komm Henry, zieh rüber. Letzter Kraft kommen wir hier irgendwie rüber. Jetzt geht's nochmal bergab. Können uns mal ein bisschen durchschlängeln gleich. Wenn möglich. Ja, für ein Mapei-Trikot kann ich total... Mapei natürlich. Mapei-Trikot kann ich total verstehen. So, wir schlängeln uns durch. Versuchen, so weit wie möglich nach vorne zu kommen, ohne den roten Balken zu sehr zu malträtieren. Und sprinten dann einfach mal. So, 25 Sekunden Vorsprung. Ich glaube, wir können... Okay, das ist zu früh. Jetzt ist noch Attacke. Okay, das war definitiv zu früh, was wir hier mit Henry gemacht haben. Jetzt geht's irgendwie in den Sprint über. Ich habe keine Ahnung, was Henry hier macht, aber er zieht einfach gnadenlos durch. Jetzt ist er durch. Vorne den Sieg holt sich Schamik. Dann kommt Van Dijke. Dann kommt aber schon Henry. Wird er Dritter oder Vierter? Ja. Stabil, hä? Sind jetzt doch schon welche da? Ich weiß es nicht genau. Sind wir Dritter geworden? Haben wir Zeit gut gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Christian Gebhardt kommt hier. Matty the Eagle. Ah, da oben sehen wir es. Also dritter Platz. Hinter Egan Bernal und Quinn Simmons und Jonas Winge-Ulig auf der 3. Interessant. So, jetzt können wir nochmal schauen. Trivelato P9 auf der letzten Etappe. Genau, deswegen hatte ich die Top 10 noch im Kopf, aber ansonsten direkt wieder aus dem Hirn rausgestrichen. So. So, ich habe noch eine Radsportjacke von Saeco Cannondale. Das waren diese roten Dinger, oder? War Saeco nicht der Cipollini-Zug, wo man dann immer nur noch rot vorne gesehen hat, im wahrsten Sinne des Wortes? Saeco mit Simoni und Cunego. Ah, okay. Auch geil. Ja, stimmt. So, jetzt schauen wir mal. Dritter Platz für Henry Ulig. Nice. 40 Sekunden Rückstand. Also Gesamtwertung ist für uns egal. Dafür haben wir zu viel Zeit auf der Etappe davor verloren. Insgesamt holt sich Anton Charmin dann den Sieg vor Quinn Simmons und Andrea Bajoli. Ein Rip van Bambus auf der 4 in der Gesamtwertung. Da lief es doch richtig gut. Und Matty the Eagle auf der 8, Jonas Vingegaard auf der 9. Bergwertung knapp gescheitert, Henry Ulig. Dritter Platz, aber Bergwertung ist jetzt für einen Sprinter auch nicht unbedingt. Liest du die Nachrichten nur so komisch verstreut oder stehen die bei dir so? Ich habe ja diesen Multistream und da wird es immer ein bisschen anders angezeigt wahrscheinlich als bei euch. Manchmal lese ich es aber auch ein bisschen von oben nach unten, je nachdem, welche Nachricht ich jetzt gerade wieder erfasse. Und dann weiß ich erst wieder, wo ich war. Das ist super kompliziert. Weil man denkt sich immer, ach, der Vasi, der setzt sich jetzt dahin und streamt entspannt so 4 Stunden. Ist aber auch super anstrengend. Wenn man die ganze Zeit nach rechts schaut, dann muss man auf alles reagieren, zu allem eine Meinung haben, selber noch irgendwie lustig und kreativ sein und dann noch in der richtigen Reihenfolge vorlesen. Super schwierig. So, die Wertung gehen wir jetzt gleich nochmal durch. Ui, da war aber Zunge mit dabei. Habt ihr das gesehen? Das war doch nicht normal. So, Holger Erdgeist mit dabei, wie immer zu leise. Ich kann mich leider nicht lauter stellen. Früher konnte ich das. Holger Erdgeist, deutscher Meister gewesen bei Team Bianchi. So, Domina, stimmt, Domina Vacanze. Boah, da gab es so ein Jürgen Walle, hatte doch auch, die hatten so ein gelb-rotes Trikot. Das fand ich auch eigentlich recht geil. So ein Jürgen Walle, weiß gar nicht mehr, wann, zu welcher Zeit das war, vor 10 Jahren oder so circa. Das Trikot hat mir auch immer gut gefallen. So, also wie gesagt, ich lese die wirklich in komischer Reihenfolge vor. Fällt mir jetzt aber auch erst auf. So, die waren Ferrari rot und ähnlich flott. Siehst du, jetzt habe ich zum Beispiel wieder oben was gefunden, was ich noch nicht vorgelesen hatte. Ja, der Saeco-Zug, der war nice. So, es geht direkt weiter. Sollen wir erstmal einen kurzen Überblick machen oder ziehen wir direkt weiter durch?
mit Renn-Action. Hat jetzt eigentlich schon echt Bock gemacht. Georg Zimmermann bei der Tour du Limousin. Stimmt, da war doch auch Abo-Team mit am Start bei der Tour du Limousin. Da war das Team Skoda mit dabei. 20. Platz zum Auftakt für Team Skoda. Zweite Etappe findet erst noch statt. Von Tour de l'Ain hatten wir, glaube ich, schon geschaut, gell? Da waren wir ja schon, genau, der Serrano-Schinken, Kevin Dorfschäfer, der sich dort eine Etappe geholt hat. Sonia de Waal, da war ich noch klein, muss so 2005 gewesen sein. Oh Gott. Shit. So, ich sehe schon für immer in Erinnerung, absolut, Holger, das deutsche Meistertrikot, der Sprintzug von Team Bianchi, der war schon irre, wenn man sich das angeschaut hat. Da sind wir ja zum Teil mit 4, 5, 80er Sprintern losgelassen worden auf die Konkurrenz. Völlig overpowered. So, I'm Cycling fand ich vom Trikot ja immer cool. Habe ich gerade gar nicht vor Augen, I'm Cycling. So, kann ich mal meine Stats sehen? Natürlich. Ja, gar kein Problem. Da haben wir es, oder? War doch jetzt, genau, Trivelato. So sehen die Stats momentan aus. 71 Berg, 73 Hügel, Beschleunigung 72, Zähigkeit 72, also durchaus wirklich gut. Da kann man nicht meckern. Von den Renntagen her, Abbott & Poulsen, warum sehen wir denn Abbott & Poulsen eigentlich nie? 9 Renntage bei der Deutschlandtour mit dabei. Patrick Jon gar nicht mit dabei. Also der Spanier, der wird irgendwie ausgegrenzt. Nick Osien auch nur mit 14 Tagen, Holm Hansen mit 16. Richtig, richtig wenig Rennen. Team Wiesenhof, das war mein erstes Roubaix, wo Wesemann Dritter geworden ist. Team Wiesenhof habe ich völlig verdrängt. Wiesenhof, mit denen habe ich jedes Jahr im Radsportmanager gespielt. Ich war ja ein bisschen Schande über mich, aber ich war ja ein großer Linus Gerdemann-Fan. Wir gehen jetzt einfach mal rein ins nächste Rennen, dann können wir noch weiter ein bisschen quatschen. Das macht eigentlich echt Spaß. Und habe dann häufig mit Team Milram gespielt. ich habe auch besser abgeschnitten im Radsportmanager mit Team Milram, als Team Milram in der Realität abgeschnitten hat. Aber das war auch nicht schwer. Team Milram war echt die Resterampe des deutschen Radsports. Aber trotzdem schön, so in der Nach-Ulrich-Zeit nochmal ein deutsches Team gehabt zu haben. Ah, okay. Also Marco Mattis hat seine Karriere offiziell beendet. Gibt ja viele, die auch sagen, okay, sie wollen gar nicht mehr und verdienen dann eben woanders mehr. So, wir sollen schon wieder in die Ausreißergruppe gehen. Gibt überhaupt keine Wertungen heute. So, wir schlängeln uns gleich mal durch und attackieren einfach gleich mal. Bis die sich da hinten gefunden haben, sind wir schon längst über alle 7 Berge. Hoffe ich mal, hupsa. Wird dann aber auch schwindelig. So. Nehmen wir mal ein bisschen Tempo raus. Schauen mal, ob hinten schnell gefahren wird. 29, 24. Die fahren auf jeden Fall sehr schnell. Ich glaube, diese Gruppe kommt nicht durch. Nee. Da ist das Hauptfeld schon wieder da. Sollen wir es nochmal versuchen? Funktioniert meistens nicht, weil das Hauptfeld einfach jetzt durchzieht, bis diese Gruppe eingeholt ist. Ansonsten lassen wir es heute vielleicht mal ein bisschen ruhiger angehen und gehen mal nicht in die Ausreißergruppe. Gibt eh keine Wertungen unterwegs. Und dann halten wir mal in den Massensprint rein. So, 4. MGC, sehr geil. Jetzt kann dann Ganinguru im Sprint was machen. So, Gerdemann, seine Geschichte war halt cool. Spät zum Radsport gekommen, hat dann wirklich viel Furore gesorgt. Wenn auch unter fragwürdigen Umständen, wie wir jetzt wissen, absolut. Ich mochte ihn halt immer so vom Typen her. Sehr, sehr intelligent. Gute Interviews gegeben. Dann diese geile Solofahrt bei der Tour de France, wo er das gelbe Trikot geholt hat. Aus der Ausreißergruppe raus. So ähnlich, sagen wir mal so ein bisschen Lennart Kemner-Style. Wobei Lennart Kemner natürlich deutlich mehr drauf hat als Linus Gerdemann. Aber danach ging bei Linus einfach nichts mehr. Ich glaube, die Deutschlandtour hat er nochmal gewonnen. War keine ganz schlechte Karriere. Und jetzt hat er, glaube ich, Restaurants auf Mallorca. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ich habe ihn mal gegoogelt. Und mal geschaut, was da so geht. So, Nayo Jacobs ist vorne in der Gruppe. Ja, das Moped hat es leider wieder nicht nach vorne geschafft. Schitte. Aber es wird wahrscheinlich eh ein Sprint werden.
Also Nayo Jacobs haben wir da vorhin kurz vorne gesehen. Sevilla und Gudnitz gehen da jetzt auch noch mit. Können wir das so sehen? Nayo Jacobs und wer ist da noch dabei? Eriksson. Also Nayo Jacobs auf jeden Fall vorne in der zweiköpfigen Spitzengruppe. So, oh ja, Milram oder auch Gerold Steiner. Ich muss gestehen, ich war immer ein richtiger Gerold Stein-Hasser. Ich war wirklich ein Gerold Stein-Hasser. Ich weiß nicht genau warum, aber ich glaube, weil ich Hans-Michael Holzer, den Teamchef von Gerold Steiner, immer so abgrundtief gehasst habe. So ein richtiger Heuchler, ein richtiges Arschloch. Sorry, aber Hans-Michael Holzer, falls du zuschaust, ich mag dich nicht. Du bist ein Idiot und du hast dich auch wie ein Idiot nach dem Ding verhalten. Sie haben ja die Fahrer verklagt wegen Dopings und haben so getan, als hätten sie von nichts gewusst, obwohl man genau weiß, dass das komplette Team Gerold Steiner gedopt war, zugedröhnt war. David Rebellin, der einfach drei Ardennen-Klassiker am Stück gewinnt für Team Gerold Steiner, ist nie bewiesen worden, dass er da gedopt war. Aber alle anderen Fahrer, Stefan Schumacher damals beim Giro, glaube ich, das rosa Trikot getragen, gedopt und so weiter. Von daher muss da keiner kommen. Und ich glaube, Michael Holzer hat die Fahrer dann einzeln verklagt, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. So, ich glaube, er war noch letztes Jahr bei Tokio als Ersatzmann dabei im Vierer. Jetzt muss ich kurz hochscrollen. Um welchen Fahrer geht es da jetzt? Wie gesagt, jetzt bin ich wieder da, dass ich nicht genau mitbekomme, was auf überall geschrieben wird. Gerdemann im Bergtrikot ist, glaube ich, so eine der ersten Erinnerungen, die ich mit dem Radsport habe. Und ich weiß, dass ich es live gesehen habe. Schade, was dann rauskam. So, Markus Burkhardt den Salto über den Hund gemacht hat. Ja, das war auch nice. Erinnere ich mich noch. So, stimmt, Finn Holzer. Schau zu. Das ist wahrscheinlich der Sohn oder der Enkel, man weiß es nicht. So, absolut schade. Meine erste Live-Radsport-Erinnerung ist eine ähnlich tolle. Ich war immer als Österreicher naheliegend riesiger René Haselbacher-Fan. Ja, auch nice. Auch wenn mein Opa ihn persönlich kennt. Und dann hat er doch echt beim Unica-Klassiker die Etappe in meinem Geburtstag gewonnen. Werde ich nie vergessen. Und ich vergesse immer wieder den Namen von dem Österreicher, der Dritter geworden ist und dann für Team Gerold Steiner ja auch des Dopings überführt wurde. Wie hieß denn der Österreicher, der Dritter geworden ist damals? Ich vergesse es immer wieder. Stimmt, David Rebellin fährt immer noch. Bernhard Kohl, Dankeschön. Ich vergesse den Namen immer wieder. Ich habe mal eine tolle Doku gesehen, wo mit Bernhard Kohl gesprochen wurde, ich glaube 2, 3 Jahre nach der Karriere. Und er hat gesagt, für ihn war das eine Erlösung. Als das natürlich erstmal schlimm, als dieser positive Test kam. Aber für ihn war das trotzdem eine Erlösung, weil er hat gesagt, jeden Morgen aufstehen, du wusstest nie, wo sind die Dopingkontrolleure, die fahren da. Wo lauern sie? Und immer diese Geheimnistuerei. Er hat gesagt, es hat ihm überhaupt keinen Spaß gemacht. Er hat in ständiger Angst gelebt. Und Bernhard Kohl, absolut grundsympathischer Typ. Ich habe dem damals mega die Daumen gedrückt. Und jetzt ist er, glaube ich, irgendwie Fliesenleger oder sowas. Und sagt, findet er total cool. Er steht immer zur selben Zeit auf, hat Wochenende, macht einen Job, der ihm Spaß macht. So muss es sein. Und ich meine, Doping wird es immer geben. Gibt es auch momentan im Radsport. Dann braucht man kein Geheimnis drum machen. Da, wo Geld verdient werden kann, da wird es verdient. Und da, wo geschummelt werden kann, um noch mehr Geld zu verdienen, da wird es auch gemacht. Keine Ahnung. Ist halt so. Ist im Fußball so, ist im Basketball so, ist im Radsport so, im Biathlon ist es so. Aber der Radsport steht halt besonders im Fokus. Ja, Francisco Mancebo, auch geil. Ist doch der, der immer, der hat doch immer so eine komische. Hat er den Kopf nicht immer so schräg gehalten, so ein bisschen Temmey-mäßig? War das nicht Mancebo, der den Kopf immer so hatte? Der muss eine mega Nackenverspannung gehabt haben nach der Karriere. Ja, Holzer fand ich auch mega unsympathisch. Dankeschön. Der Holzer schaut hier zu. Darf er gerne. Also, du bist ein Arschloch. Ganz einfache Geschichte. So, haben wir das auch mal geklärt. Fuck am See, ne? Fuck am See für dich, Herr Holzer. So, 15 Kilometer sind es noch. Nayo Jacobs immer noch in der Gruppe. Aber ich glaube, Francisco Mancebo war das, der immer diesen Frankenstein-Modus hatte. So ein Anfahrer darf ich mir leider nicht gönnen. Wäre natürlich schön, aber dann fahren wir das halt selber an. Ein Hinterrad wird schwierig. Wir haben natürlich Schmiddi mit dabei, also Kaninguru Schmidt, nicht Schmiddi. 75 im Sprint, nice.
Weiß nicht, ob er Bock hat, sich an mich dran zu hängen. Oder ob er das schon macht. So, sind noch 8 Kilometer, okay. Alles gut. So, was haben wir denn hier? Anjolkowski, natürlich auch kein schlechter. Nehme ich auch sehr, sehr gerne im Tippspiel. Immer wenn ich ihn nehme, bringt er mir Punkte. Das ist zumindest das Positive daran. So, wir bleiben mal in der vorderen Position. Wen haben wir hier noch? Nathan van Hooijdonk, auch ein sehr geiler Fahrer für die Zukunft. Haben hier leider seine Werte nicht. Aber das ist schon einer für die Klassikersiege. So, wir müssen ein bisschen hochdrehen. So, jetzt sind wir ein bisschen eingeklemmt. Eieiei, jetzt hätten wir natürlich schon längst das Durchschlängeln machen müssen. So, jetzt geht es nochmal bergauf. So, da vorne setzen sich einfach mal zwei ab. Da gibt es sogar nochmal eine Kurve. Henry Uhle kommt einfach mal. Kaningo Schmidt ist dort deutlich stärker. Wir fahren nochmal außen rum mit Henry Uhle und dann wird es, glaube ich, eine Top-10-Platzierung. Anjolkowski holt sich auch den Sieg. Kaningo Schmidt auf einem guten 5. Platz, Henry Uhlig auf einem starken 7. Platz. Das läuft doch gut. Nices Ding. So, am traurigsten an der Zeit eigentlich nur, dass es danach für viele Jahre einen Bruch im deutschen Radsport gab. Plötzlich wollte keiner mehr über Radsport reden oder kaum noch jemand Rennen fahren. Ja, das hat mich auch immer geärgert. Deswegen habe ich auch immer, nochmal sorry an Benny, aber deswegen habe ich Biathlon immer so in den Dreck gezogen. Weißt du, da gab es auch Dopingskandale, die dann so vertuscht wurden in Österreich, die Wiener Blutbank und so weiter, wo angeblich die deutschen Spitzenbiathleten waren oder Spitzenbiathletinnen und so weiter, wo ja auch alles so ein bisschen dubios war. Aber der böse Radsport, der böse, böse Radsport, mein persönliches quasi canceln, mein persönliches Sportidol Dirk Nowitzki, ja, ist damals im Sportstudio gefragt worden, wie es denn in der NBA so ist mit Doping. Und dann hast du die dann gab es einen Körpersprache-Experten, der gesagt hat, Dirk Nowitzki ist auf einmal richtig nervös geworden. Wenn man den an einen Lügendetektor angeschlossen hätte, der wäre direkt in die Luft geflogen. Also auch in der NBA, in der NHL, wenn du alle 2 Tage irgendwo ein Spiel hast, natürlich machen die alles. Die machen kein Blutdoping, weil es keinen Sinn macht. Aber die machen halt anderes, Regenerationsdoping. Also es gibt es überall, aber der Radsport immer so richtig in den Dreck gezogen, als wäre es der Sport, der so ein bisschen als der geopfert wird. Nur dort gibt es Doping. Aber ansonsten im Fußball alles gut. Und der Radsport ist halt nun mal eine der geilsten Sportarten überhaupt. Deswegen ärgere ich mich da immer, immer, immer wieder drüber. Und wenn Magdalena Neuner 17 Fehler schießt und trotzdem noch Olympiasiegerin wird und 35 Russinnen, die natürlich alle zu Tode gedopt sind mit allem Möglichen, aber trotzdem läuft Magdalena Neuner schneller oder eine Laura Dahlmeier läuft schneller. Ja, gar kein Problem. So. So, Radsport böse, aber im Fußball natürlich alle immer sauber. Alle böse, böse Puben, ne? So, was ist denn in dieser Dänemark-Rundfahrt los? Hätte man nicht mal ein oder andere Wertung, eine Sprintwertung oder sowas mit reinnehmen können? Was ist los mit den Dänen? Ich dachte, Dänen lügen nicht. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Da freut sich auch Infantino, der mal wieder merkt, dass die Musik weg ist. So, jetzt kommt gleich Werbung. So, der eine Francis de Gilles-Fahrer, der damals mit Vorsprung aufs Feld auf die Fresse gefallen ist, kurz vom Ziel. Oh, da muss ich passen. Oh ja, jetzt nochmal Erik singen lassen. Nee, Vertragsangebot gab es noch keins. Ja, wenn der Ladebildschirm kommt. So, heute sind wir zum Glück Wasserträger, da müssen wir nichts machen. So, aber krass, jetzt sind wir schon fast 3 Stunden drauf und ich bin völlig im Laberflash heute. Macht aber auch echt Spaß. Ich weiß nicht, welcher Francis de Gilles-Fahrer das war. Dabei sind wir in Dänemark und nicht bei der Tour, die Finisterre-Rundfahrt. So, wir fahren mal ein Stück nach vorne, machen gleich ein bisschen Arbeit.
Da habe ich doch den guten Henry Udigen wieder gesehen. Haben wir eigentlich schon geschaut, welche Fahrer überhaupt mit am Start sind für die Rundfahrt? Ich glaube nämlich nicht. Pascal Herbig ist mit dabei, Akono Kreuzer, Seth Ling, Ronald McDonald, Romet Pajur und Simba van der Merwe. Können wir gleich mal ein bisschen rumlupen. Toll, dass die Lupe da dann drunter ist. Kann ich das rüberziehen? Nope. So, das kennen wir schon. Team Tropicale, Inspektor Spacetime, Rob Otter, Nayo Jacobs, Philipp Brandt, Kanguru Schmidt, Tim Müller, die Bledebitch ist mit dabei. Coraggio, Max Power, Schneider, Peter Swagan, nee, Patrick Swagan, Entschuldigung. Und Virtanen, da darf man sich nicht vertanen. Benny Thalherpes ist natürlich auch mit dabei. Noch hat man nichts gesehen, aber bei Herpes weiß man es auch immer erst später, dass der da ist. So, ich hatte es noch nie in meinem Leben, aber ich glaube, so funktioniert das. So, Hink natürlich auch mit dabei. Maya, Remy, Immertod, der Finny ist mit am Start und Henry Hooligan. Spacetime in Meistertrikot Kubas, Entschuldigung. Let's have a look. Nice. Okay. Hui. Ist ja lustig. Wir hüpfen jetzt. Herpes geht nie weg. Ja, so wie der Benny. Entschuldigung, ich bin ja froh, dass du nie weggegangen bist, Benny. Gekommen, um zu bleiben, wir gehen nicht mehr weg. Gekommen, um zu bleiben, wie ein perfekter Fleck. So, also schönes Trikot. Kuba. Oh, aber auch nice. Also, jetzt nicht sicher, aber nice. So, das Feld holt die Gruppe wieder ein. Keine Ahnung warum. Ich weiß nicht, was sie gegen Blasphemie haben, aber ich finde eigentlich Blasphemie ganz gut. So, ein Angebot hast du schon, wenn ich mich nicht verguckt habe. Da schauen wir dann gleich mal. So, ist schade, dass es verallgemeinert wird und ich glaube auch, dass überall, wo was zu verdienen ist, nachgeholfen wird. Ja, ich glaube, da muss man, klingt immer doof. Ich glaube, das ist halt auch einfach so. Ich finde es aber auch jetzt, die Realität habe ich akzeptiert. Ja, also ich habe auch total akzeptiert, dass im Büro geschleimt wird. Ja, dass es Leute gibt, die zum Chef ins Büro gehen und ihm sagen, sie sind der beste Chef der Welt und übrigens ihr Italienurlaub, die Fotos fand ich toll und wie war es denn überhaupt und so weiter, um zu schleimen. Das ist genau so, wie es im Sport immer leistungssteigernde Mittel gibt. Ganz ehrlich, wird immer so sein. Und je mehr Geld zu verdienen ist, desto mehr ist es halt. Aber es macht mir den Radsport nicht kaputt. Ich habe mich am Sonntag so drauf gefreut, am Abend mir diese Giro-Etappe anzuschauen. Ich denke auch 0,0 an Doping, wenn ich mir Radsport anschaue, sondern ist einfach so genial, der Sport. Und wie die sich auspowern, das ist krass und das respektiere ich auch total. Und ich weiß, wie anstrengend Radfahren ist. Wenn ich 25 Kilometer an der Isar langfahre, bin ich ja schon ohne Steigungsmeter, bin ich schon völlig am Arsch. So, leider werden wirklich gute Leistungen, egal in welchem Sport, nicht mehr anerkannt. Ja, in Deutschland zählt halt auch nur vieles drumherum. Das Drumherum muss halt passen. Und wenn natürlich die Top-Schlagzeile bei Kicker ist, Kemna schwach und man, wenn in der Schlagzeile gar nicht drin steht, Hindley gewinnt erste Bergankunft und hinten dran Lopez verteidigt rosa Trikot, sondern die Hauptschlagzeile ist Kemna und dahinter steht Immo Buchmann noch in den Top 10. Da merkt man ja schon, der Sport steht nicht im Vordergrund, sondern es steht im Vordergrund, wo ist denn jetzt der erste Deutsche hin? Ist ja okay. Also ich bin ja auch, ich meine, wir drücken alle Henry Ulig die Daumen, weil er eben Deutscher auch ist und bei uns aus der Community kommt. Völlig in Ordnung, aber der Sport steht in Deutschland nur selten im Fokus. Es geht immer um die Personen, um die Story, um das Coole drumherum und das ist halt häufig schade. Deswegen freue ich mich immer, wenn Eurosport so auf, sagt es jetzt respektvoll, aber auf Immo Buchmann scheißt, wenn der wieder abgehängt wird. Dann sagt Eurosport, ah, Immo Buchmann ist weg. Aber es wird nicht die ganze Zeit alles aus der Perspektive von Immo Buchmann kommentiert. Das finde ich, macht mir deutlich mehr Spaß. Du bist übrigens der beste Streamer, dem ich hier zugesehen habe. Yes, warte mal, ich mache einen Screenshot. Wo ist mein Snipping-Tool? Das muss ich mir ausschneiden. Falls einer fragt, zitiere ich das. So, warte, ich poste das einfach mal schnell auf dem Discord.
Hier, da. So. Hab's einfach mal bei Vasi Gaming reingestellt. Dankeschön an Joe. Freut mich natürlich. Heute macht es, wie gesagt, auch super Spaß. Nicht, dass es sonst wenig Spaß macht, aber heute haben wir echt viel einen sehr, sehr aktiven Chat. Und auch wenn jetzt gerade die Rennen nicht ganz so prickelnd spannend sind, haben wir halt eben andere Themen, die auch geil sind. So, Hindley gewinnt für Bora, ein deutsches Team die Etappe, aber der arme Kemna verliert ja fast 3 Minuten auf Lopez und hat damit Rosa verloren. Genau. Wie man auf die Idee kommt, dass Kemna Rosa verloren hat, das kann ich absolut nicht verstehen. Wie gesagt, ich hätte mich sehr gefreut, wenn Kemna Rosa geholt hätte, gar keine Frage. Aber es war für mich wenig überraschend, dass Lennart Kemna mit dem Besten am Berg eben dann doch nicht mithalten kann. Lopez ist noch in Rosa, 12 vor Bardet, genau. Ja, also Lopez hat das noch. Starke Leistung. Hätte nicht gedacht, dass er das noch halten kann. Aber die Abstände ja generell noch gering. Ich glaube, alles so knapp über 1 Minute, die Top 10. Das wird ein sehr, sehr geiler Giro werden. Gerade in der dritten Woche. Ich freue mich wie Bolle drauf. Und wir werden auch häufiger mal Watch-Alongs machen. Kemna hat Rosa definitiv gewonnen. Genau, ist aber auch der einzige bisher. Der beste Streamer ohne Ton. Warte, da mache ich mir noch mal ein Snipping. Ja, das ist auch nicht schlecht. Ich bin vor allem der beste, leiseste YouTuber. Das muss man ja auch sagen. Ich flüstere ja die ganze Zeit. Ja, was? Es gibt noch andere. Nein, jetzt hast du Joe die Welt geöffnet. Jetzt hast du gezeigt, dass es da draußen. Die Wahrheit liegt irgendwo da draußen. Eurosport macht das echt gut, vor allem wenn Funk dabei ist und die Namen nicht richtig ausspricht. Ja, also ich finde jetzt nicht alle Experten finde ich gut bei GCN, aber mir würde jetzt auch nichts Besseres einfallen. Vor allem sind es auch echte Experten, die ja aus dem Radsport kommen. Rolf Aldag ist ja momentan beim Giro mit dabei und wer noch? Der Österreicher. Den Namen gerade vergessen. Die machen das schon ordentlich. Ja, Giro wird richtig geil mit Carapace. Also Carapace auf jeden Fall der Favorit. Ich denke mal, man hat schon gesehen, dass man mit Mikel Landa, mit Carapace und mit Romain Bardet die drei stärksten Fahrer hat. Ich würde jetzt Almeida noch mit dazu zählen, weil Almeida ja wohl nicht ganz fit war. Aber Almeida hat natürlich schon immer mal so ein paar kleinere Aussetzer am Berg, was ich sehr lustig fand. Der stärkste Bergfahrer der Welt ist Almeida, wenn er exakt 13 Meter hinter der Spitzengruppe fährt, hat, glaube ich, heute Nairo in Green auf Twitter gepostet, so eine Top 10 von den besten Bergfahrern. Das war sehr, sehr witzig, wurde, glaube ich, auch auf dem Discord gepostet. Genau, Bernie Eisel ist noch mit dabei. Und Birgit Hasselbusch natürlich. Sicherlich. Die immer zu irgendwelchen Schlössern, zu Essen und so weiter, sehr sympathisch. Das war es früher. Herbert Watterott in der ARD immer gemacht hat, bevor es ihn dahin gerafft hat. Lebt Herbert Watterott noch? Ich möchte ihn gar nicht ins Grab reden. Auf jeden Fall ist er nicht mehr am Start für die ARD. So, wen haben wir vorne noch? Tversnes. Der versucht noch mal ein bisschen was. Ja. Irgendwie hat Anna gerade sorry geschrieben. Internet kurz weg gewesen oder was? Hat sie das Internet gekappt? Nee, nicht wirklich. Birgit the Feeder Hasselbusch. Gernot Hassknecht und Hasselbusch. Oh, er lebt noch. Entschuldigung. Lieber Herbert, falls du zuschaust. Also Klaus, nee, wie heißt er? Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie der Holzer mit Vornamen heißt. Heißt er Klaus Michael Holzer? Du bist ein Arsch, aber Herbert Watterott, Legende. Ich würde gerne mal in seinem Keller nachschauen, wo er diese ganzen Sachen gesammelt hat. So, ich glaube, Kaninguru Schmidt ist bei uns am Hinterrad. Dem fahren wir jetzt mal richtig geil den Sprint an. Ja, wir fahren für Kaninguru Schmidt. Sehr nice. Komm schon, Junge. Du schaffst das. So, ich gehe gleich los. Bleib noch am Hinterrad. Boah, das ist aufsteigende Zielgerade. Wir müssen noch ein bisschen warten. Noch ein bisschen warten. Jetzt gehen wir los. Komm schon. Am Hinterrad bleiben, Junge. Nicht rausgehen. Ja, das ist doch deppert.
Hättest noch ein bisschen am Hinterrad bleiben müssen, kann Ingo Schmidt oder reicht's doch? Nee, jetzt ist der Tank leer und Rob Otter kommt noch vorbei. Jetzt bin ich extra früher losgegangen für Kaninguru Schmidt und dann geht er zu früh aus unserem Windschatten raus. Andjolkowski holt sich den Sieg vor Mike Tönnissen. Ide Schelling auf der 6, Kaninguru Schmidt dann auf der 7, Rob Otter auf der 10 und wir werden da ordentlich durchgereicht. Schade. So, Badeng würde ich den Sieg so gönnen. Ja, Romain Bardet würde ich den Sieg auch super gönnen oder sehr, sehr gönnen. Sehr sympathischer Fahrer auch. Und vor allem würde ich es auch Team DSM gönnen. Jetzt nicht nur, weil ich mit Lukas ja auch befreundet bin und Team DSM deswegen einem ja auch ein bisschen näher steht. Aber Romain Bardet würde ich es einfach gönnen, weil DSM, ein Giro-Sieg, das wäre für das Team so unfassbar wertvoll. Vor allem, weil man dann auch sieht, dass man mit DSM doch sehr erfolgreich fahren kann. Da gab es ja immer mal ein paar Querelen. Auch Team Ahrensmann, der das Team jetzt verlässt, sicherlich auch aus finanziellen Gründen. So, ja, lebt noch, war auch damals in der ARD-Doku dabei zu Ulles Toursieg. Okay, Entschuldigung, lieber Herbert Watteroth. So, Eurosport macht sich gut. Ab morgen mit Fabian Wickmann. Ernsthaft? Ich dachte, der hätte seinen Exklusivvertrag mit der ARD. Hans-Michael Holzer natürlich. Also Hans-Michael Holzer, du Arschloch. So, Meinung zu Florian Nass? Nein. Hinter Schelling ist doch washed, absolut. Kann die deutschen Experten nicht anhören. Schau immer GCN auf Englisch. Ich muss gestehen, ich kann die Englischen manchmal nicht hören. Die sind zwar sehr witzig, aber ich mache dann irgendwie doch eher immer die Deutschen drauf, weil ich sie vielleicht auch gewöhnt bin. Aber hängt auch immer sehr davon ab, wer jetzt Experte ist und wer mit kommentiert. So, also 7. Platz, 10. Platz für Team Tropicale. Team Skoda noch auf der 12. Florian Harrer natürlich mit dabei auf der 14. Hat schon länger nichts mehr gewonnen, Florian Harrer. Sprint 74. Eigentlich gute Ergebnisse. Gute Werte natürlich. Außergewöhnlich, 90 Kilometer Nachführarbeit. Also Florian Nass will ich nicht drüber reden. Ich habe aber auch seit Jahren, glaube ich, keinen Kommentar mehr von Florian Nass gesehen, weil ich ihn einfach absolut nicht leiden kann. Ich finde es toll, dass einer so leidenschaftlich für den Radsport ist, aber die Art und Weise, wie er kommentiert, das geht einfach nicht. Da mache ich einfach auch zu. So, Nass finde ich ganz okay, aber es gibt bessere Kommentatoren. Genau, so sehe ich es auch. Er ist okay, er versteht die Rennsituation nicht immer perfekt. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Und er rechnet mir halt zu sehr Tom Bartels-mäßig auf den 26. nach dem ersten Durchgang. Und wenn dann, keine Ahnung, Michael Uhrmann als 26. in den zweiten Durchgang reingeht und sich um 10 Plätze nach vorne verbessert und am Ende 16. ist, dann wird es immer noch erwähnt. Michael Uhrmann springt schon seit Jahren nicht mehr, ich weiß. Aber ich wollte jetzt einfach mal einen Skispringer nehmen, den ich noch kenne. So, DSM macht halt einen echt guten Job, was Fahrerentwickeln angeht. Absolut. Marc Hirschi, sehr, sehr schade, dass er gegangen ist, ja auch unter dubiosen Umständen. Aber die Tour de France, generell die Saison damals von Marc Hirschi, das war schon sehr geil. Wir haben alle mitgefiebert 2020, dass er jetzt endlich seinen Etappensieg holt. War schon ein bisschen dumm, kann auch an der Kraft liegen, dass Carapaz und Bardet die anderen immer wieder ranfahren lassen haben. Ja. Ist aber, glaube ich, auch ein ganz gutes Indiz, dass man sieht, es gibt dieses Jahr keinen überragenden Fahrer. Und vor allem will man vielleicht die Karten auch noch nicht ganz so offenlegen, beziehungsweise wollte keiner in den komplett roten Bereich gehen. Dann schaut man sich an, dann gibt man halt so 90-95% und schaut dann mal, ob der eine nochmal drüber gehen kann. Und ich glaube, das war genau so eine Situation. Wenn das die 19. Etappe gewesen wäre, dann hätte es wahrscheinlich Abstände gegeben. Dann wäre vielleicht Carapaz oder Bardet der Stärkste gewesen oder Landa. Ich bin mir unsicher, wer von den dreien der Stärkste war. Aber sicher ist auf jeden Fall, dass die drei die Top-Favoriten auf den Giro-Sieg sind. Am ehesten Carapaz, Almeida mit dem Zeitfahren hinten raus. Aber ich glaube, Almeida wird stetig immer wieder seine Zeit verlieren in der dritten Woche am Berg. Dafür ist er am Berg nicht konstant genug. So ein bisschen Remco Evenepoel-Style. Nicht ganz so schlimm, aber die ganz steilen Rampen liegen ihm einfach nicht. Das sieht man auch immer an dieser Körperhaltung.
So, wusstest du eigentlich schon, dass Roglic mal Skispringer war? Ne, hör aber jetzt auf. Also jetzt prasseln die Bomben hier nur so ein. Jetzt könnte ich einen richtig bösen Witz machen, den schreibe ich Benny später. Dirk Thiele ein, der war immer super mit seinen Sprüchen. Jacques Schulz bei der Formel 1, ja stimmt, Jacques Schulz. Das war der von Sky, oder? Von Premiere. Das war auch schade, dass der aufgehört hat. So. Er hat eine richtig schöne Sprechstimme, aber seine deutsche Brille ist wirklich anstrengend. In jeder der letzten Etappen der Tour über Buchmann, der schon 30 Minuten hinter den Favoriten zählt, dass er nur Zeit, um auf Etappen zu gehen. Ja, genau. Buchmann, absolut krasser Etappenjäger. Emanuel Buchmann. Achso, wir sollten ein bisschen Nachführarbeit machen. Ich übernehme kurz. Also Immo Buchmann aus so einer Vierergruppe raus im Schlusssprint. Wird er wahrscheinlich doch noch vom Hauptfeld eingeholt. Bin ich mir ziemlich sicher. Genau, extra Z Etappe 22 ausgesucht für die Gruppe. Damit hat keiner gerechnet. Wieder alle ausgetrickst. So ein Fuchs. Auf Hirt habe ich Bock in der dritten Woche. Der blüht ja immer richtig auf. Jan Hirt. Habe ich nicht so richtig auf dem Schirm, den Fahrer. Um ehrlich zu sein. Aber why not? Ist doch egal, wer der Stärkste war. Am wichtigsten ist es, dass Kemna nicht mit 3 Stunden Vorsprung gewonnen hat, der Loser. Ich finde auch, Kemna, der Nicht-Sportler des Jahres, so eine Lusche. Unfassbar schlechter Fahrer. Bin immer noch sehr enttäuscht. Ich wache schweißgebadet auf und beleidige einfach Hans-Michael Holzer und Lennart Kemna in einem Schritt. Dirk Thiele und Sigi Heinrich haben mich sogar dazu gebracht, 4 Stunden am Stück Leichtathletik zu gucken. Ja, die sind aber auch ihr Eintrittsgeld absolut wert. So richtig alte Schule. Aber deswegen auch Leichtathletik, Olympia, alles bei Eurosport. Konnte man sich einfach in der ARD nicht anschauen, wenn die 36. Deutsche dann im 10.000-Meter-Finale mit Durchfall wieder gestürzt ist. Keine Ahnung, mit Durchfall fällt mir immer nur ein, weil die eine dabei. Weiß nicht, wer das noch kennt bei TV Total. Weiß nicht mehr, wie die 10.000 Meter Läuferin hieß, die damals im Interview völlig unter Tränen gesagt hat, ja, und dann hatte ich furchtbar Durchfall und so weiter. Es war total traurig. Gar keine Frage. Sie hat lange trainiert und wenn du jahrelang auf dein Olympiafinale trainierst und hast dann Durchfall, dann ist das echt bitter. Es war aber trotzdem ein bisschen lustig. Aber ganz ehrlich, ich will trotzdem wissen, wie viele Kenianer, wie viele Äthiopier vorne gewinnen. Das interessiert mich mehr als die 36. Deutsche. Sorry. Und Eurosport macht das eben nicht. Die haben auch keine eigenen Kameras. Wenn ich schon höre, wir haben eigene Kameras dabei, dann schalte ich schon weg. Ja, da ist es halt gelaufen bei ihr. Was hat sie sich eigentlich beschwert? So, Pozzovivo war auch ganz stark am Blockhaus. Ja, ich habe die ganze Zeit überlegt. Ich habe alle Fahrer, also ich habe immer. Ich hatte ja 5 Fahrer in der Sechsergruppe vorne noch mit drin oder unter den Top 6 Fahrern. Und ich habe dann die ganze Zeit gedacht, ich habe ohne Ton auch zum Teil geschaut, weil Anna noch einen Film schauen wollte parallel. Dreist eigentlich. Und dann habe ich die ganze Zeit überlegt, hä, wer ist denn das von Intermarché? Wer traut sich denn da noch vorne mitzufahren? Und dann war es einfach Domenico Pozzovivo mit seinen 139 Jahren. Valverde auch nicht weit weg mit 42. Wahnsinn. So, eine Buchmann wäre im Sprint der diesjährigen Flandern-Rundfahrt noch hinter Pogacar gelandet. Ja, wahrscheinlich. Der Sprint von Pogacar war schon klasse. So, was haltet ihr eigentlich von der Idee eines Rententrikots? Hatten Sie wohl, was, eines Rententrikots? Hatten Sie wohl bei der Tour schon mal gescherzt und jetzt nochmal daran erinnert? Finde das irgendwie ganz nice. Ja, das Rentnertrikot kaufe ich mir sofort. Fühle ich mich total abgeholt. Da ist die Klappe durchgefallen. So, da ist der Durchfall. Ah, okay. Sehr nice. Wie hieß denn die? Melanie irgendwas? Melanie Zippenbrink? Nee, Melanie Birkenbock. Irgend so einen typisch deutschen Namen hatte die. War völlig aufgelöst, die Arme. Und hat mir richtig leid getan. Aber Stefan Raab hat halt immer wieder diesen Knopf gedrückt mit. Und dann hat die Tiere Durchfall. Sehr traurig. Tut mir leid. Falls du zuschaust, liebe Melanie Birkenbrink, du heißt wahrscheinlich gar nicht so, fühlst dich wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen beleidigt, aber ist mir egal. Ist Pech gehabt.
Person des öffentlichen Lebens, die darf man beleidigen. Genauso wie man auch auf dem Platzsturm jeden Fußballspieler immer ins Gesicht fassen. Komm mal her, Mike Büskens. Ich habe 20 Euro gezahlt, also darf ich dich überall anfassen. Du gehörst quasi mir. Deswegen renne ich auf den Platz und fasse dich überall an. Nur weil ich mein Ticket gekauft habe. Ein positiv besetzter Platzsturm. Für mich immer noch eines der Unwörter des Jahres. Ich mache auch bald mal so einen positiv besetzten Ladendiebstahl. Sollst du mal sehen. 39 ist Pozzo Vivo. Ja, da war ich mit 139 ja gar nicht so verkehrt. Halt 100 weg, aber passt schon. Pozzo Vivo hätte es fast in mein Tippspielteam geschafft, aber habe mich dann doch für Maldonado entschieden. Ja, Maldonado fährt halt Motorsport, ne? Das ist natürlich schlecht. Und dann hatte ich furchtbar Durchfall. Das mache ich demnächst auch, wenn ich einen Stream absage. Sabrina Mockenhaupt, habe ich doch gesagt. Birgit Bockenbusch, da war ich doch dicht dran. Sabrina Mockenhaupt. Mit dem Namen muss man Durchfall haben. Infantino erinnert mich an den Schlaukopf von Art Attack. Sabrina Mockenhaupt. Das war schon eine. So, jetzt gehen wir ins Finale rein. Da haben wir schon lange nicht mehr drüber geredet, dass wir ja parallel hier auch noch Radsport spielen. Guck mal, da macht gerade keiner was. Setzen wir jetzt die Attacke des Todes rein. Ja, okay, das macht keinen Sinn. Nicht so richtig sinnvoll. Können wir gleich aber vielleicht nochmal ein bisschen regenerieren. Holen auf jeden Fall mal die Spitzengruppe da vorne vielleicht noch ein. So, roter Balken wäre nice, wenn der sich nochmal regenerieren würde. Gehen wir bei Arvid de Klein ans Hinterrad? Ne, gehen wir nicht. Ne, gehen wir wirklich nicht. Absolut nicht. So, let's go. Da kommt nochmal eine Kurve. Ich würde gerade ganz gerne mal schauen, wie das Finale aussieht. Jetzt habe ich nicht so genau darauf geachtet. Wo sind wir gerade? Sind wir in P? Dann kommt hier eine Kurve und da nochmal eine Kurve. Ich würde sagen, wir sprinten schon mal los. Einfach nur, weil wir es können. Da vorne kommen ja nur noch Kurven. So, da können wir wieder ein bisschen regenerieren. Können wir da auch ein bisschen regenerieren? Na, nicht so richtig. Jetzt ist er durch, Henry. Und der Weg ist noch ein ganz schön langer. Da verlieren wir noch ein bisschen was. Da wird die Elite noch vorbeikommen. Eieiei, da kommen noch einige vorbei. Also haben wir mal alles in den Ring geworfen. Arvid de Klein holt sich noch den Sieg ganz knapp vor der Ausreißergruppe. Henry kommt hier gangstermäßig mit den nächsten Fahrern in die Top 10. Jawohl, 8. Platz für Henry. Rob Otter auf der 9. Kaningeru Schmidt auf der 6. Cesare Benedetti inzwischen ja von Polen am Start. So, alle hatten die Hosen voll, nur bei mir lief es flüssig. So ungefähr lief das auch. Generell sehr viele schöne Fußballersprüche. Legendär auch die Gehaltsverhandlung, wo einer gesagt hat, ich will kein Drittel mehr, ich will ein Viertel. Das haben sie ihm dann, glaube ich, auch gegeben. Bin mir unsicher. Ich weiß nicht mehr, welcher Spieler das war, aber bei Gehaltsverhandlungen sollte man halt, wenn man Mathe, Grundschule nicht beherrscht, nicht selber verhandeln. So, 3. Etappe in Dänemark. Wieder wenig zu holen. Für die Abonnenten Kaningeru Schmidt auf der 9. Der Beste, 3. in der Punktewertung. Henry Uhlig da immerhin auf der 10. Nachwuchsfahrerwertung, 9. Platz für uns. Teamwertung, ja. Also die Dänemark-Rundfahrt, die rollt so ein bisschen vor sich hin, habe ich das Gefühl. Ja. Ich habe den Ton bei der Musik auch nie wieder drauf gemacht. Auch nicht schlecht. Oh nein. Jetzt läuft Werbung. So, gearbeitet haben wir auch wieder schön. Ich weiß nicht, die Dänemark-Rundfahrt bockt überhaupt nicht. 4. Etappe kommt da jetzt. Da können wir vielleicht mal schauen, ob wir das vielleicht mal überspringen. Woran hat es hier liegen? Ja, stimmt. Ich habe all mein Geld für Frauen, für Alkohol und für Autos ausgegeben und den Rest habe ich einfach verprasst. Einfach George Best. Einer der geilsten Fußballer, auch glaube ich relativ früh verstorben.
Aber der Satz, der ist schon sehr geil. So, Zeitfahren finde ich eigentlich ganz spannend. 19,6 Kilometer Zeitfahren. Genau die Spezialität von Henry Ulig. Aber Fußballersprüche, ich habe mal so ein Buch bekommen, wo es wirklich nur Fußballersprüche drin standen. Und das ist schon echt legendär, was die Leute da zum Teil von sich gegeben haben. Auch so Sätze wie, das wird alles hochsterilisiert, das sagt heute auch keiner mehr zum Glück, weil keiner mehr sagt, das wird alles hochsterilisiert. Aber hochsterilisiert fand ich immer sehr, sehr nice. So, wen haben wir denn hier? Ach, guck mal, Michael Hessmann. Fand eine Tuck. Guck mal, Radelsson. 143, damit 20 Sekunden. Wir sehen ja oben die Zeitwertung. Gibt auch nochmal. Können eigentlich mal hier hingehen. Michael Hessmann jetzt mit der Bestzeit im Ziel. Und wann kommt Henry als 117. Also dauert noch ein bisschen, bis der dann gleich durch ist. Michael Hessmann vor Erik Radelsson, der ist Dritter. Erik Ermantraut auf der 11, den haben wir gar nicht gesehen während der gesamten Rundfahrt. Aber da sind sowieso einige Fahrer, die wir noch gar nicht gesehen haben. Puh, aber allzu lang machen wir auch nicht mehr. Hier drin sind gefühlt 38 Grad. Und es regnet draußen, es ist echt schwül. Hier drin. So, Jonas Rutsch auf der 2. Gustav Wang. Klingt jetzt auch eher asiatisch. Also wie gesagt, die Abonnenten hier in Dänemark sehr, sehr zurückhaltend. Hoffen wir mal, dass da noch ein bisschen was kommt. Valgren jetzt vorne, aber Erik Radelsson auf der 15 ist, glaube ich, der beste Abonnent aktuell. Raul Garcia, auch ein nicer Name. Fedorov. Ach, guck mal, da ist Danny Flücksche auf der 8, endlich. Da geht doch mal ein bisschen was. Tim Müller auf der 8, Flücksche jetzt auf die 10 zurückgefallen. Nayo Jacobs kommt rein, 30. mit 1 Minute 12 Rückstand. Joy Roskopf auf der 3. Der Jonas rutscht noch durch. Budding auch am Start. Ja, sehr nice. Der gute Budding. So, Rob Otter. Mal schauen. Plus 2 Tagesform. Ich habe vorhin das Teamzeitfahren beim Giro gespielt. Puh. Also, wenn ich nicht schon einige graue Haare hätte, dann wäre es echt mit mir vorbei gewesen. Also, Teamzeitfahren sind maximaler Stress. Brutal. Gerade jetzt auch noch mit dem roten Balken und so weiter beim Zeitfahren. Das hat mich total gekillt. So, 38 Grad im ersten Stock in meiner Dachgeschosswohnung ist relativ kühl. Ja, ist ja auch, hast eine sehr, sehr hohe Decke. Da erinnere ich mich noch dran. Habe heute Nacht aber auch jedes Fenster offen gehabt und die Wohnung ist komplett runtergekühlt. Sehr nice. Aber du hast eh eine geile Wohnung. Da beneide ich dich sehr drum. Beziehungsweise wir haben auch eine geile Wohnung. Aber die Wohnung von Kevin ist schon nochmal next level geil. So, Akono Kreuzer drin, 1,35. Jetzt kommt gleich Henry. Achso, ist er schon auf der Rampe, ist er schon losgefahren, Entschuldigung. So, was machen wir hier? Fahren wir mal vielleicht ein bisschen schnell, oder? Könnte ein bisschen schnell sein. Haben wir mal die 75 rein. Vielleicht können wir es aber auch noch ein bisschen schneller fahren, werden wir gleich sehen. Der fährt 55, 56 da vorne. Ah, okay. Das macht Henry jetzt aber auch ziemlich. Ja, wir können es ein bisschen schneller fahren. Henry mit der Plus 3. Eigentlich ganz ordentlich. Hab gehört, in Schweinfurt kann man nachts mal ein bisschen auf Raubzug gehen. Ich bringe eine Leiter mit. So, Verträge sind alle in trockenen Tüchern. Da kann man schon mal die Saison schleifen lassen. Jetzt lassen wir beim Zeitfahren. Ja, wahrscheinlich denken sich das gerade alle Abonnenten. Ach komm, wen interessiert schon die Dänemark-Rundfahrt? Aber wir sind auch zu langsam am Start. Ah, okay. Hier vorne geht es jetzt echt noch mal ein bisschen runter. So. Ist die Musik ein bisschen laut? Irgendwie kommt mir die ein bisschen laut vor. Spacetime auf 5, Inspector Spacetime jetzt auf 6 und Seth Ling sogar auf der 3. Sehr stark.
Henry Ulig mit einer Minute Rückstand, aber wir können jetzt hinten raus nochmal ein bisschen was machen. Sind wir viel zu langsam losgefahren. Auch übrigens sehr geil, dass ich noch nicht einen einzigen Schluck Wasser getrunken habe. So, Landkreis ist Ling auf 3. So, hier geht es noch mal ein bisschen bergab. Können wir noch mal ein bisschen rausnehmen. Dann können wir jetzt hier noch mal richtig reinballern. Mal schauen, vielleicht wird es ja doch noch eine ganz ordentliche Zeit. Können wir sogar noch schneller fahren, oder? Müssen nur aufpassen, dass der rote Balken nicht komplett weggeht. Vorne der letzte Kilometer. Gibt es eine agile Work-Management-Software, die höchste Datensicherheit Werbung. Asana, intuitives Workman- ich hasse das, wenn in der Playlist Werbung läuft. So. Nochmal alles hoch. Alles für den Dackel, alles für den Club. 1,29 Rückstand für Henry. Das ist total zu verkraften. So, da kommt Van Dijke. Dann schauen wir mal ein bisschen weiter durch. Colin Zimmermann auf der 17. Spector Spacetime nach wie vor auf der 6. Jack Schneider auf der 10. Jo, und dann sind wir auch schon durch. Gönnt doch jemand dem Mann Spotify Premium? Habe ich tatsächlich. Ich habe aber so eine komische YouTube-Playlist mir geholt. Einfach mal drauf gemacht. Spotify habe ich tatsächlich, aber das ist immer so ein bisschen copyright-mäßig schwieriger mit YouTube. Da werden die Videos zum Teil komplett gesperrt und das will ich auch nicht. So, Seth Link Dritter hinter Rune Heregotz und Michael Wallgren, der wahrscheinlich nicht in Führung geht. Oder? Doch, nee, das war ja gerade schon die Gesamtwertung. Mann, 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 jetzt lässt es aber nach. Also, Gesamtwertung gleich der Zeitverwertung. Rune Heregotz, Michael Wallgren, Sepp Ling, Inspector Spacetime auf der 6, Colin Zimmermann auf der 16, Jack Schneider auf der 10. Und ich glaube, eine Etappe müssen wir noch ertragen in Dänemark. Sollen wir die machen oder sollen wir sie wegsimulieren? Weil ansonsten können wir natürlich noch die Deutschlandtour machen, die jetzt als nächstes dann kommt. Oder wollen wir Deutschlandtour dann ganz in Ruhe im nächsten Stream machen? Je nachdem, wie ihr noch Bock habt. Viel Spaß in Schweinfurt. Ich wohne im Landkreis. Ja, stimmt. Also, mal schauen. Im Kalender, da sehen wir, genau, nächstes Rennen wäre die Deutschlandtour. Wenn Pixel sieht, wer gerade führt, würde er durchdrehen. Ist ein Hasser von Rune Heregotz oder liebt er ihn abgöttisch? Deutschland-Tour nur am Stück, bitte. Ja, dann machen wir das doch jetzt so. Wann wäre der nächste Stream? Ich weiß es noch nicht genau. Wahrscheinlich erst nächste Woche. Also ich komme wahrscheinlich wirklich erst nächste Woche dazu. Dann können wir im Hintergrund aber auch noch ein bisschen organisieren für zweite Saison und so weiter. Dann machen wir jetzt noch das eine Rennen für die zweite Saison, ob es da vielleicht nicht noch ein neues Team gibt mit Leuten, die jetzt noch nachträglich mit dazukommen. Und dann würde ich nächste Woche wieder starten. Dann ist ja auch Giro-Finale und so weiter. Da sind wir eh alle im Radsportfieber. Aber wie gesagt, nochmal für den Hinterkopf, ich bin von Freitag bis Montag in Frankfurt. Und Montagabend bin ich dann noch mit Freunden verabredet zum Essen. 3-2 für Deutschland. Gegen wen spielt Deutschland denn überhaupt? Ich habe nur mitbekommen, dass es, glaube ich, einen Sieg gegen die Slowakei gab. Aber wie gesagt, ich bin kein großer Eishockey-Fan. So. Also nächste Woche, frühestens Dienstag, wird es wahrscheinlich weitergehen. Genau, und vorher gibt es andere tolle Streams, unter anderem morgen Football Manager, morgen Vormittag. Und am Abend gibt es den Tennis Manager. Da vergleichen wir mal ein bisschen Tennis Manager und Tennis Elbow Manager. Wird bestimmt ganz interessant. Mittwoch City Skylines vormittags. Und, ah ja, stimmt, die Vertragsangebote. Müsst ihr mich gleich nochmal dran erinnern. Und am Donnerstag machen wir dann Detroit Become Human weiter.
Gegen Frankreich. Ach, stimmt, gegen Frankreich, ja. Gegen Frankreich. So, dauert lange, bis hier eine Gruppe gehen darf. Richtig Akku unterwegs. Das Hauptfeld. So, vorne Balois, die da dauernd immer wieder Tempo machen. Ich muss mal ganz kurz räuspern. Jetzt bin ich wieder da. Ich vergesse immer, mich zu entsperren. So. Unsere Kollegen werden natürlich immer stärker sein als wir, deswegen dürfen wir nie hier was auswählen, weil es immer bessere als uns gibt, aber macht ja auch nichts. Wir sind gerne Teamhelfer, stellen uns in den Dienst der Mannschaft. Können wir dann nochmal eine Übersicht machen? Hätte gern gewusst, ob meine Stats schon, ob man die schon sieht. Ja, können wir gerne machen. Nächste Woche habe ich Urlaub und dann hier und letzte Woche Giro läuft. Genau. Wie gesagt, wir werden uns auch ein bisschen Giro zusammen anschauen. Alles ganz entspannt, ein bisschen mit Bildschirmfreigabe, Pro-Cycling-Stats, ein paar Geschichten rund um den Giro erzählen und so weiter. Also so wie jetzt gerade eigentlich auch, ganz entspannt, dass man sich gemeinsam zur Live-Etappe ein bisschen austauscht. Also nicht, dass ich da den Live-Kommentar für euch mache. Natürlich schon in der Entscheidung gehen wir da schon ganz genau rein, aber wird alles ganz entspannt. Genau, und da machen wir nämlich gleich ganz entspannt nochmal eine Übersicht über alle Ergebnisse, über die Stats der Fahrer. Und wir loopen auch nochmal ein bisschen, das haben wir auch ein bisschen vergessen. Ach guck mal, Inspector Spacetime kennen wir schon. Sehr, sehr starker Etappenfahrer. Bei Bledebitsch, da können wir auch nochmal ein bisschen reinloopen. Sefling, starker Zeitfahrer, 76er Zeitfahrwert. Kein Wunder, dass er Dritter geworden ist. Da haben wir Akuno Kreuzer. Gute Fitness auf jeden Fall. Max Power. Ach, da kennen wir auch die Werte schon. Hügel 73, Kopfsteinpflaster 73. Sehr, sehr nice. Patrick Swagan. Kennen wir die Werte auch schon. Aber bei Kevin Bledebitsch haben wir da jetzt gerade genau drauf geschaut eigentlich. So, machen wir nochmal eine Lupe rein. So, Simba van der Merwe. Da wissen wir auch relativ wenig bisher. Pascal Herbig, können wir mal schauen. Silvermeier, da wissen wir auch schon, 73 Sprint, 74 Beschleunigung. Sehr stark. Seifert und bei Florian Harrer wissen wir es auch. Da ist Benny Thalherpes, von dem hat man auch wenig gesehen. Ist meistens gut. Aber wie gesagt, man merkt es immer erst später. So, mit Luke dann wieder gemeinsam, mit seiner Expertise, total cool gewesen letztes Jahr. Ja, müssen wir uns mal zusammensetzen, ob er die Zeit dann auch hat. Ja, also ich werde mir die nächsten Giro-Etappen auch sehr, sehr genau anschauen. Bin jetzt richtig drin, spätestens seit dem Blockhaus. Macht das richtig Laune. Jetzt ist es ja die nächsten Tage erst nochmal entspannt, in Anführungszeichen, für die GC-Fahrer. Aber da werden sicherlich eher die Mathieu van der Poels und Binyam Girmay's versuchen, in die Gruppe zu gehen oder die Sprinter eben ihre Chancen nutzen, weil hinten raus gibt es sonst kaum noch Möglichkeiten. So, Vasi macht Giro. Ja, das hat echt Spaß gemacht, dieses kleine Live-Studio. Nur man muss halt auch immer die Zeit dafür haben. Und die hatte ich jetzt auch in den letzten Tagen halt eigentlich nie, weil ich immer um die Zeit unterwegs war draußen. Die Banden sind echt verbuggt, ja. Das ist leider manchmal so, aber das sehe ich schon gar nicht mehr. Das ist mir wirklich... Da ist man so PCM-blind. Da fahre ich einfach durch. Macht mir gar nichts. Da werde ich direkt zum Robocop. So, jetzt nochmal ein Sprintsieg mit Henry Ulig zum Abschluss. Das wäre nice. Wir können uns aber mal das Finale anschauen. Die letzten Meter, damit wir diesmal die Zieldurchfahrt besser hinbekommen. Hier ist der letzte Kilometer. Also man kann auf jeden Fall früher lossprinten. Hier wird kurz rausgenommen. Ah, okay. So richtig schlüssig war das jetzt nicht. Wird dann irgendwo anders nochmal hingefahren? So, warte mal, wo ist der Kilometer?
Da ist der Kilometer. Und wo ist dann das Ziel? Hier ist 20 Kilometer. Fahren wir gleich in die andere Richtung oder bin ich doof? Habe ich gerade überlegt, wo kommt das her? Wer hat denn heute Geburtstag? So, immer noch 1 Minute 10 der Vorsprung für die Ausreißer. Das könnte sogar reichen. Die weiße Brücke ist das Ziel. So, da hinten. Naja gut, wir sprinten einfach mal irgendwie irgendwo irgendwann los. So, genau, Inspector Spacetime ist gestürzt. Ach komm, jetzt läuft da schon wieder Werbung. Ist doch nicht wahr. Okay. Tschüssikowski, lassen wir die Musik weg für den Abschluss. So, 10 Kilometer Marke ist erreicht. Ach schön, dass ich immer noch 60 Führung eingestellt habe und niemals auf Position halten gegangen bin. Aber hat jetzt gar nicht so viel ausgemacht, um ehrlich zu sein. So, da haben wir Pajur, der sich in eine gute Position bringt. Oh, Benitalherpes, da gab es aber auch nochmal einen Sturz eben gerade. Andolkowski ist gestürzt. Eieiei, das wird gut werden für die Spitzengruppe, weil jetzt wahrscheinlich Bingoal erstmal rausnehmen muss. So schaut's aus, die lassen sich zurückfallen, um ihren Kapitän wieder ranzufahren. Nimmt natürlich jetzt keiner Rücksicht drauf. So, wir schlängeln uns mal durch. Das Hinterrad geht nicht, Florian Harrer geht nicht. Dann fahren wir unser Ding da selber. So, let's go, Henry. Das Finale, komm schon, Henry, zieh durch. Es wird ein gutes Rennen, aber den Sieg holt sich dann Walls vor Tönnissen, Florian Harrer, aber dann kommt Henry Ulig, Benitalherpes auf der 5. Also ganz, ganz stark, Platz 3 bis 5. Was haben wir sonst noch? Jo, ansonsten war nicht viel. Und ich weiß nicht, ob Andolkowski die Rundfahrt jetzt noch verloren hat oder ob er hier hinten noch mit rangekommen ist nach seinem Sturz. Schauen wir mal. Ne, da kommt Andolkowski, oh, da kommt auch das komplette Gummibärchen-Team mit. Also da gab es einen bösen Sturz. Also Andolkowski verliert die Rundfahrt. Gabriela Sabatini. Megan Fox hat heute Geburtstag. Ja, nice. Und Gabriela Sabatini. Wer kennt noch Gabriela Sabatini, um ehrlich zu sein? So, Gesamtwertung. Rune Heregotz vor Michael Wallgren. Seffling auf der 3. Da hat sich nichts verändert. Punktewertung. Mike Tönnissen, aber Henry Ulig auf dem starken 5. Platz. Nachwuchsfahrerwertung, Seffling auf der 2, Colin Zimmermann auf der 7, Mick van Dijke und Tim van Dijke. So, Teamwertung ist nicht so wichtig, Team Skoda auf der 2. So, was habe ich verpasst? Relativ viel, den ganzen Stream. Aber wir machen jetzt auch gleich Feierabend. Und machen jetzt nochmal einen kurzen Überblick. So, 4. Platz ist schön. 5. in der Punktewertung, da ist er besonders zufrieden. 4. in der Etappe, richtig gut gearbeitet. 237 Punkte, wir nähern uns echt schon wieder der nächsten Stufe. Das sieht doch eigentlich ganz nice aus. So, wir schauen mal kurz auf die Eigenschaften. Wir kennen jetzt bis auf Patrick Jon und Abedin Paulsen, den wir einfach gar nicht kennen. Da gehen wir einfach hin und sagen, was, wer bist du denn, wenn der mal zu uns kommt? So, vom Durchschnittswert ist Lars Rino der Stärkste. 74er Durchschnittswert, Hügel 75, Beschleunigung 72, Ausdauer 72, Klasse Puncheur. Dann haben wir Marcel Matzefummel mit der 74, Kaningoro Schmidt und Robert Sportunowski. Da ist auch ein klasse Sprinter, Kaningoro Schmidt. TomTom, The Shuckley Goat, auch schon mit richtig guten Werten. Und einige Fahrer entwickeln sich noch nicht so gut. Henry Ulig zum Beispiel, nur mit der 69. Nayo Jacobs, Gudmundur Gudmundsson. Also kann ja jeder mal kurz schauen, seinen Fahrer. Ich mach's mal alphabetisch, dann kann jeder mal gucken, ob sein Fahrer jetzt dabei ist. Und dann schauen wir nochmal bei den anderen Teams. Gabriela Sabatini übrigens. Ich weiß nicht, wer Hotshots 2 kennt.
Vertragsangebote, dankeschön. Hotshots 2 gibt es einen sehr lustigen Gag mit Gabriela Sabatini, wo irgendwie die Freundin angeschossen wird und sie liegt im Sterben und wacht dann aber wieder auf und wurde halt nicht lebensgefährlich verletzt. Und dann sagt er zu ihr, für einen Moment dachte ich, du wärst. Und sie sagt, Gabriela Sabatini, weil sie sieht halt wirklich aus wie Gabriela Sabatini. Mördergag, keiner lacht, ist auch egal. So, jetzt schauen wir nochmal. Vertragsangebote, Fahrerinfo, Vertrag, Team Nero. Wo habe ich denn Angebote? Ah, okay. Also für Team Tropicale habe ich ein Angebot, aber sonst glaube ich nicht. Oder? Punkte? Ich weiß nicht genau, wie das System hier funktioniert. Müsst ihr mir mal sagen. Abedin Paulsen schaut jetzt sicher ganz traurig auf seine Striche. So, Werte bei den anderen Teams schauen wir gleich. Ja, mein erster Sieg heute, das war echt cool. Also wie gesagt, ich sehe hier zumindest keine Möglichkeit. Genau, von Team Tropicale habe ich eins. Aber da will ich ja nicht hin. Sondern ich will ja zu Team Nero. Aber das Interesse ist relativ gering an mir. Sehr schade, der Kader ist auch verdammt stark bei Team Nero. Müssen wir doch zu Team Gummibärchen. Nee, Quatsch, der Kader ist schon bei all unseren Teams relativ stark. Ansonsten machen wir das halt mit dem Editor. Ist ja auch gar kein Problem. So, die Werte der anderen zeigen wir nochmal. So. Conti Pro, Team Gummibärchen. Ich mache es jetzt auch mal nach Durchschnitt, da wo wir es schon wissen. Sebastian Thomassen mit Durchschnitt 75, Ramon Batschmeier mit der 76 am Berg, krasser Scheiß. Johann Drucker mit der 74, Finn Holzi mit der 74 am Berg. Alles Bergfahrer lustigerweise, die man hier schon kennt. Dominik Ostlislock, Max Power, Patrick Swagan. Kevin Dorfschäfer wissen wir leider noch nicht. Da dauert es noch ein bisschen. Bei einigen fehlt es noch, auch bei Christian Gebhardt. Ja, riecht leider nach einem Edit. Aber macht ja nichts. Heute letzter Tag, um das Angebot von Tropicale anzunehmen. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Hast nur für Tropicale. Da steht auch für wie lange genau. Da stand 14.8. bis 20.8. glaube ich. Aber wie gesagt, das regeln wir einfach mit dem Editor und dann sind wir nächstes Jahr für ein anderes Team am Start. So, Team Loch im Zahn, da sehen wir Achim Kassler mit der 75 am Berg, der Schweinebärmann mit der 75 im Sprint, Cesare Heili, alter Vater, 77 am Hügel, krasser Scheiß, Beschleunigung aber nur 71, dann Florian Harrer, Matty the Eagle, Carsten Seifert und so weiter, Blasphemie und Richie Rage, da kennen wir auch die Werte, 72 Berg, Hügel, Zeitfahren, alles recht gut, aber noch nicht überragend. Team Nero kennen wir am wenigsten, das überrascht mich, aber wir kennen den Hübi Horst. Wir wissen, dass der Mann einfach wie groß ist, 2,11 Meter, 2,17 Meter jo, und 112 Kilo wiegt. Auch der einzige Radsportler, der glaube ich vom Gewicht her das Doppelte von seinem Durchschnittswert hat. Also das sieht durchwachsen aus, aber mit Hodor von Ruglat 78 am Berg. Wie konnte der das denn in Österreich noch verkacken? Mit der 78, Zähigkeit 73, also eigentlich alles tipptopp. So, sind noch fast 2 Monate für Angebote, also Geduld. Die haben wir nicht. Geduld brauchen wir nicht. Was ist mit Hodor los? Was erlaube Hodor? Ganz einfach. So, Danny Flücksche mit der 76 am Berg, nice. Seffling mit der 76 im Zeitfahren. Ronald McDonalds, Jutta Sprinter. Und auch guter Prologfahrer, also sehr nice, die Werte auch ausgewählt. Pascal Herbig mit richtig guten Etappenfahrer-Skills und Matthäus Schneck als momentan guter Bergfahrer. Und Team Tropicale haben wir ja schon gesehen. Da sind auch schon einige sehr, sehr starke Werte mit dabei und die werden immer stärker werden. Nächstes Jahr nochmal Continental Pro und dann schauen wir mal, ob wir ab der dritten Saison dann vielleicht in die World Tour aufsteigen und mit Tour de France und so weiter voranschreiten und vielleicht gibt es ja auch ein paar Wildcards, die aus Versehen verteilt werden vom Spiel. Man weiß es ja nicht. Schauen wir einfach mal, was da so geht. Also Wildcards wird natürlich schwierig werden. Man muss im Superprestige vorne sein, aber gibt ja auch noch über das Superprestige hinaus, über die Wertung hinaus die Möglichkeit, an den Rundfahrten
teilzunehmen. So, habt ihr noch Fragen? Habt ihr Wünsche? Ich hätte jetzt noch ein offenes Ohr für euch. Oder vielleicht sogar vier. So, die ganzen Nordklassiker-Fahrer entwickeln sich schlechter. Skandal. Weiß nicht, woran das liegt. Ich will Pommes. Ich hätte eine Hühnersuppe. Ich habe aber Tiefkühlpommes da. Das ist meine Belohnung für hartes Training. Wenn ich mal wieder Mucki-Training gemacht habe, dann belohne ich mich mit Pommes. Mein Fitnessplan ist auch richtig ausgeklügelt. Ergebnisse von Kevin Bledewitsch werden sich noch gewünscht. Chance auf Wildcards ist nächste Saison deutlich höher. Denke ich auch, weil die Fahrer haben ja ein paar sportliche Ergebnisse eingefahren und der Ruf, es ist mein Ruf, der kaputt geht. Nee, der Ruf steigert sich ja auch, der Fahrer. Ja, Hühnersuppe, mehr habe ich hier leider nicht. Ich hätte noch eine Flasche Wein, aber ich kriege einfach auch zu wenig Geschenke aus der Community. So richtig arschig. So, Ergebnisse von der Bledebitch. Die Bledebitch, da schauen wir mal. So, also 24 Renntage. Jetzt in Dänemark, ja, war durchwachsen. Slowenischen Meisterschaften waren durchwachsen. Die Tour auf Slowenien war durchwachsen. Rund um Köln war geil. Zweiter Platz. Da erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Ach stimmt, Florian Harrer hat da gewonnen. Wer sonst? Florian Harrer vor Kevin Bledewitsch. Also das war das beste Resultat. Ansonsten did not finish bei der Tour des Alpes. Dritte Etappe hat es da auf die Fresse gelegt. So, der Team Hühnersuppe. Ja, stimmt. Hatten wir, glaube ich, aber sogar in der Verlosung für die möglichen Namen. So, jetzt Ergebnisse für Laurel. Da schauen wir mal. Ich kann es mir nie merken. Warte, nee, Laurel ist Team Nero, oder? Nee, ist er nicht. Team Skoda. Ey, ich weiß es nicht. Team Loch im Zahn. Team Gummibärchen. Team Tropikale. Ich hab's schon wieder alles vergessen. Aber war es nicht Team Gummibärchen? Bin ich jetzt doof? Weil doch, da ist er doch. Warum habe ich es beim ersten Mal nicht gesehen? Panik! So, Renntage 8 ist halt echt scheiße. Aber 9. Platz bei den Meisterschaften in Tschechien, aber ist total beschissen. Genau, Team Tütensuppe. Wegen dem Football Manager Stream damals. So, warte, jetzt Ergebnisse Italia. Den haben wir doch direkt hier, finde ich sofort. Ich weiß alles auswendig. Arctic Race of Norway durchwachsen. Antalya, stimmt, das war noch mit dem Bug für die Gummibärchen mit drin. Deswegen dort ohne Wertung. Nur 7 Renntage halt auch echt wenig. Wurden schon die Europameisterschaften gefahren? Das ist eine gute Frage. Ich glaube nämlich schon. Ja, Europameisterschaften. Europameister Wout van Aert geworden. Sehen wir da irgendwo was? Abo-Team. Ach, guck mal, Benny. Benny ist 21. bei den Europameisterschaften geworden. Ansonsten war, wie gesagt, weit und breit nichts zu sehen. Ne, also Europameister Wout van Aert, Benny auf 21. Und dann gehen wir mal hoch im Zeitfahren. Da sehen wir auch leider niemanden. Ach hier, doch. Chris Espenhornick auf der 21. Nur mit 2 Minuten Rückstand. Sehr gutes Ergebnis. Also waren eh nur 40 am Start. Auch wenn, jetzt habe ich, glaube ich, ein paar vergessen. Oben Ergebnisse Ninja. Da schauen wir nochmal. Boah, dieses Spiel ist immer so langsam. So, da haben wir Ninja.
So, Tour de la, ja. Österreich-Rundfahrt 10. zum Auftakt, das war eigentlich ganz gut. Route d'Occitanie, 21 Renntage, noch kein Sieg. 7. Platz mal bei den Schweizer Meisterschaften im Zeitfahren. So, dir wurde heute schon einmal gesagt, dass du der Lieblingstrümer von jemandem bist. Das reicht für die nächsten 5 Jahre. Ja, danke. Bin jetzt total erfolgsverwöhnt. So, Ergebnisse. Raphael Remy von Team Nero. Sehr löblich, das Team dazu. Alter Schwede, 44 Renntage für Raphael Remy. Stark. Die Werte kennen wir leider noch nicht. Aber bei Classic Grand Besançon der 2. Platz. Dänemark war jetzt so lala, Tour de l'Ain ebenfalls. Route d'Occitanie mit einem guten 13. Platz. Die 4 Tage von den Kirchen ebenfalls gut gemacht. Also da würde Laurel auf jeden Fall ein paar Renntage nehmen von Raphael Remy. Ich weiß nicht, ob das mit der Nation zusammenhängt. Ich weiß es einfach nicht. Das Krambein gebrochen, stimmt. Ja, das, da war mal was. Laurel, Italia, beide Gummibärchen. Genau, das haben wir schon. Nero, Remy und Ninja. Etappenfahrer fährt nur flache Rennen. Ich habe nicht mal 10 Renntage, aber so jemand wie Thomas hat bestimmt über 40. Skandalös. Ich hasse diesen Teamchef. Für die wenigen und unausgeglichenen Renntage gibt es mehrere Gründe, die wir leider nicht ändern können. Ist halt leider so. Aber macht ja trotzdem auch Spaß. So. Dann würde ich mich jetzt verabschieden. 20 vor 10 haben wir wieder 3 Stunden 40. Abo-Team durchgeballert. Kurze Vorausschau nochmal für den nächsten Stream, den wir dann nächste Woche machen. Die Deutschland-Tour steht auf dem Plan. Wir haben noch den Grand Prix de Fourmi, Classic Paris, das Crow Race steht noch an, Sparkassen Münsterland Giro und Paris Tour Elite. Das ist doch schon mal was. Das sollten wir eigentlich auch in der nächsten, im nächsten Stream durchbekommen. Das ist dann der letzte Stream für die erste Saison. Dann schauen wir, dass wir die Datenbank wieder ein bisschen anpassen. Ich gebe die dann quasi wieder an die Experten weiter und dann geht's los in die zweite Saison. Also, ich hoffe trotzdem, morgen sind auch ein paar mit beim Tennis dabei und beim Football Manager. Wäre schön. Ich danke euch, dass ihr dabei wart, auch so fleißig mitgeschrieben habt. Dankeschön für den Stream. Und wie gesagt, wir sehen uns morgen Vormittag oder morgen Abend oder am Mittwoch oder am Donnerstag, aber nicht am Freitag bis Montag. Das war nochmal die kurze Zusammenfassung. Also, schönen Montagabend für euch. Ich wünsche euch eine gute Woche. Lasst euch nicht unterkriegen. Chrono de Nation für die Zeitfahrer. Sollen wir das noch mit reinnehmen? Ich hätte noch 2034 Punkte zur Verfügung, dank meiner Fähigkeit. Ja, why not? Können wir ja noch machen. Jetzt habe ich nur noch 2029 Punkte. Es ist aber echt schade. So, macht's gut. Mit den Gummibären verabschiede ich mich. Und wie gesagt, bis die Tage.